Herzlich willkommen zur dritten Folge von Kalims größter Coup. Heute ist Eva nicht dabei. Wir hatten ein paar, ich sag mal, Planungsschwierigkeiten. Irgendwie haben wir für diesen Tag alle immer aneinander vorbeigeredet. Ich bin einfach nur froh, dass wir jetzt live sind. Eva ist nicht mit dabei. Sie wird ab nächste Woche wieder mit dabei sein. Für die, die sich jetzt fragen, wie funktioniert das Ganze denn? Ich werde die Rolle von Eva einfach mitspielen. Sie wird einfach heute in der Session etwas zurückhaltender sein. Bitte involviert sie jetzt nicht unfassbar krass in alle möglichen Gespräche, damit ich nicht so viel für sie sprechen muss. Also stellt euch vor, sie ist dabei und nächste Woche wird ihr Charakter auch so spielen, als ob sie mit dabei war und alles miterlebt hat. Ich musste die Session einmal komplett umschreiben, weil Eva sehr essentiell für heute war. Aber wir haben es, denke ich, ganz gut hinbekommen und ich begrüße euch jetzt zu Kalims größter Coup, Folge 3. Eine kleine Zusammenfassung, was letzte Woche geschehen ist. Unsere Gruppe ist im Schwarzrosental angekommen und haben erfahren, dass es dort einen landesweiten Wettbewerb gibt. Der König veranstaltet ihn, um alle um die beste Schausteller, die besten Sänger, die besten Musiker, die tollsten Schauspieler auszuerkoren und diese nach Goldfels in die Hauptstadt einzuladen, damit sie dort für den 16. Geburtstag der Prinzessin einen spektakulösen Auftritt hinlegen werden. Ihr habt es geschafft, euch reinzuschmuggeln in den Wettbewerb, denn eigentlich habt ihr euch nicht rechtzeitig eingetragen dafür. Und nicht nur das, ihr habt noch geschickt geschafft, die Konkurrenz zu verjagen, euren Auftritt zu meistern und sogar die erste Runde zu gewinnen. Die zweite Runde findet in der Großstadt Olivarien statt. Zwischen dem Schwarzrosental und Olivarien befindet sich allerdings eine Gebirgskette und diese bedarf es jetzt zu überqueren. Letzte Folge war sehr emotional. Viele haben eine sehr schöne, emotionale Seite von sich gezeigt. Wir haben gesehen, dass Mordecai am Postschalter ein Paket verschickt hat. Wir haben gesehen, wie Liasi in einen Tempel gegangen ist und dort ein merkwürdiges Geschenk für einen merkwürdigen Gott dargeboten hat. Wir haben Nebris erfahren, dass er singt. Und zwar sehr schön. Borkat und Fenira hatten ein wunderbar offenes Gespräch über ihre Vergangenheit mit Fenira, die erzählt hat, dass sie ihr Leben lang von ihren Eltern betrogen und angelogen wurde. Und Borkat, der ihr Mut zugesprochen hat, dass sie froh sein soll, jemanden zu haben. Wir haben alle ein bisschen geweint letzte Folge. Kane hat das Ganze noch ein bisschen mehr berührt und konnte deswegen auch nicht im Zimmer bei den anderen schlafen. Er hat sich unter die Kutsche auf eine dünne Matte gelegt und hat dort geschlafen. Er ist recht erschöpft davon. Und ihr seid am Morgen nach dem Frühstück aufgebrochen nach Olivarien durch die Himmelsschlucht. Dort angekommen, habt ihr aber gemerkt, dass die Passage eingestürzt ist. Die Himmelsschlucht könnt ihr euch vorstellen wie eine riesige Gebirgskette mit gigantischen Bergen, Bäumen. Nicht unbedingt der Ort, an dem man leben wollen würde, sag ich mal. Ihr seid dort gestrandet, denn auch der Weg zurück scheint eingestürzt zu sein. Und ihr trefft euch mit einigen anderen Reisenden, die den Weg überqueren wollten und nun nicht mehr weiter wissen. Mit denen habt ihr noch nicht gesprochen, die seht ihr etwas weiter in der Ferne. Euch sind auch schon Leute entgegengekommen in die andere Richtung. Also bitte, Kalims größter Coup, Folge 3. Was ist denn los? Warum geht's nicht weiter? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht so aus, als würden auch andere Leute nicht weiterkommen. Ja, da vorne, ich bock mich so ein bisschen aus der Kutsche und zeig Bock, in welche Richtung die anderen Leute warten. Ich würde sagen, wir fragen nach, aber es sieht so aus, als würde sich unser Plan schnell zu unserem Ziel zu kommen, damit wir proben können, weil es ist sehr wichtig, etwas verzögern. Bist du noch gemütet, Ben? Falls du, ne? Ich bin auch noch nicht ganz wach. Wir haben eine Woche, sagte ich. Eine Woche bis zum zweiten Auftritt. Okay, aber trotzdem sollten wir jetzt hier nicht mit in der Schlucht stehen. Also Nebris, wer ist du? Neb. Oh, es geht Mortal wirklich schlecht, wenn er den ganzen Namen ausspricht. True. Neb, würdest du mal schauen, was uns aufhält?
Das kann ich sehr gerne tun. Kurz irritiert davon, dass er meinen ganzen Namen gesagt hat, was normalerweise nur passiert, wenn ich Scheiße baue. Exakt. würde ich, wenn wir mit unserer Kutsche nah genug dran sind, angehalten haben, einmal ganz elegant aus der Kutsche springen und mich aufmachen zu den Leuten. Wie sieht es da genau aus? Also wie viele Leute sind da? Sind es jetzt auch 3, 4 Kutschen, die da stehen oder Wanderer? Oder? Du siehst eine etwas größere Kutsche, in der mehrere Leute sind. Du siehst eine sehr kleine, feine, schmale Kutsche. Ein oder zwei Personen sollten da drin sein. Also zwei separate Gruppen, die dort stehen. Dann würde ich mich einfach mal auf den Weg zu denen machen und gucken, falls irgendjemand draußen steht oder so, die erstbeste Person ansprechen, die da ist. Du kommst nach vorne und du siehst aus der etwas größeren Kutsche, die Tür ist offen und zwei Leute sind ausgestiegen und stehen jetzt an den eingestürzten Felsen und beraten sich. Geh ganz leise und langsam zu denen, ohne dass sie mich großartig bemerken. Und wenn die sich unterhalten und praktisch die Steine untersuchen, beuge ich mich so ganz knapp zwischen die beiden und gucke die beiden so an mit meinem Kopf zwischen ihren. Hallo, die Herren. Oh mein Gott. Ich wollte sie nicht erschrecken. Was haben wir hier? Was ist hier passiert? Wir sind Reisende und ich zeige nach hinten auf die Kutsche und ich würde sehr gerne wissen, ob es hier eventuell ein Weiterkommen gibt oder wir unsere Pläne anpassen müssen. Ah, das wissen wir auch nicht so recht. Wir sind nicht von hier. Verdammte Scheiße. Müssen weiter. Ihr seid doch die gewonnen haben bei dem Wettbewerb. Ja, wir haben zugesehen. Ihr wollt also auch nach Olivarien, wenn ich richtig liege. Natürlich. Wir haben dort unseren nächsten großen Auftritt, müsst ihr wissen. Und ich meine, wenn ihr uns kennt und euch gefallen habt, was ihr gesehen habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne in Olivarien zuschauen. Mhm. Ihr sagtet, es steht nicht fest, wie schnell es weitergeht und was genau hier passiert ist. Also seit wann wartet ihr hier denn? Also wir sind ungefähr vor einer Stunde hier angekommen und wir haben auch versucht, wieder zurückzugehen und es gibt halt eigentlich keinen anderen Weg, außer durch diese Passage. Ich denke, kann meine Katze auf meinem Mischpult. Liegt sie wieder an der Katze oder was? Was ist denn da draußen los? Die riesigen Gebirgskatzen haben anscheinend wieder Felsen runtergeworfen von ganz oben. Katzen und Dinge runterschubsen, das ist jedes Mal dasselbe. Ja, verdammte Axt. Wir müssen irgendwie durch. Also der Weg für die Kutsche ist blockiert. Ich denke, wir müssen hier vorne den Fußweg weitergehen. Und der zeigt dir so in die Richtung. Und du siehst die große Brücke, die so durch die Passage führt, die ist tatsächlich eingestürzt und unbefahrbar. Aber du siehst einen schmalen Gang, der auf der anderen Seite durch einige Berge durchführt. Wir kriegen das hin, bei euch bin ich mir da nicht so sicher. Oh, doch, das ist kein Problem. Wusstet ihr, dass der Schlangenpass heißt, weil er damals von einer Schlangenperson entdeckt worden ist? Und genau diese findet sich zufälligerweise in unseren Reihen. Äußerst bekannt dafür, dass sie eben als erste Person diesen Pass überschritten und damit auch das Gebirge überquert hat. Und du siehst, wie aus der einen Ein-Mann-Kutsche jemand aussteigt und dir kommt das Gesicht bekannt vor. Es ist der Mann mit dem mit dem Liasi, die Nacht verbracht hat. Der Typ! Logischerweise entgleisen meine Gesichtszüge, aber nur für einen ganz kleinen Moment. Ich bin natürlich Schauspieler, ich fange mich sehr schnell. Verabschiede mich von den beiden Kollegen, die ich so jäh unterbrochen habe. Man sieht sich sehr wahrscheinlich auf dem Schlangenpass, falls Sie zusammenreisen wollen. Warten Sie gerne auf uns, denn ich denke, wir werden diese Möglichkeit auch in Betracht ziehen. Ich verständige mich nur ganz kurz mit meinen Kollegen und dann laufe ich zurück zur Kutsche. Du siehst, wie der eine aussteigt und jetzt zu der Gruppe von den beiden läuft und die sich jetzt unterhalten. Ich lass die mal machen. Ja. Ne? Und komm zurück zu Kay und den anderen. Also, es sieht so aus, als wäre der Weg vor uns eingestürzt. Es gibt keine andere Möglichkeit, zu unserem Zielort zu gelangen. Aber, clever wie ich bin, habe ich natürlich die Gegend direkt ausgekundschaftet und einen weiteren Weg, den Schlangenpass, gefunden, welchen wir nehmen könnten, um weiterzukommen, falls das für euch eine Möglichkeit ist. Ich weiß, wir würden die Kutsche aufgeben. Ich weiß, sie hat uns viel gekostet. Gerade körperlich hat sie mir sehr viel abverlangt. Aber wir sind ja auch vorher schon zu Fuß unterwegs gewesen. Also. Ausgerechnet heute. Ich komme auch aus der Kutsche raus, weil ich noch etwas länger drin geblieben bin. Und sehe mich um, sehe in der Entfernung diesen Typen stehen, rolle mit den Augen und trete auch zu den anderen, weil ich auch gerade zugehört habe.
gucke ich Nebris an und sage, wir sollen die Kutsche aufgeben und was ist danach? Was haben wir davon? Einen zweiten Auftritt und potenziell die Möglichkeit, 10.000 Gold zu bekommen. Ja, aber danach müssen wir doch zu Fuß gehen. Wie zuvor auch schon. Ja, aber wir haben doch gerade erst... Das ist denn keine andere Möglichkeit? Lee, Prinzessin, Kutsche aufgeben heißt nicht Pferd aufgeben. Oh, true. Das stimmt. Ja, und damit werden wir zumindest unsere Lasten nicht komplett tragen. Und wenn es dir nach Reiten ist, aber das solltest du mit Pferden ausmachen, denn sie ist diejenige, die tatsächlich mit Pferden umgehen kann, dann kannst du dich ja auch darauf setzen. Ihr habt's gehört. Bock hilft beim Entladen. Los, wir wollen keine Zeit verlieren. Alternativ, wenn es ums Thema Reiten geht, der Mann, den du letzte Nacht in der Bar getroffen hast, absolut der ist auch hier. Nicht. Vielleicht absolut. Trägt er dich ja. Nein. Nee, okay. Ich denke, wir haben den Mann schon gut ausgenommen. Wir haben einen Schlafplatz und ich denke, ich werde jetzt noch einmal in die Kutsche gehen und schauen, ob ich etwas finde, womit ich mich verkleiden kann. Und ich stürze wieder in die Kutsche rein und suche nach irgendwelchen Mänteln oder irgendwelchen Schals. Aus meiner Kiste, ich habe ein Disguise-Kit. Wenn du eine Perücke oder sowas brauchst, benenn dich, wie immer, eigentlich. Okay, das ist zwar nett, aber ich schaff das schon. Und ich caste Disguise Self auf mich selbst. Wie lange hält es denn? Eine Stunde. Ja, also die drei Herrschaften, die da vorne stehen, die laufen jetzt auf euch zu. Und Borkert, dir fällt auf, dass die beiden Männer, die in der größeren Kutsche reisen, ein Emblem auf der Brust tragen, was dir sehr bekannt vorkommt. Das ist das dein Familienwappen. Ach du Scheiße. Also, ja, wir lassen die Kutsche auch zurück, wir nehmen die Pferde mit, wir würden dann hier über den Schlangenpass, ich würde sagen, wir haben die besten Chancen, hier durchzukommen, wenn wir uns zusammentun. Kommt ihr mit? Selbstverständlich stolper ein bisschen so aus der Kutsche raus, kann mich gerade so fangen, versuche die Balance mit meinem Schweif irgendwie zu halten. Nein, nicht betrunken, nur übermüdet. Selbstverständlich nehmen wir euer Angebot gerne an und damit reist ihr mit krass. Ich bin zu müde für den ganzen Titel. Aber ach, wir würden, wer seid ihr, edle Herrschaft? Und die stellen sich vor als, hi, ja, wir sind Zuschauer für das Spektakel gewesen. Wenn wir uns vorstellen dürfen, mein Name ist Cordust, das ist Breck. Wir sind aus Sperlingen und wir verfolgen das Ganze ein bisschen mit Interesse. Von uns nimmt auch jemand an dem Wettbewerb teil und wir wollten mal schauen, wie es so läuft, ne? Aber naja, und der Sperling. Daneben... stellt sich vor und ist so, ja, ich bin aus Olivarien, ein adliger, wohlhabender Mann, wie Sie sehen können. Und diese, das gefällt mir gar nicht. Ich werde natürlich auf meinem Pferd reiten und ich hoffe, ihr seid doch die Schaustellergruppe. Ist eure ihr Freundin könnt euch mit aus, dabei? Arakai-Puck, ja, Sie wir hatten gestern davon Abend das gesprochen. Hat ja, sie von mir ja, erzählt? Ja. Ist sie bei euch? Man hört nur von drin so ein... Sie war... Nur zeitweise Teil unserer Truppe. Wir organisieren uns stets neu und anscheinend ist gestern Nacht etwas passiert, was dazu geführt hat, dass sie krass verlassen wollt. Für immer. Ist das so? Sie hat wirklich sehr lange mit mir gesprochen, dass ihr gerne in meinem Anwesen in Olivarien übernachten möchtet. Oh, nach Olivarien wird sie auch wahrscheinlich reisen. Sie will Solo. Ihr kennt es, Gruppen spalten sich auf, jeder will eine Solo-Karriere starten. Wird sie fliegen oder? Ich glaube, sie wollte noch warten in der Stadt auf irgendjemanden, den sie getroffen hat, der ihr inzwischen sehr lieb und teuer war, mit ihm zusammenreisen. Also vielleicht, wenn ihr hier wartet, weil sie wird ja hier vorbeikommen, vielleicht kommt sie innerhalb dieses Tages an, oder? Hat nicht ihr auch der... Hat sie nicht von ihm gesprochen, Neb? Oh, jetzt, wo ihr es sagt. Ja, das diese ist ein reicher Adliger mit Pferd. Haare, ja. Mit, ja, das müsste an ihr gewesen sein. Ich meine, es war kein Halbling, ganz sicher nicht. Ich glaube, sie wartet auf euch. Ja.
Das ist ja nett. Ich glaube sogar... Aber ich bin ehrlich mit euch. Die Kleine war nur eine kleine Ablenkung für mich. Ihr habt damit unsere Gruppe gespalten, guter Mann. Das tut mir unfassbar leid. Allerdings muss ich dringend wieder nach Haus. Die Geschäfte warten. Und ich freue mich, wenn sie dann mal wieder bei mir vorbeigeschaut. Aber nun ja, ich würde sagen, wir sind ja fürs Erste eine kleine Reisegruppe. Passen Sie auf sich auf. Wir werden natürlich auch auf Sie aufpassen und Sie hoffentlich auf uns bei so Reisen über schmale Bergpässe. Da kann so einiges passieren. Sie wüssten, es gibt einige Geschichten, die könnte ich Ihnen jetzt erzählen, aber ich will Sie nicht verunsichern. Aus der Kutsche steigt noch eine dritte Person aus und er läuft so ein bisschen mit so einem schnelleren Schritt zu euch. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber wir sollten uns beeilen. Es ist schon Mittag und der Schlangenpass ist lang. Ich würde da gern durch sein bis morgen früh. Und ihr seid? Ich gehöre dazu. Was juckt sie das, bitteschön? Nun, ich kenne gerne die Leute, die mit uns reisen. Gorik. Angenehm, Arakai. Schön, das freut mich. Ja, mich ebenfalls, Herr Gorik. Gut, aber Herr Gorik hat komplett recht. Wir sollten keine Zeit verschwenden und dementsprechend wir entladen und dann können wir los. Fenn, kümmere dich bitte ums Pferd und... Fenira nickt und bindet das Pferd los und nimmt hinten so ein paar Taschen extra für die Sattel raus, wo ihr noch was reinpacken könnt. Ja, perfekt. Ich schaue kurz mich um. Wo ist eigentlich Bock und ist Leon fertig? Ich stehe neben ihm, habe mich ein bisschen zurückgehalten, knuff ihm in die Seite und sage so, hör mal, was, Lia hat uns verlassen? Die, was? Wieso? Komm mal kurz mit zur Kutsche. Wir packen jetzt den Kram runter. Nein, Lia hat uns natürlich nicht verlassen, aber Lia hat gestern Blondmähne da besucht und mit ihm geredet. Und anscheinend teilweise auch meine Schuld. Eigentlich hatte ich geplant, das Zimmer zu stürmen und habe mich dann doch irgendwie, ich habe sie hängen lassen. Und jetzt will sie ihm wahrscheinlich, ich schätze mal, sie wird sich gerade irgendwie umziehen. Okay. Und dir geht's gut, du wirkst ein bisschen kaputt. Ich bin komplett durch. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, die Bettrolle auszubrennen und unter der Kutsche zu schlafen, aber das Pflaster da ist so dermaßen... Also, es könnte sein, dass ich heute dumme Entscheidungen fälle. Wenn das so ist, tritt mir gegen Schienbein. Entscheide du oder lass Nepp irgendwas machen. Ich bin auch nicht ganz firm. Was sagst du zu den drei Leuten aus der Kutsche? Von zwei von denen werde ich mein Urteil später noch fällen. Die tragen alle drei. Tragen alle drei? Ach du Scheiße. Es ist niemand, mit dem du, den du kennst. Aber es sieht aus, als ob sie vielleicht für jemanden arbeiten würden, den du kennst. Nun, die drei Personen, falls du ihre Kleidung aufmerksam beobachtet hast. Sperling. Genau. Sie kommen aus Sperling und nun ja, wie es der Zufall will, komme auch ich aus Sperling. Und naja, das Familienwappen erkenne ich überall wieder, denn es ist das von meinem Stiefvater, meinem unnützigen, widerlichen. Ich halte nicht unbedingt viel von ihnen. Vielleicht sind es nette Menschen, aber... Es wäre gut, wenn sie dich nicht erkennen. Gut erkennen, glaube ich. Ich war so früh von dort weg. Das wäre merkwürdig, wenn ich wiedererkannt werden würde. Keines der Gesichter sagt mir irgendwas zumindest. Nicht, dass ich irgendjemand wiedererkennen würde, aber ich würde gern wissen, in welcher Beziehung sie zu meinem Ziehvater stehen, ja. Verstehe. Möchtest du dazu ein Halbling werden? Könntest du mir... Der Vorschlag ist brillant. Könntest du mir... Andere Haare dafür bitte geben? Haare, einen kleinen Backenbart und deine spitzen Ohren klemmen wir nach hinten. Hauptsache keine blonden Haare mehr. Hauptsache das Blond ist weg. So, und dann schauen wir mal zur Kutsche, wie weit Lia sie ist. Und ihr seht tatsächlich, dass sich in der Kutsche etwas bewegt. So langsam steigt jemand aus der Kutsche und es ist keine Frau mehr. Es ist, sie hat wirklich... dadurch, dass sie ja auch diese Rassenfähigkeit hat, hat sie wirklich alle Geschütze aufgefahren und kommt als Feuer-Genasi aus der Kutsche heraus. Wirklich, wirklich einprägsam aussehend,
eine tolle Frisur, oberkörperfrei, absolut. Und ein sehr eingebildeter Blick. Na, Jungs! Hey! Wie sieht's denn aus? Ja, hi! Unser Bühnenarbeiter ist auch da. Tom? Haron! Haron, mein Name! Ja, ja Tom, aber ich Tom weiß, Haron. Du weißt, ich kürze dich immer ab. Tom. Ja, Tom! Tom-Run. Ja. Schön, euch wiederzusehen. Ist, kurz, war ja nicht so lange jetzt her, nicht wahr? Ich habe ja noch geschlafen bis gerade eben. Ja. Dann hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass die Schlucht zu ist und wir mit diesen fantastischen vier Herrschaften weiterreisen werden. Mit den Lappen da hinten? Und ich sage es so laut wie möglich. Tom, übertreib es nicht, Tom. Hörst du zwischen Spitzenzähnen durch und dann würde ich mich tatsächlich um Bock schnell kümmern und Disguise-Kit auf und Backenbart ankleben. Such dir eine Perücke aus und unter die stopfen wir dann die Öhrchen sozusagen. Dass er tatsächlich eher wie ein Halbling als wie ein Gnome aussieht. Cool. Ich stehe währenddessen bei den drei Männern und wiederhole einfach nur den Namen von dem einen. Gorik. Gorik. Findet ihr nicht auch, dass es ein bisschen wie das Geräusch klingt, was ein Frosch macht? Gerade so während der... Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass wir mit denen reisen müssen, muss das sein. Und Gorik, ich bin sehr unterhaltsam, dreht sich um und macht so... Und die anderen beiden laufen hinterher. Und der blonde Typ ist gerade so ein bisschen so... und winkt zu euch und... geht es auch so ein bisschen langsam den anderen hinterher. Ja, wir beladen das Pferd mit dem, was wir beladen können. Ich würde Fenn reiten lassen, jetzt wo Lia ja nicht mehr da ist. Und dann lassen wir unsere Kutsche zurück. Denk aber an der Sachen aus dem Tresor. Die Sachen aus dem Tresor und so? Ja, genau. Der Tresor wird natürlich mitgenommen. Und wie gesagt, der Becherhalter, den könnten wir vielleicht noch ausbauen. Wer weiß, aber einen Becherhalter. Den tun wir ans Pferd. Ich habe natürlich auch meine Kiste mitgenommen, ne? Also... Die Kutsche kann auch nicht zurück, richtig? Also die wird hier einfach stehen gelassen. Ja. Und denen ja auch, ne? Also denen ihre Kutsche. Ja, die haben auch ihre Kutschen einfach so auf die Seite gestellt und gehen weiter. Trägt die Kutsche auch das Wappen von Bocks Familie? Nein. Nee, es ist also eine Plain-Kutsche. Ja. Mhm. Na, dann mal los. Ja, und ihr bewegt euch durch den Schlangenpass, welcher erstmal aussieht wie eine sehr schmale Spalte zwischen einigen Bergen, die so durch Kontinentalplattenverschiebung reingerissen wurde. Ihr könnt dadurch, es ist relativ eng, so einen Meter breit, und es fällt auch nicht unfassbar viel Sonnenlicht hinein. Nach einer Weile wird aus diesem schmalen Gang eher ein schmaler Weg, wo ihr auf der rechten Seite von euch einen riesigen Berg seht, der nach oben geht, auf einem sehr schmalen Weg läuft und links direkt den Abgrund habt. Ihr geht dort entlang und das Pferd kann da entlang reiten, aber es ist schon nicht leicht, es ist schon nicht einfach. Und Fenira ist jetzt auch mittlerweile vom Pferd abgestiegen und zieht es eher hinter sich, damit, wenn es sich erschrecken sollte, sie nicht irgendwie mit dem Pferd in den Abgrund stürzt. Ihr lauft einige Stunden weiter und mittlerweile ist es schon Nachmittag. Die Sonne steht schon relativ tief, aber es ist noch kein Ende in Sicht. Gorik dreht sich nach unten, nach hinten um, hat so einen Kompass in der Hand und ist so, ich weiß nicht, wo lang. Scheiße. Wir sind hier Ewigkeiten durch diese Pässe und Gassen gelaufen und verdammt. Ein guter Gor. Meines Wissens ist einfach Westen unser Ziel. Denn und er nimmt so den Kompass und zeigt ihn dir und hält ihn so Richtung Westen und du siehst, dass es einfach die Schlucht nach unten ist. Und na dann, mein Lieber, ihn nach. Damit meinte ich, wir brauchen einen Pass, der Richtung Westen führt. Es ist ein bisschen schwierig, dadurch, dass es halt ein schmaler Weg ist. Ab und zu gibt es Verknüpfungen, aber so richtig einfach in die Richtung Luftlinie laufen ist nicht. Man läuft entlang und man ist okay, der geht in die richtige Richtung und dann macht er doch eine Abbiegung und kommt ganz woanders aus und dann nochmal zurücklaufen und den anderen Weg nehmen. Und es ist sehr schwierig. Aber Nebris, dein Amulett, es glüht, wenn du es gerade anhast. Ja, natürlich. Ich habe es unter meinem Hemd. Und ich würde mich einmal kurz wegdrehen von den anderen und einmal so nach unten gucken. Und du siehst, wie eine der vier Hände in dem Amulett, die alle vier ineinander greifen, eine sich ablöst und in eine Richtung zeigt.
Oh, das ist sehr nützlich. Ich würde so ein bisschen an den anderen vorbeistolzieren, natürlich die Kette wieder, ne? Und das Hemd, dass es niemand sieht. Und mir die Richtung gut einprägen, dann würde ich zu Gorik gehen und sagen, ja, Gorik, ich habe euch ja erzählt, dass ich mich sehr gut mit der Geschichte des Schlangenpasses auskenne. Es sieht so aus, als wärt ihr abgebogen an der falschen Stelle Richtung Echsenpass. Das kann aber passieren, die sehen sich sehr ähnlich. Wir müssen in diese Richtung. Ich würde in die gleiche Richtung weisen, wie die Hand gewiesen hat. Mhm. Und du siehst, da sind so mehrere so Abzweigungen, von denen ihr schon unzählige genommen und nicht wiedergenommen habt. Und ihr geht entlang und kommt gegen frühen Abend an eine Hütte. Ja, das ist die Hütte von Schubert Langen, dem Finder. Ich wollte euch ein Bild einblenden. Ich habe so ein schönes Bild. Das funktioniert nicht. Schubert Langen. Es tut mir leid. Ihr seht, wie im Hintergrund die Sonne schon untergeht und ihr eine kleine Hütte findet. In dieser brennt Licht. Auch aus dem Kamin kommt etwas Rauch hinaus. Dort scheint jemand zu wohnen. Allerdings seid ihr einige Stunden gelaufen und wirklich weiter ging es hier nicht. Und dass hier jemand wohnt, scheint sehr ungewöhnlich zu sein. Ich frage mal ganz unauffällig nach, ohne jetzt Lee in die Abgrund zu stürzen, aber nach einer Stunde ist das Geist selbst vorbei. Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Allerdings, da das ja mein Rassenbonus ist, kann ich das at will casten. Ist es dann so, dass, also ich meine, es hat halt keinen Ein Slot, den du verbrauchst. Kein sozusagen. Slot, kein gar nichts. Also es hat at will. Ja, aber du kannst es immer wieder refreshen. In der theoretisch, kurz ja. Kurz vorher. Ja. Ja, ich glaube. Also wenn ich fühle, dass meine riesigen Muskeln zurückgehen, caste ich das Geisterf wieder auf mich drauf. Mhm. Wie ein Ballon. Ah, oh, das sieht bitte. Boah, das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ja. Das ist schon ein nicer Anblick. Wie viel, kurze Frage, wie viel sind wir eigentlich jetzt, unsere Reisetruppe, die da langläuft? Ihr seid zu dritt, die Männer aus der Kutsche, der eine Blondschopf und ihr fünf. Also drei, vier, neun. Mhm. Ja. Los fährt. Noch eine Zwischenfrage. Also ich verstehe das jetzt schon richtig, dass wir immer noch in diesem Schlangenpass drin sind, aber da ist jetzt eine Hütte. Genau, also der Schlangenpass ist basically einfach viele feine Wege, die durchs Gebirge hindurchlaufen. Die kommen mal wieder auf Lichtungen mit mehreren Wegen und dann gehen wieder mehrere Wege ab und dann hast du vielleicht einen ganzen langen, schmalen Gang, nur Sackgassen. Und jetzt gerade seid ihr auf einer Art kleinen Lichtung angekommen bei dieser Hütte. Ich habe mir Olivarien immer größer vorgestellt. Oder ist das euer Gut, frage ich den Blonden. Sehr witzig. Nein, ich lebe natürlich in einem sehr großen Anwesen und habe sehr viele Angestellte und Räume. Ja, ja, ihr sagt bereits gut geerbt. Es ist spät, vielleicht können wir in dieser Hütte schlafen. Ja, warum nicht? Wenn sie unbewohnt ist. Eher. Es scheint Licht zu brennen. Es scheint Licht. Ich würde natürlich niemals irgendwo klopfen. Ihr könnt das übernehmen. Warum nicht unser Pfadfinder Nepp? Der hat ja uns auch hierher geführt. Ja, wie schon gesagt, ist das die Hütte von Schubert Langen, der eine nicht unwichtige Rolle in der Entdeckung des Schlangenpasses gespielt ja, hat. Ja. Geh klopfen. Gut, dann mache ich mich auf den Weg nach vorne. Bleib erstmal so ein bisschen auf Abstand, also mach so einen Halbkreis um das Haus, bevor ich Richtung Tür gehe, einfach um zu gucken, ob ich von außen schon irgendwas sehe. Sieht das nach einer Jägershütte aus? Sind da draußen irgendwie Felle oder sowas? Oder ist es einfach nur eine ganz simple... Keine Felle, keine Waffen. Eine sehr bescheidene Hütte. Aus den Fenstern tritt Licht nach außen hinaus. Allerdings sind überall so Stofffetzen davor, um halt die Sicht nach innen auch zu verstecken. Also reinblicken kannst du nicht, aber du siehst definitiv, dass es von innen Licht hinauskommt. Ja. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu klopfen. Ich gehe zur Tür, stelle mich hin, putze mich noch ein bisschen raus. Es war ein anstrengender Tag, aber man weiß ja nie, wem man begegnet. Und klopfe an die Tür. Hallo? Hallo? Klopfst an die Tür und ein kleiner Spalt geht auf. Du siehst einen Elfen, sehr groß gewachsen. Er hat braunes Haar und trägt eine Art Weste, ein Stirnband und etwas Fell um den Hals.
Hallo. Hallo. Besucher? Oh. Hier? Hallo, mein Name ist Nepp. Ich bin Teil von einer kleinen Wanderstruppe, die sich vorgenommen hat, den Schlangenpass in der kürzesten Zeit, die bisher Menschen gebraucht haben, zu überqueren. Und wir sind, wie es scheint, vielleicht sein oder andere Mal falsch abgebogen. Und es hat doch etwas länger gedauert als geplant. Jetzt sind wir hier und wir wollten fragen, ob ihr eventuell, ihr die einzige Person hier in der Nähe seid, vielleicht einen Ort kennt, wo wir rasten können. Warum seid ihr nicht den gewöhnlichen Kutschenweg gefahren? Ist der nicht begehbar aktuell? Doch schon, aber wir wollten, wie schon gesagt, die Menschen sein, die den Schlangenpass schneller überqueren als alle anderen Menschen vor ihnen. Das hat nur nicht ganz so gut funktioniert. Ja. Ja, das war nicht die beste Idee von euch, aber tretet gerne ein. Und ich winke den Leuten, die hinten sind, einmal einladend zu. Oh, meint ihr, wir alle passen hier? Okay, ja, gut. Natürlich. Ja. Und geh schon rein. Ja. Und alle eure unfreiwilligen Mitreisenden folgen euch und treten ein in eine Hütte, die von außen zwar sehr klein wirkt, aber von innen durchaus geräumig. Es ist eine bescheiden eingerichtete Hütte, ein Lagerfeuer brennt und das Rauch steigt hoch in einen Kamin und entweicht aus der Hütte. Ihr seht einige Felle auf dem Boden, Sitzgelegenheiten, eine kleine Küche, in der gerade etwas zubereitet wurde wahrscheinlich. Und steht jetzt im Hause eines wildfremden Mannes. Ich gehe direkt zu dem, was da köchelt und probiere davon. Oh, das würde... Wir sind stundenlang gelaufen. Also das ist halt, der Hunger ist gerade, glaube ich, mächtig. Das würde ich... Nehmt gerne ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es euch schmeckt. Die Ressourcen hier sind vielleicht nicht die ausgeprägtesten. Ja, passt ja zum Besitzer. Probierst du davon? Ja, auf jeden Fall. Wenn irgendwo ein Holzlöffel rumliegt, nehme ich. Bedienst dich einfach aus der Küche und es ist super plain. Du merkst, dass es Nahrung zum Überleben und nicht zum Genießen. Es schmeckt nicht ekelhaft oder so, aber du denkst dir jetzt auch nicht, oh, darf nicht gerne noch einen Löffel. Ui, da fehlt aber einiges, ne? Go. Ich hab's euch gesagt, also. Aber wollen wir eine andere Hütte suchen oder... Ich meine, gerne könnt ihr es versuchen, falls ihr die Nacht überlebt. Ich würde es euch nicht empfehlen. Moment, was soll das denn heißen? Oho. Die Nacht überlebt. Heißt der Schlangenpass jetzt Schlangenpass, weil es hier Schlangen gibt, oder? Ja, weil Pässe gespielt werden. Ist euer Freund ein Komiker? Oder? Manchmal, ja, je nachdem, welche Aufführung wir haben. Ich nenne ihn eher einen Clown, das ist eher sein Ding. Komm. Ja, ist einer von euch bewandert in den Gebirgen? Wenn nicht, ist es generell einfach so. Wir wandern öfters das nicht so, nee. Ja, sind wir unhöflich. Wir sind Gast in einem fremden Haus. Verzeiht, Herr Elpe, für diese Unhöflichkeit. Aber ich bin Arakai Puck und das ist unsere bunte Truppe an Schaustellern. Jedenfalls die vier. Und die anderen drei Herren gehören nicht mit zu uns? Mitreisende, die uns tapfer in den falschen Weg geführt haben. Nee, die Lappen da gehören nicht zu uns. Die sind einfach nur hinter uns her. Der blonde Mensch kommt einen Schritt nach vorne. Guten Tag, ich möchte mich vorstellen, Herr von Berlinen, und greift so deine Hand. Wie heißen denn Sie? Ich schreibe dir so ein bisschen an meiner Weste ab, bevor ich die Hand reiche. Isir, freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Isir, was ein seltsam altertümlicher Name, das habe ich ja noch nie gehört. Haben Sie hier eventuell Betten, auf denen ich mich zur Ruhe legen könnte? Ich würde mich gerne heute Nacht bei Ihnen etwas gemütlich machen. Ich kann Sie auch gut dafür bezahlen. Oh, Geld hat hier keinen Wert. Ich meine, wo soll ich einkaufen gehen? Macht euch so bequem, wie ihr es euch machen könnt hier. Ich habe eine bescheidene Hütte und ihr könnt euch neben und hinlegen, wohin ihr es wollt. Und ihr merkt schon, dass die Hütte, wie Anni bereits gesagt hat, sehr schlecht eingerichtet ist, aber nach innen hin viel geräumiger ist. Es gibt nur ein festes Bett, aber es gibt genügend Plätze, wo sich Leute halt hinsetzen, hinlegen oder ausruhen könnten. Dem komme ich heute unbedingt und sehr gerne nach. Is war der Name. Isir. Bitte verschmäht meinen Namen nicht. Oh, tut mir leid, aber längere Namen sind unglaublich anstrengend. Es sind vier Buchstaben. Aha, und ich komme mit einer Silbe höchstens aus. Deshalb, okay. Ich bin Kai. Das hier ist Tom.
Ich zeige auf den Feuerelement. Feuergenasi. Ist der Feuergenasi männlich oder weiblich? Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Männlich. Der Feuergenasi ist männlich und guckt sich gerade so mit einem bösen Blick an, weil du ihm einfach den Namen gegeben hast. Nein, aber war, sag nichts anderes. Ich habe ihn nur aufgenommen. Das ist Ben. Und unser Halblingfreund hier, Tuck. Tuck. Also Ben, Tom, Tuck und Kay. Yes. Oh, und Fenn natürlich auch. Und Finira winkt und ist so ein bisschen... Und wir sind krass. So will ich meine Reisegruppe nicht beschreiben, aber wenn ihr das sagt, dann ist das wohl so. Ja, ihr seid derjenige, der mitten in einer Kluft in einer kleinen Hütte wohnt. Wie kommt es denn dazu? Fallen wir nicht mit der Tür ins Haus. Ruhen wir uns erstmal aus oder ruht ihr euch erstmal aus und dann können wir gerne morgen weiteres bereden. Kurze Frage, Disguise Self, er ist jetzt ein Feuergenasi, aber er versprüht keine Hitze, richtig? In der Holzhütte. Nein, also weil Disguise Self ist ja nur visuell und nicht. Okay. Tom? Ja. Kann ich ein bisschen näher treten? Ich brauche immer ein bisschen mehr Platz, weil mein Ego immer noch ein bisschen um mich Platz braucht. So. Deswegen, ich bleib hier, du bleibst da, das ist schon gut so. Ich wende mich an Kay und flüster dir ins Ohr. Ihr habt bestimmt eure Gründe, warum Tom ein Feuergenasi ist. Ich werde es nicht hinterfragen. Oh, herzlichen Dank. Ja, jeder hat hier wahrscheinlich irgendwelche Gründe und wenn ich sie wüsste, warum er ein Feuergenasi ist, ich könnte es euch nicht mal sagen. Nur das ist seine Wahl gewesen. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet ein Feuergenasi sein musste. Aber vielen Dank für eure Diskretion. Lügt mich in Zukunft nicht an. Das wäre mir sehr wichtig. Oh, das können wir nicht garantieren. Aber wir werden uns alle Mühe geben, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir sind Schauspieler durch und durch. Und auf dem Weg nach Olovarien, dort haben wir eigentlich einen weiteren Auftritt. Habt ihr zufällig eine Idee, wie weit es bis dahin noch ist? Und tatsächlich lässt sich Mordecai jetzt an der Wand sinkend runter und streckt die Füße aus. Ich kenne einen Pfad, der ist ungefähr einen Tagesmarsch, vielleicht anderthalb Tagesmarsche entfernt. Dann würden wir euch gerne... ihr wollt kein Gold. Wie können wir aber uns erkenntlich zeigen? Oh. Dieser Pfad kann sehr gefährlich sein. Seid ihr des Kampfes mächtig? Seht ihr den kleinen Halbling da? Mit den Halblingsknöcheln. So halbe Knackse. So, macht nicht richtig Knall, so ein halber, so ein Halblingsknacks. Das ist unser Krieger. Keksen so. Nun gut, ich will tatsächlich kein Gold, aber ich strebe immer nach mehr Wissen. Habt ihr vielleicht Informationen, Gerüchte, Sachen, die ich nicht wissen könnte? Wir sind ein Quell der Geschichten, mein guter Freund. Dann habt ihr da eure Bezahlung. Und ihr einen vergnüglichen Abend. Nun denn, ruht euch aus, setzt euch hin, nehmt euch gerne mehr von meinem Gericht, falls ihr denn möchtet. Darauf verzichte ich. Danke. Wir haben noch harte Rationen. Bock, du kannst es ja mischen, wenn du möchtest. Oder Steine. Das ist auch gut. Die Sonne geht am Horizont unter und es ist nun in dieser Hütte komplett dunkel. Ihr habt euch alle auf dem Boden irgendwie gemütlich gemacht und liegt so ein bisschen wie in so einer Sardinenbüchse mit insgesamt 10 Leuten jetzt in dieser Hütte. Die ist zwar recht geräumig, aber das ist trotzdem sehr viel. Die Fenster und Türen sind geöffnet, damit es nicht so stickig ist. Allerdings ist es auch etwas kühl geworden diese Nacht. Ihr wacht sehr früh. Die Sonne geht auf und reißt euch aus euren Träumen. Ihr seid ausgeruht, aber nicht 100% fit. Okay, deine Exhaustion bleibt, da du zwar geschlafen hast, allerdings nicht so gut, um das wieder aufzuholen. Für die anderen vier, euch geht's gut. Ein bisschen Rückenschmerzen von der Nacht auf dem harten Boden, aber es ist in Ordnung. Disguise safe. Eine Stunde. Das geht weg. Ich würde daher sagen, wir legen dich ganz nach außen oder so und du deckst dich ordentlich zu, weil dir ist natürlich sehr kalt und so. Ja, unser Halbling auch. Liasi, du... verkleidet. Du öffnest die Augen und blickst nach oben und siehst das Gesicht eines blonden Mannes, wie er dich anlächelt.
Scheiße. Oh, wie schön, dass du noch zu uns stoßen konntest. Und er quetscht sich so neben dich und legt so seinen Arm um dich. Mein Schatz, hast du gut geschlafen? Wo kommst du denn her? Also, dich habe ich ja gar nicht hier gesehen. Ich habe dich hier gar nicht gesehen. Bist du letzte Nacht zu uns gestoßen? Oh ja, ich bin tatsächlich gerade erst tatsächlich angekommen. Ich habe auch so wenig geschlafen. Ich denke, ich muss mich noch einmal hinlegen und noch ein Nickerchen machen. Kriegen wir das mit, dass sie bedrängt wird? Labern die jetzt gerade in unseren Schlaf? Ja, ich lag alle im gleichen Raum, ihr kriegt das natürlich. Ja, ja. Ich habe vorher so direkt neben mir gelegen, da wo er sich jetzt hingelegt hat, und trete natürlich im Schlaf, wie so Hunde das manchmal machen oder so, ne, wenn die im Traum jagen, trete ich aus Versehen mit meinem Huf extrem stark in seine Richtung aus. Oh. Ah, ärgerlich. Ach, was ist das denn? Ach Gott, der hat wahrscheinlich Albträume. Ist der. Ich putze mir die Zähne und stoße immer wieder mit dem Ellenbogen gegen ihn. So. Entschuldigung. Ah, mein Gott. Hier ist so wenig Platz, nicht wahr? Leg mich auf den Bauch und mein Schweif krabbelt so langsam sein Hosenbein hoch. Ach, du weißt doch, das einfache Volk ist ein bisschen einfacher als der Adel. Die sind alle noch ganz verschlafen. Oh ja, du, ich würde dir auch anbieten, auf meinem Pferd heute zu reiten, dass du nicht laufen musst, meine teure. Und ich weiß ja, wie gern du reitest. Es wird zur elektrischen Zahnbürste. Nap kickt nochmal zu. Und ich würde diesmal wirklich versuchen, genau die Wirbelsäule zu treffen. Am unteren Rücken. Vielleicht auch Steißbein oder so. Oh, du musst entschuldigen. Er hat ganz schreckliche Albträume aus seiner Kindheit. Das könnte wieder passieren. Das habe ich gemerkt. Nun gut. Und er steht auf, nimmt aus seiner Reisetasche so eine kleine Pfeife raus und steckt die sich in den Mund und geht nach draußen. Ich lehne mich zu Kay rüber, der gerade wie wild mit seiner Zahnbürste. Nee, das ist Bock. Bock. Ist er ein bisschen dumm? Also hat er nichts gemerkt? Er war mit dir in einem Zimmer. Die Frage, ob er dumm ist, erübrigt sich in meinen Augen damit. Du hast dich zu Bock gelehnt. Ist so. Es ist so. Aber wenn er dich stört, ich meine, wir sind hier in den Bergen und sicherlich gibt es hier vielerlei Unfälle. Schlangenfass ist, was ich meine. Es ist halt wirklich, die ganzen Schluchten auf dem Weg hierher, die hast du auch gesehen, nicht wahr? Guten Morgen. Welch ein schöner Tag heute. Ich verspreche dir, das war die letzte Lüge visueller Art. Und ich zeige auf Lee. Und Bob steht daneben. Bevor wir losgehen, lass mich noch kurz eine Sache machen. Mhm. Ich setze mich in die Ecke und hole ein Deck raus und cast den Spell Augury. Das ist ein Spell, Anni. Lege ich praktisch Karten und dann sagst du mir, ob das Result gut, schlecht oder neutral ist. Und ich frage praktisch die Karten, wird unsere Reise sicher sein? Ihr seht, wie ich mich in die Ecke setze und meine bernsteinfarbenen Augen kurz Gold leuchten, einmal aufblinken und ich dann die Karten lege und lese. Jetzt spielt er Skat mit sich selber. Das ist was wir vielleicht für unsere Truppe bräuchten. Ich schreibe vielleicht es dir spielt privat, nicht, was das Ergebnis ist. Hm? Vielleicht spielt er ja gar nicht mit sich selbst, sondern ich meine, wenn man so alleine wohnt, vielleicht hat man dann imaginäre Freunde. Ich muss auch noch mit meinen imaginären Freunden reden, von daher entschuldigt mich kurz. Und Kai geht in den Schneidersitz und beginnt tatsächlich den einen Anhänger, den von der Herrin des Wegkreuzes zu umarmen und seine Spells zu memorieren für den heutigen Tag. Ihr solltet euch gebührend vorbereiten. Ich habe den Turm und den Tod gezogen. Das Reise wird lang und beschwerlich und äußerst, äußerst gefährlich. Bitte gebt auf euch Acht. Tod? Tod ist eine der schrecklichsten Karten. Wenn du nicht aufpasst, dann heißt der Tod. Ach so. Das ist erschreckend direkt. Das braucht sicherlich vielerlei Ausbildung, um die Karten so interpretieren zu können wie sie. Oh mein Gott, hört ihr, wie die drei aus Sperlingen quatschen und einer stürmt hinaus und die anderen beiden hinterher und die besprechen sich jetzt draußen.
Ja, es ist immer sehr leichtliebig, um einen Gott zu rufen. Erstens gibt es mehrere Götter und zweitens ist es meistens nicht gemeint. Das heißt, vielleicht erwischt die Karte Tod ja einen von denen. Kay, 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 hör mal. Ja, Tom, nee, wie soll ich das nennen? Ich weiß es nicht. Mann, ich bin doch jetzt ganz wieder normal. Jetzt komm mal bitte mit. Komm mal. Ist ja gut, nicht am Schweif. Und ich zieh Kay in eine Ecke. Was denn? Ja, wir gucken, 2 Meter ist die andere Ecke. Okay, ich glaube, hier können sie uns nicht hören. Nein, es geht ja gar nicht um die 3 da. Es geht um die 3 da draußen. Ja, okay. Mal, die haben doch, sagten die nicht irgendwie, dass sie auch nach Olivarien gehen und wegen dem Schauspiel und so ein Zeug. Weil ja jemand von denen, ja, sie sind Zuschauer und irgendeiner will aber aus Sperlingen dort auch auftreten, ja. Ja, so. Hm. Sollten wir die nicht einfach irgendwo runterschmeißen? Nein. Wie? Warum? Credo. Redet ihr in der Hütte miteinander gerade? Ja, ja, es geht, wir reden leise, damit die draußen uns nicht hören. Aber ja, du kriegst das mit in der Hütte. Okay. Nein, Lee, Credo, kein Tod. Wir sind krass? Wir sind krass, aber keine krassen Mörder. Ah, warte, seit wann? Seit du in dieser Truppe bist. Was ist, wenn wir sie verlieren? Die 3 machen mir weniger Sorgen. Außerdem ist der Wettbewerb ein Wettbewerb. Darüber reden wir es anders. Was viel wichtiger ist, Lee. Es tut mir unglaublich leid. Ich hatte vor, gestern Abend die Nummer durchzuziehen mit der wütende Tiefling-Ehemann kommt rein. Und das hätte uns andere Optionen gegeben. Jetzt muss ich umdisponieren. Ich bin noch nicht voll auf der Höhe, aber ich würde anfangen, demnächst Briefe von seiner Geliebten, wir haben ein Original bei uns, abzuschreiben mit Siegel und so weiter. Nee, wir haben einen Brief von ihm. Also ich würde versuchen, anfangen zu fälschen und eine kleine Geschichte zu erzählen, die ihm in den... Das ist nicht der Mann, der den Brief signiert hat. Achso, das war nicht der... Ich beug mich wieder vor, genauso wie ich es bei den Wachen gemacht habe, zwischen den beiden und Gretchen sagen. Das ist nicht der gleiche Typ. Das macht das schon nicht. Unsere Hörner verhaken sich dann immer. Mann, sorry. Das geht nur bei Hornlosen. Okay. Ich weiß, du bist gerade wirklich sehr, sehr müde. Ich bin verdammt müde. Ja, nur es wäre halt sehr viel einfacher, wenn die beiden... Und Bock wäre auch dabei, oder Bock? Hm? Ja, was? Eine immer. Warum? Siehst du? Nein. Aber ich glaube, die versuchen, was gegen uns zu planen. Die sind total gegen uns. Wenn wir uns verteidigen müssen, verteidigen wir uns. Na gut. Aber der eine hier macht mich ein bisschen nervös. Wer? Gor? Ja. Warum mache ich euch nervös? Und ich schrecke so ein bisschen auf. Sind die langen Ohren dafür da, um besser zu hören? Oder? Ihr steht 2 Meter von mir abseits. Wie soll ich euch nicht hören? Ja... Man hört halt nicht in fremde Gespräche rein. Ihr seid in meinem Haus. Und wir überreizen die Gastfreundschaft gerade ziemlich. Nun gut. Also. Und ich werfe dem Elf nochmal so einen skeptischen Blick zu und richte mich dann weiter. Ja. Du sollst wissen, es tut mir leid, das nächste Mal läuft es anders und ich krieg das wieder hin. Also Blondie werden wir los, ohne dass wir ihn so loswerden. Jetzt höre ich auf. Ja. Meint er mich? Was? Nein. Tuck, du hast braune Haare. Lockige, braune, hübsche Halblinghaare. Ja. Ha. Ja. Wir sind da soweit. Ja. Ich caste noch Mage Armor, bevor wir losgehen, indem ich einen Quarterstaff auf den Boden töpse und sich dann praktisch so eine das Holz hoch bewegt an mich ran und dann unsichtbar und transluzent wird. Cool. Du hast einfach deinen Boden mitgenommen? Geil. Nein, ich hab Boden kreiert. Ach so, ich dachte, du wärst jetzt eine Schnecke. Das wäre geil, wenn die ganze Hütte jetzt seine Rüstung ist. Das wäre wirklich cool. Das wird der nächste Charakter. Nun gut, ihr begebt euch auf den Weg. Isir führt euch durch weitere Passagen des Schlangenpasses. Und ihr geht an steilen Felswänden entlang durch enge fast schon Spalten, durch die ihr euch durchquetschen müsst und auch hier eure Pferde zurücklassen müsst. Und irgendwann kommt ihr an eine Höhle. Also, hier trennt sich Spreu vom Weizen. Habt ihr schon was vom Underdark gehört? Welche Geschichte wollt ihr hören? Ich will gar keine Geschichte hören. Ich will wissen, ob ihr bereit seid. Dachte, ihr seid Fan von... Okay. Ja, ich bin Fan von... ans Ziel ankommen. Wir ein kleines Liedchen unterwegs gerne. Können wir doch machen, oder? Das ist für die Moral gut.
In einer schallenden Höhle mit Kreaturen, die einem Dunkeln jagen, wollt ihr ein Liedchen trällern? Vielleicht. Wie alt seid ihr noch gleich? Oh, okay. Ich sehe, ihr wollt uns damit sagen, wir gehen durch diese Höhle ins Underdark. Genau, durchs ins Underdark hindurch. Unterreich. Das Underdark, falls ihr es noch nicht kennt, ist ein Komplex aus Höhlen, Gebirgen, Felsen, mit ihrer eigenen Vegetation, mit ihren eigenen Flora und Fauna und alles oder so gut wie alles, was ihr seht, will euch irgendwie umbringen. Das klappt bei manchen Abenteurern besser und bei manchen schlechter. Deswegen würde ich euch einmal ausdrücklich darum bitten, bitte esset keinerlei Pflanzen, die ihr im Underdark auffindet. Und bitte meidet jegwede Tiere, die ihr im Underdark auffindet. Ich glaube, das geht besonders an Tuk. Hm? Keine Pilze. Er hat nur davon gesprochen, dass ich sie nicht da unten essen darf. Wenn ich einen mit rausnehme und draußen esse... Tuk, wir werden dich zurücklassen. Hm. Na gut. Seid mein Gast, ich will auch wissen, was diese Pilze können. Nein, 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 wenn ihr sagt, dass sie anscheinend noch weniger bekömmlich sind als eure Suppe, dann werde ich davon großen Abstand nehmen. Das fände ich schön. Dann, wer ist euer Krieger? Sie, Herr Halbling? Das Du dürfte wohl genügen. Ja, ja, ich natürlich. Die Frage erübrigt sich. Dann komme ich den Schritt näher. Lege meine Hand. Lässt du mich? Ich war erstmal instinktiv weiche ich so einen kleinen Schritt zurück. So, du hebst halt einfach die Hand. Ich so, wow, so. Hey. Dürfte ich kurz? Was? Was denn? Licht wirken, damit wir was sehen. Ja, okay. Ja, ja. Ich lege meine Hand auf deine Schulter und deine Ausrüstung fängt an zu strahlen und wir haben jetzt Licht vor uns. Da du wahrscheinlich die Truppe anführen wirst als Krieger, wäre es am sinnvollsten, wenn du das Licht trägst. Natürlich. Ja, das ergibt Sinn. Ja, habt ihr gehört? Dann werden alle Kreaturen dich als erstes sehen und uns außen vor lassen. Ich finde, das klingt nach einer sehr nachvollziehbaren Strategie. Naja, aber er hat doch ja den Dickschädel. Das heißt, er kann auch einfach durch alles durchlaufen und uns den Weg bahnen. Passieren sollte da nichts, nein. Welche Kreaturen könnten schon in einer Höhle auf uns warten, nicht wahr? Hast du vor ungefähr einer Minute zugehört, wo er gesagt hat, dass in der Underdark Kreaturen leben, die gefährlich sind? Und ich glaube, du hast nur das mit den Pilzen gehört, oder? Ja. Ja. Ich hab's nochmal wiederholt. Danke dafür. Ja. Also, unser Credo war ankommen, oder? Dann lasst uns gehen. Ja, wir haben ja keinen anderen Weg, von daher. Und das ist mit unseren vier Mitreisenden, die gucken ein wenig verhärmt. Der Blondschaft kommt nach vorne und streicht sich durchs Haar. Was genau bedeutet Underdark, wenn ich fragen darf? Also, ich bin kein Mann fürs Grobe. Ich bin eher, nun, aber ich möchte auch gern wieder zu Hause ankommen. Also gibt's keinen anderen Weg. Zurück. Bis zur Kutsche und dann warten, bis große Riesen die Steine wegtragen. Es gibt immer einen anderen Weg, Freund. Dem Mann gehört. Ich habe euch gestern bei Ankunft der Hütte gesagt, dass die Reise beschwerlich und gefährlich sein wird. Aber sie können uns doch bestimmt beschützen. Sie als im Nichts lebender Wildling. Was sind sie genau? Autsch. Anni, ich will dir was schreiben, was ich mache. In der Zwischenzeit kann sich Bock oder Tok kurz so aufbäumen. Nun, ich glaube, jegliche Gefahr dürfte durch meine Anwesenheit schon getilgt sein im Vorfeld. Angst solltet ihr nicht haben. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Ja. Im Buche steht. Kann ich mich auch dimmen? Habe ich nur ein Licht? Wenn er dich ein bisschen länger berührt, dann geht die Helligkeit so langsam wieder. Nee, wenn er so klatscht, dann geht es 30, kurz aus. 30 Fuß, 30 Fuß um dich hast du Bright Light und 30 Fuß danach ist Dim Light. Also wir haben 60 Fuß Range insgesamt. Das ist eine Menge. Gut, alles klar. Ich gucke den adligen Mann an, lege meine Hand auf seine Schulter und meine Augen fangen wieder an, diesmal intensiver golden zu leuchten, als ihr es vorher in der Hütte gesehen habt. Was machst du da? Wer bist du? Was passiert hier? Ich bin Herr von Balinen. Ich habe mich doch bereits vorgestellt. Ich habe gestern bereits gesagt, dass ich Lügen nicht mag. Darum gebe ich Ihnen, werter Herr, noch einmal die Möglichkeit, mir zu sagen, wer Sie sind. Das ist doch Schwachsinn. Ich habe meinen Namen bereits gesagt. Sie sehen, ich
geht einfach jetzt gerade aus in diese Hütte so langsam rein. Die Wahrheit wird noch rauskommen. Ohne Licht. Früher oder später. Wir haben das alle gesehen? Ja. Also ich habe jetzt nicht irgendwie verheimlicht, dass meine Augen golden leuchten oder so. Nein, wir haben ja alle gehört, was gesprochen wurde. Ja. Und ich mach's mit dem Ellenbogen, stoße ich Kay an. Putz du Zähne. Ja. Sicher? Sicher. Sicher, dass wir da nichts machen sollen? Manche Dinge erledigen sich ganz von selbst. Und wie gesagt, wir verteidigen. Aber wir sind nie die Aggressoren. Augen offen halten ist vollkommen in Ordnung. Und wie du siehst, unser neuer Freund ist auf unserer Seite. Siehe. Bitte. Das wird nicht funktionieren. Das kann ich mir ein... Das, tut mir leid, das hat auch nichts mit euch zu tun. Werter Isaiah, der Mann hat eine Sprachstörung. Das müsst ihr ihm nachsehen. Okay. Jeder hat seine Störung. Jeder hat seinen Laster zu tragen. Ja, aber apropos Störung, mich stört eine Sache gerade gewaltig. Du hast Licht hier auf mich. Heißt das, du kommst nicht mit? Oder wie? Doch, natürlich. Ja, okay, ich, gut. Ah. Ich kann im Dunkeln sehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja. Ja, auch relativ gut. Sehr gut. Ja. Aber wir haben ja noch andere Begleiter hier. Nee, also eine Fackel war ganz großartig. Lass mich. Nun denn, treten voran, wir folgen euch. Oh nein, ich bin nicht der Speerspitzahn führt, sondern euer Halblingsfreund. Ja, natürlich. Aber ihr leitet ihn, also ihr kennt euch schon hier. Achso, naja, natürlich, ich leite euch den Pfad, aber... Gut. Ich gehe jetzt dann einmal kurz zur Seite und guck einmal unter mein Hemd, ob die Hände wieder in irgendeine Richtung weisen, eventuell. Wir sind wieder alles zusammengegriffen. Dann rede ich kurz mit denen, sag so, was wollt ihr, was ich mit euch tue? Wollt ihr Schere, Stein, Papier spielen? Was muss ich machen, damit ihr den richtigen Weg zeigt? Nachdem nichts passiert, stehe ich wieder. Ich habe bei der Long Rest 19.7 gewürfelt, das will ich nur schon mal gesagt haben. Ihr steigt die Höhle hinunter. Und tatsächlich ist es am Anfang erst noch recht hell, weil noch viel Sonnenlicht von außen hineinkommt, doch es wird immer dunkler und dunkler. Und irgendwann ist die strahlend leuchtende Rüstung von Borkhardt das einzige Licht, was ihr in dieser Höhle habt. Ihr lauft noch einige Zeit weiter, immer wieder ein bisschen weiter nach unten, ein Stück geradeaus, wieder ein abfallendes Stück und wieder etwas geradeaus, bis ein leichtes Licht euch entgegenkommt. Ihr findet euch in diesen Untergrundhöhlengewölben wieder. Das Licht entsteht vollkommen aus fluoreszierenden Pilzen, die auf dem Boden und an den Wänden wachsen. Sie geben euch ein wenig Licht, aber ihr seid schon froh. Also alle, die keine Darkseid haben, könnten hier nichts sehen und sehen eher das, was von Borkhardt ausgestrahlt wird. Die anderen können mit dem gedimmten Licht, was in der Höhle ist, sich ganz gut zurechtfinden. Ihr seid einige Zeit unterwegs, bis ihr ein Geräusch hört. Es klingt, ihr alle würde ich sagen, ein Geräusch hört. Es klingt wie ein weinendes Kind, aber ihr seht niemanden. Kurze Frage. Weiß mein Charakter von irgendwelchen Undeads oder Banshees oder sonstigem Underdark? Also es ist auch für mich ungewöhnlich. Mhm. Okay. Ich würde ein paar Pilze mitnehmen übrigens. Ja. Verdammt, ja, würde ich auch. Macht einfach. Ihr habt gesagt, nicht essen. Nicht anfassen, davon war keine Rede. Ich meine, die leuchten so schön. Wenn ihr so viel Wert auf Ehrlichkeit legt, müsst ihr auch viel Wert auf Wörter legen. Wollen wie ihr Dinge formuliert. Wollen wir vielleicht gerade uns dem Wichtigen zuwenden, also nicht den Pilzen, sondern vielleicht dem Geschrei? Welches Geschrei? Bei mir ist die Perücke über den Ohren. Ich glaube, ich höre es ein bisschen schlechter, deswegen. Nun, da ist ein Baby oder vielleicht ein Kind oder etwas. Ganz sicher kein Kind in dieser Höhle. Inwieweit? Also ist das sehr schwach, das Geräusch? Oder es hallt so ein bisschen durch die Höhlen, aber es ist auf jeden Fall noch weit weg. Bestimmt 100 Meter. Sind wir gerade nur in einem Gang? Also kommen wir darauf zu zwingend oder könnten wir in eine andere Richtung gehen?
Es kommt aus dem, es ist, ihr seid quasi durch mehrere Höhlen durch, aber aktuell seid ihr in einem länglichen Gang, der entlangläuft und ihr hört es in der Zukunft, also in der Ferne, also ihr würdet darauf zulaufen. Ich kann das ganz kurz überprüfen, aber nicht erschrecken, okay? Mich wundert gar nichts mehr. Wollt ihr uns vielleicht noch ungefähr sagen, was gleich passiert? Weil einfach nur, ich kann überprüfen, nicht erschrecken. Wovor erschrecken? Ich greife an mein Stirnband und hole praktisch ein transluzentes Geisterauge raus. Ja, natürlich. Und caste Arcane Eye und schicke es halt vor, um, damit der scouten gehen kann. Der ja. kann mich gar nicht erschrocken. Gucken, hat ich auch Dark Vision und so. Jetzt wissen wir, warum er alleine wohnt. Oh ja. Und ich beug mich dem Adligen, mit dem ich eben noch geredet habe, so. Der Herr, ein bisschen abfällig gegenüber. Was war das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welcher Gott? Und dein Auge fliegt vor und es erblickt ein kleines Mädchen. Sie hat roségoldene Haut und lange roséblonde Haare bis zum Boden. Elfenohren und auf der Stirn zwei kleine rote Hörner. Sie trägt ein weißes Kleid und sitzt auf dem Boden und weint. Ist alleine? Alleine. Ich sehe das durch mein Auge. Da ich sehe ein Kind, was tatsächlich alleine sitzt mit roten Hörnern und einem weißes Kleid, war das richtig? Und einem weißen Kleid. Ist das ungewöhnlich? Ja, das war. Also, Kinder in einer Höhle sind, glaube ich, immer sehr. Ich bestreite den Pfad jetzt auch nicht täglich, aber das ist mir bislang auch noch nicht untergekommen. Sollen wir mal Hallo sagen gehen? Ja, vielleicht braucht sie Hilfe. Ich glaube, wir sollten vielleicht nicht in der absoluten Dunkelheit, in praktisch der Hölle, auf ein kleines Kind zugehen, das weint. Die Hölle ist woanders. Wir sind Mandatag. Ja, ist auch das Gleiche. Nein, ja, das ist eigentlich was komplett anderes, aber. Völlig egal. Wir haben wohl keine Möglichkeit, um das Kind herumzugehen. Also, und da unsere anderen Mitreisenden in diesem Fall wahrscheinlich eher sich zurück. Klein und mit Hörnern, sagtet ihr? Ja. Eine. Eine Tieflingsdame? Nee, es ist keine Tieflingsdame. Sie hat rote Hörner, aber Elfenohren. Und ach so. Auch helle Haut. Also mit Rosé meine ich eher so. So eine. Nicht ganz ein Tiefling. Aber weird. Irgendwie so ein. Okay, so ein. Es ist. Ich weiß es auch nicht genau. Elfenohren mit Hörnern. Ja, gucken wir doch nach. Und Bock geht schon vor. Ey, ja, unser Licht läuft weg. Ja. Ich bleibe übrigens recht nah bei Bock, damit ich irgendwas sehe. Okay. Bock, Nebris, ihr seid die Ersten, die ankommen. Und das kleine Mädchen, das so auf dem Boden zusammengekauert sitzt und guckt so hoch und ist so, hallo? Hey. Hallo, Hilfe. Hallo. Ich bin ja ungefähr genauso groß wie sie und ich war, hey, was ist denn los? Weichst du zurück? Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Was ist denn los? Warum bist du denn alleine? Hey. Wir haben uns verlaufen. Ich war hier mit meiner Mama und meine Mama wurde mitgenommen. Ich konnte mich noch verstecken, aber ich sehe hier unten nichts. Ja, aber von wem mitgenommen? Von wo kommt ihr denn? Was passiert? Aus welcher Richtung? Es war ein großes Monster. Und ich weiß nicht, ob sie noch hier ist. Sie ist in die Richtung. Ich spüre auch nichts Böses von ihr, oder? Also nur die Trauer. Es ist ein kleines, weinendes Mädchen. Es ist komisch, sie sieht weird aus. Du könntest jetzt nicht ihre Rasse genau zuordnen. Aber ja, sie weint und ist auch dreckig. Und ja. Ich würde sie in den Arm nehmen. Sie weicht aus. Was? Oh. Ist ein riesiger Halbling, kein hübscher Gnom. Ja, aber immer, okay. Kommen die anderen nach? Ich bin ja auch da. Ich würde mich auch vor ihr hinhocken und sagen, alles gut. Wir wollen nichts Böses. Wer seid ihr? Mein Name ist Snap. Das ist Tuck. Und wir
sind auf der Durchreise. Wir hatten nicht erwartet, so jemanden wie dich hier zu treffen. Du siehst... Hier ist alles schrecklich. Du siehst aus wie eine der Prinzessinnen aus den Geschichten, die ich sehr gerne mag. Und weißt du, was das Tolle ist bei Prinzessinnen? Die Geschichten gehen immer gut aus. Sie werden immer gerettet. Und irgendwann kommt so ein strahlender Ritter wie der gute Tuck, der ja auch leuchtet, und rettet diese Prinzessinnen. Und was soll ich sagen? Dein Prinz ist hier. Wir werden dir helfen, keine Sorge. Ihr müsst meiner Mama helfen, nicht mir. Ich will zu meiner Mama. Kommen die anderen mittlerweile auch an? Ja, wir kommen auch an. Ja, dann drehe ich mich zu den anderen um und sage, okay, das kleine Mädchen hier ist alleine in der Höhle und die Mutter wurde entführt von irgendeinem Monster, meintest du, nicht wahr? Ein großes Monster. War das hier oder wo war das? Es hat einen großen Mund und es war groß. Und die zeigt so an die Decke, so bis oben. Und ihr seht tatsächlich an der Decke wie so abgeschrappte Spuren, dass da etwas wohl Großes entlanggelaufen ist. Ich konnte mich verstecken, aber Mama hat mich einfach auf Seite geschubst und dann hat es Mama entdeckt und mitgenommen. In welche Richtung? Und sie zeigt so, die Höhle geht so zwei Wege und in den einen Weg, das ist so ein schmalerer Weg. In die Richtung zeigt sie. Ist das auch der Weg, der durchs Anandak hindurchführt, oder ist das ein anderer? Das ist nicht der Weg, der rausführt. Okay. Ist es ungeachtet der Tatsache, dass ich die Fackel bin, weil das Bog in dem Moment vergisst, steht er auf und geht in die Richtung, die das Mädchen gezeigt hat. Also er rennt nicht, aber er geht schon direkt los. Hey, Entschuldigung. Was macht ihr da? Das ist der falsche Weg, wir müssen da lang. Das ist jetzt ja mal ein bisschen scheißegal, Freundchen. Es wurde hier ein kleines Mädchen, hat ihre Mutter vielleicht verloren. Ist gar keine Frage, ob wir jetzt nach rechts oder links gehen. Wir kommen jetzt hier lang und zack, zack, fertig. Ja, aber einen Moment mal. Und ich zeige auf das Mädchen. Sag, wo kommst du denn her, dass du hier gelandet bist? Wir wollten diesen Wettbewerb angucken und dann über die Passage und da konnte man nicht durch. Also sind wir weitergegangen und hier gelandet. Und sie schaut sich in der Gruppe um und erblickt Kane und steht auf und läuft auf dich zu. Weiß nicht warum, aber ich vertraue dir. Kannst du mir helfen, Mama zu finden? Unser kleiner leuchtender Freund ist schon vor. Wir müssen einen Umweg machen. Wir müssen dringend die Mutter dieses kleinen... Wie ist dein Name, Kind? Mama sagt, ich darf meinen Namen nicht sagen. Dann nennen wir dich Prinzessin. So, wie unser Freund. Ja. Also komm, Prinzessin. Wir retten jetzt deine Mama. In die Richtung. Ja. Ich würde sie mitnehmen. Ich lasse sie nicht mit Gore und den drei Raufbolden und mit Blondie alleine. Schau aber eindringlich zu Is, was immer ihr Schuld einfordert, bin ich bereit zu bezahlen. Isir. Aber wir brauchen jetzt eure Kenntnisse dieser Tiefen. Jetzt. Nun gut, auch wenn ich das Problem nicht ganz nachvollziehen kann, können wir gerne einen Umweg gehen. Solange ihr auf euch aufpassen könnt. Wenn eure Mutter hier in der Höhle wäre, ihr würdet mindestens genauso schnell hinterhergehen. Und das trifft jetzt für nicht alle hier in dieser Gruppe, was Tuck gerade sagt. Und es ist wahr. Los, Tuck. Ab dafür. Ich gehe Wut in Brand. Ich stapfe schneller vor. Folge ihm mit der Kleinen. Ich werde die Kleine hoch auf einen Arm und jetzt kommt sie nicht mit und trage sie. Ich hake mich bei Nepp ein und sage, oh, schöner Ausflug. Und dann suchen wir doch mal die Mutter dieses Mädchens. Ich glaube übrigens, dass sie tatsächlich die Wahrheit sagt, weil sie kann nicht, also wenn sie tatsächlich irgendetwas aus dieser Höhle ist, dann kann sie doch nicht einfach wissen, dass der Pass unbegehbar ist und dass es ein Schauspiel gab. Ich denke, sie sagt die Wahrheit. Mal also unser bergelfischer Freund auch jegliche Lüge anscheinend zu durchschauen vermag und bei ihr ist ihm nichts aufgefallen. Ja. Ich garantiere euch, sie sagt die Wahrheit. Ja, sieht so aus, als würden wir diesmal unsere eigene Geschichte schreiben. Vielleicht können wir die ja irgendwann mal zum Besten bringen. Aber ich vermerke mir auf jeden Fall ein paar Sachen, die passieren einfach in meinem Buch, nur damit ich mich später auch dran. Euch was fragen als Gruppe? Klar, kannst du das tun.
Ha, 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 ha. Ist der Tod für euch etwas Schlimmes? Gegenfrage. Gibt es in eurem Kartenspiel auch eine sogenannte Uno-Reverse-Card, die ihr vielleicht jetzt ziehen könntet? Ich weiß leider nicht, wovon ihr spricht. Schade. Aber weichet bitte nicht meiner Frage aus. Der Tod ist der Tod, nicht wahr? Ein Teil eines Kreislaufs. Und so wie wir das Leben genießen in allen Zügen und das Leben uns zusammengeführt hat als diese Gruppe, die fünf, die vor euch stehen, so wissen alle auch um ihre Sterblichkeit in dieser Truppe. Und im Moment sind alle fünf, die ihr hier seht, gewillt, diese Sterblichkeit für eine fremde Frau aufs Spiel zu setzen, nur damit die Prinzessin hier ihre Mutter wieder hat. Wisst ihr was? Lass mich vorgehen. Ich denke, das wäre. Und ich drück dich so leicht, an der Schulter, und als ich dich berühre, leuchten meine Augen wieder komplett golden. Ich verstehe. Dann lasst uns fortfahren. Kannst du ihn nicht dauerhaft anfassen und als Scheinwerfer deine Augen benutzen? Guck, du bist unser Scheinwerfer. Ah, okay. Ja. Und ich gehe jetzt an der Spitze voran. Hm. Und ihr lauft ein Stück und das Mädchen läuft so in eurer Mitte, aber sie geht trotzdem so einen halben Meter von euch entfernt. Sie ist sehr ängstlich. Also ihr merkt, sie ist froh um die Hilfe, aber sie hat trotzdem Angst. Sie scheint wohl etwas schon einige Stunden hier alleine zu sein und ist sehr vorsichtig. Ich würde, wenn ich kann, ihr einfach nebenbei, sorry fürs Unterbrechen, so Geschichten von so Prinzessinnen oder so erzählen. Also die kinderfreundlichsten Geschichten, die ich so auf Petto habe, würde ich einfach nebenbei ein bisschen erzählen, um sie zu beruhigen. Okay. Und sie hört auch zu und du siehst auch ab und zu, wie sie ein bisschen lächelt und dann wieder sich umguckt und Angst hat. Ich wirke Calm Emotions auf sie, während ich sie trage und lasse... Du trägst sie nicht. Achso, ich habe gedacht, ist sie wieder runter? Nee, sie hat dich, ist nie auf deinen Arm gegangen. Okay. Ich wirke Calm Emotions, ohne dass ich sie trage, während Nep tatsächlich die Geschichten erzählt, wandern die Krallen absolut uncalm eigentlich über ihren Kopf und es ist ein leises, durch die Zähne hörendes und sollte sie zumindest vom Zustand des Trauers oder Panik beruhigen. Und du siehst, wie sie den Geschichten zuhört und so ihre Tränen so wegwischt und es ist ein bisschen besser. Lauft weiter diesen engeren, schmaleren Gang. Es wird immer dunkler, als sich eure Begleiter sagen. Also ich weiß nicht, warum wir jetzt hier entlang gehen müssen, denn wenn dieser andere Weg doch hinausführt... Man geht den anderen Weg, Gor. Ich gehe auch wütend zurück und sage, jetzt hör mal zu, du Flitzpiepe. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kommst du jetzt hier mit und schweigst einfach, oder du kannst hier stehen bleiben in der Dunkelheit und wartest, bis wir dich nachher wieder abholen, ne? So, aber wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Jetzt hör auf zu jammern. Meine Güte, hör dir mal selber zu. Dann warte ich hier. Gut. Und er schaut dich an, Liasi, und ist so, bleibst du mit mir hier? Und ich gehe ein paar Schritte vor, lege meine Hand an seine Wange. Ich muss das jetzt wirklich hier mit dem Mädchen erledigen. Aber bleib ruhig hier. Ich werde auf jeden Fall zurückkommen und dich hier wieder rausbringen. Ich verspreche es. Und sein Herz schlägt hörend und er nimmt deine Hand und ist so, ich werde auf dich warten. Ja, und er nimmt deine Hand und lässt sie gehen. Übergebe mich in der Höhle. Pass auf dich auf und warte so lange, wie es geht. Ich nehme Liasi, wenn sie ein bisschen weggetreten ist, von ihm und sagt, ich hoffe, du hast ihm irgendeinen Monsterköder in die Tasche gesteckt. Das würde unter unserem Credo nicht fallen. Das würde ich nicht als wir töten jemanden sehen, sondern das Monster tötet ihn. Wenn wir uns vorbereiten wollen, bevor wir was auch immer da bekämpfen, sollten wir wahrscheinlich bald unsere Zaubersprüche sprechen, falls ihr welche zur Vorbereitung benötigt. Also, ich ziehe meine Bandagen über die Fingerknöchel.
Mehr nicht. Um das jetzt vielleicht, ich glaube, jetzt ist gerade ein guter Moment, um das einmal loszuwerden. Wenn ihr Kämpfen gegen Monster sagt, meint ihr da so, wie wenn man eine Stadtwache ablenkt und danach wegläuft? Oder? Ihr seid doch Bade, richtig? Ja, ich weiß, wie Kämpfe für gewöhnlich aussehen, aber ich weiß, dass ich kein Kämpfer bin. Beschreibt sich fantastisch. Epen gehört über verschiedene Gruppen, die Oger bekriegt haben, über den Krieg der Götter untereinander, über Drachenschlechter. Und am Ende stirbt immer eine Partei. Die Ritter, die nach vorne gehen, und also die Helden für gewöhnlich. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn jemand endlich meine Geschichte über einen Faun schreibt, der an vorderster Front steht mit offenem Gewand und großem Schwert in mehrerlei Hinsicht. Aber leider gibt es diese Geschichten nicht, da wir Faune für gewöhnlich eher hinten stehen und diejenigen sind, die die Geschichten am Ende erzählen. Weshalb es dann vielleicht doch sinnvoll wäre, wenn wir vorher sowas wie Aufgabenverteilungen und so machen. Ich schreibe sehr gern, was passiert und unterstütze euch so gut ich kann. Aber ich möchte nur anmerken, dass ich niemand bin, der ganz vorn steht und vom Drachen Udem getroffen wird oder was auch immer. Das ist ein sehr fairer Punkt und ich denke, es wäre auch wichtig, gerade weil ich euch nicht wirklich kenne und ihr mich auch nicht, wenn wir zumindest die Rolle im Kampf besprechen könnten. Zumindest grob, wie unser Faunfreund hier gerade vorgeschlagen hat. Gut, ich glaube, Monster tot, Frau wird gerettet, fertig. Klingt solide. Das ist so ziemlich okay. Unser Skript. Ja. Okay, wenn ihr dem Skript folgen wollt, dann so bin ich bisher gespannt, immer. Wie das Theaterstück ausgehen wird. Also, ich habe in meiner Lebzeit auch schon das ein oder andere Stück gesehen und es wird nie langweilig. Glaubt mir, so wie unsere Stücke war das noch nie. Wir sind krass. Wir sind krass. Nein, glaub du mir, ich habe bereits alles gesehen. Okay. Bei deinen Augen? Elfenleben lang, wir haben es verstanden. Ja, natürlich. Sind wir mittlerweile schon weiter weg von den Lappen? Ja, die habt ihr mittlerweile hinter euch gelaufen und ihr lauft immer tiefer in diese Höhle rein. Und die, und die haben kein Licht? Die chillen da, die haben einen Rucksack mit einer Fackel und warten, aber die haben gar keinen Bock weiterzugehen. Als ihr vom Kämpfen und so angefangen habt zu reden, waren die raus. Ihr geht immer weiter, diesen Gang hinunter und es werden immer weniger von diesen fluoreszierenden Pilzen. Das Licht wird immer schwächer und irgendwann ist Borkarts leuchtende Rüstung das einzige Licht in dieser kleinen Höhle. Der Gang ist sehr schmal und irgendwann kommt ihr gehen die Gänge auseinander und es wird etwas weiter. Und wer von euch hat Darkseid? Mauki. Alle außer Nip? Wow. Ich glaube tatsächlich. Aber Dark Vision hält auch nur 30 Fuß oder so. Also wir sehen auch nicht weiter als das Licht von Borkarts. Fan hat auch keine Dark Vision. Okay. Und ihr seht, alle, die Dark Vision haben, sehen in so. Also, aber. Ne? Aber 60 Feet? Okay. Ja, bis in 60 Fuß Entfernung eine junge, blonde Elfenfrau. Sie ist an Ketten, wie es scheint, festgebunden, aber kein großes Monster, auch keine großen Monster-Fußstapfen oder irgendwas in der Richtung. Ich caste Detect Magic und kann jetzt jede Magie ich glaube 30 Fuß um mich herum wahrnehmen, 30 oder 60. Mhm. Ich bleib sofort stehen und halte den anderen zum Stoppen ein und sag, irgendwas kann hier nicht stimmen. Mädchen, du meintest, ein großes Monster hat deine Mutter entführt. Da ist meine Mama und sie rennt vor. Oh Gott. Zu ihrer Mutter. Wir versuchen sie festzuhalten. Sie rennt vor. Ja. No Ach chance. Du Scheiße. Ja, Izzy, du castest Detect Magic, aber. Nothing magical? Nothing okay. magical. 30 Fuß um dich herum, ja. Dann, bevor wir dem Kind hinterherlaufen, caste ich Fire Shield auf einem höheren Level. Ich will es nicht callen, aber auf einem höheren Level als sonst. Ich will es nicht callen. Rasch mal die Spielleitung mit meinen 60.000. Mann, was wollt ihr denn? geht es auf alle oder nur auf einen? Ihr seht, wie ich meinen Quarterstaff nehme und ihn wirbel, bis die Spitzen auf einmal anfangen zu brennen und die Flammen sich um mich herum stülpen und jetzt zusätzlich dieser transluzenten Aura von der Hütte auch noch Flammen um mich herum wirken. Wow. Alles klar, hey, Gandalf. Gandalf. Ich glaube, der Balrog kommt gleich. Gehört, der Ähnliches konnte wie er. Sein Name war Aang und er war der Avatar.
Ich kaste Windblast. Ich will den anderen. Ich rufe zu Bockert im vollen Namen. Ja. Bockert? Ja! Los! Aber wie kommen die Ketten an die Frau, wenn ich das Monster weiß. So groß ist? Ja, da kann was nicht stimmen. Ich weiß. Behaltet die Umgebung im Auge. Ja. Und ihr seht, wie das kleine Mädchen bei seiner Mama ankommt und versucht, ihr zu helfen. Und die Mutter hebt den Arm, aber ist festgebunden. Und Hilfe! Kann jemand Mama hier losmachen? Bock, wenn du willst. Ich bin direkt hinter dir. Ja, ich renne trotzdem los. Auch wenn ich ein mulmiges, ungutes Gefühl dabei habe. Aber der Instinkt, die Intuition, ich stürze auf die Ketten und probiere sie. Ich glaube, ich habe kein Diebeswerkzeug. Nee, habe ich nicht. Da möchte ich jetzt tatsächlich Fan, die unsere Schlossexpertin ist. Ja, ich kann es vielleicht aufspringen. Also das sind einfach nur Eisenketten. Moment, ist was? Bockert rennt hin. Du rennst auf sie zu und sie zeigt dir so diese schweren Eisenketten, die an ihrer Hand sind, und sie schaut dich mit einem hilflosen Blick an, und als du dich runterbeugst, um die Ketten zu lösen, greift sie um dich, nimmt deinen Kopf, reißt ihn auf Seite und beißt in deinen Nacken. Oh mein Gott! Ihr dürft jetzt alle Initiative rollen, liebe Freunde. Ich schreie ganz laut. Okay, dann machen wir das Map-Overlay, ne? Ja. Leider. Easy, ich hab leider keine Map für euch heute. Ist nicht schlimm. Alles klar. Das ist vollkommen okay. Mind Eye Theater. 22. Ja, was ist dein zweiter Charakter? Isir und Nebris müssen noch würfeln. Ich hab eigentlich schon gewürfelt. Wir haben ach, 14. Im D&D Beyond. Ja, D&D Beyond ist am meisten. Mach das dann, ist es direkt mit drin. Wo habe ich denn hier? Ich habe noch nie Beyond benutzt. Ach, da. Initiative oben. Oh, eine solide 8. Nice. Ja, ja. Ist das eine 8 auf Stufe 20 oder wie sieht das aus? Ich hasse Mauki. Ja, 22 bei mir. Also du hast, glaube ich, alle, oder? Ja, ich habe alle. 22. Bock. Und Bockert, erstmal bekommst du Schaden. Was? Du kriegst 8 Piercing Damage und 9 nekrotischen Schaden. Oh, 17. Und wirst noch festgehalten. Und mittlerweile ist diese wunderschöne Elfendame verwandelt sich zurück. Und du siehst eine blasse Haut, lange Spitzzähne und lange schwarze Haare. Ein Vampir, wie es scheint. Sie hält mich gerade so? Sie grappelt dich gerade und hat in deinen Hals gebissen. Kann ich, wenn sie so ist, einfach hier hinschlagen? Mehr bleibt mir in dem Moment, um irgendwie wieder loszukommen? Als nächstes bist du dran und du kannst deine Action benutzen, um dich loszureißen. Ah, aber dafür würde ich eine Action, also es wäre eine Action, um mich loszureißen. Ich glaube ja. Es ist eine Action, wenn du einen Grapple befreien willst, ist ein Contest. Ja, dann benutze ich einmal das. Also einmal meine Action, um mich irgendwie loszureißen. Dann ich würde es halt so machen, dass ich hier ins einen Strength-Check machen. Mache ich. Immer wenn es einen Strength-Check gibt, kann ich auch Dexterity machen. Also mache ich Dex. Ist korrekt, nicht wahr? Ja. 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 Kritischer Fehlschlag. Du versuchst dich loszureißen, aber sie hat dich komplett in ihrer Hand. Ich glaube, das beendet deinen Zug, wenn ich mich nicht irre. Du bist gegrappelt, du kannst nichts weiteres machen. Wenn es nicht mein Leben beendet, bin ich sehr zufrieden. Du hast den Schaden, hast du dir aufgeschrieben. Und als nächstes ist das kleine Mädchen dran, die und wegrennt und sich versteckt. So, ich dachte schon. Die beißt mich auch und alle beißen mich. Liasi, du bist als nächstes dran. Das heißt, wir sehen wirklich nur diese Frau, ja? Ihr seht nur diese Frau, ja. Die Borkhardt gerade festhält und ihn gerade gebissen hat. Ja, schade. Dann mache ich da einen Hex drauf. Das heißt, ihr seht, wie ich meine Hand hebe, an meinen Fingerspitzen so leicht Magie flimmern kommt und über diesem Vampir so ein Zeichen entsteht,
Ich habe sie jetzt markiert und sie wird jetzt mehr Schaden von mir nehmen. Mhm. Und da das ja nur eine Bonusaktion ist, werde ich jetzt auch einen Witchbolt auf die gute Dame casten. Mhm. Wenn ich denn treffe! Ich hänge wie so ein Schutzschild vor ihr, nicht wahr? Hm. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, aber ich treffe wahrscheinlich eh nicht. Das ist eine 14, also ich weiß nicht, ob du das siehst. 14 zum Treffen? Ja. Trifft. Juhu! Die Vampirin, nicht mich. Die Vampirin, ja. Nicht dich. Ein wichtiger Unterschied. Das wäre eine 17 plus 2, also 19. Schaden? What? Ja. Oh mein Gott. Ja, du, Liasi hebt ihre Hand, verzaubert einmal diese Vampirin und dann aus ihrer Hand kommt magische Energie, die wie ein Blitz in die Vampirin eintrifft und sie kriegt guten Schaden. Isia, du bist dran. Hab's euch doch gesagt. Und ich caste Mindspike auf den Vampir. Mhm. Du musst einen Wisdom Saving Throw machen als Vampir. Der DC ist 17. Wisdom. Eine 1. Okay. Plus 3, 4. Wie viel Schaden? Also er kriegt jetzt ganz starke Kopfschmerzen in Form von 23 Points of Damage. Und ich weiß jetzt seine Location für die nächste Stunde, egal wo er ist. Das ist cool. Als meine Augen sich wieder golden öffnen, ich hab's euch doch gesagt, leide. Und die Kreatur nur Psychic-Schock bekommt. Und sie hat Borkert in der Hand und hat reingebissen und sie schreit auf. Borkert schreit mit. Du bist dran, danach Nebris. Nee, Nep ist vor Isia noch dran gewesen, glaube ich. Wir haben Nep übergangen. Nee, Nep hat... Ach, was hast du für eine Initiative gehabt? 14, oder? 14. Achso, die dann war er vor mir. Jungs, kein Problem. Upsi, Daisy, sorry. Ist kein Ding. Dann ist jetzt Nebris dran. Ich bin komplett überrascht von dem, was passiert, logischerweise. Und das Erste, was ich mache, ist rufen. Wieso seid ihr alle so schnell in der Lage, darauf zu reagieren? Wollen wir erstmal darüber reden, dass da gerade ein verdammter Vampir in dieser Höhle ist? Ich kenne die sonst nur aus Büchern. Bock, du schaffst das schon. Und ich wirke Bardic Inspiration auf Bock. Und Bock kriegt für seinen nächsten Attack oder Ability Check einen D8 dazu, den er zusätzlich würfeln kann. Aber ansonsten kann ich erstmal nicht so viel machen, weil Kämpfen ist echt nicht mein Ding. Und ich bin gerade eher ein bisschen eingeschüchtert, als in der Lage, da irgendwas zu unternehmen. Außer Bock anzufeuern. Ich mach so einen Daumen. Ah. Geht schon. Ja. Und Kane, du bist dran. Dann dreht sich Kane zu Nep um und ruft, dann kümmere dich bitte um die Kleine. Und ich zeige ihr auf die Richtung, wo die das Mädel sich hin versteckelt hat. Und dann siehst du seine Finger wieder überkreuzt von beiden Händen, dann diese Finger jeweils nochmal überkreuzt, die Finger öffnet und durch das kleine Hashtag hindurch ein strahlend weißes Licht anfängt, mit dem er auf die Vampirin zielt und einmal Guiding Bolt auf Level 3 gegen sie schießt. Ein greller Strahl Radiant Damage, der mit einer 10 nicht trifft. Nicht trifft, nein. Schade. Ja, ihr seht, wie Kay ein Hashtag macht und daraus einen Lichtstrahl lenkt. Allerdings ist er so, nun, überwältigt von dieser Situation, dass er nicht trifft. Er zielt daneben und in der Wand brockeln ein bisschen was ab und der Vampir dreht sich um. Fluch auf Infernal. Und der Vampir schaut dich an, Borkert. Und du musst einen Intelligence Saving Throw machen. Mit Disadvantage, weil sie dich schon gebissen hat. Wie? Disadvantage? Was mache ich da? Zweimal würfeln zweimal, und den niedrigen genau. Würfeln. Zweimal und das Schlechteste. Genau, Intelligence Saving Throw. Dafür dürftest du auch den einen Bardic zusätzlich nehmen, ja, wenn du genau möchtest. Ja, aber würfeln wir erstmal zweimal. Gott, oh Gott. Oh oh. Heute ist anders schlecht. Das ist eine 8. Kommt da noch was drauf? Ich würde die Bardic Inspiration, das anfeuernde Gebrüll von Nep in diesem Moment überflügelt mich und einen D8, ja? Mhm, ja. Auf die 8 drauf. Einen und D8. Zack. Ja, mit
Ja, dann nehme ich den zweiten. Ja, dann nehme ich aber den zweiten Wurf, den ich gemacht habe, das war eine 13. Ja. Nee, du musst das Schlechtere nehmen. Disadvantage. Ja, stimmt ja. Das ist ja schön. Das ist aber schön. Ja, das nehme ich. Ja. Das ist schön. Und die Vampirin hält dich in der Hand, hat sich gebissen. Sie streckt ihren Kopf nach vorn und blickt dir tief in die Augen. Und du bist schockiert und sie gibt dir einen tiefen Blick. Ihre Augen werden komplett schwarz, deine Augen werden komplett schwarz und du spürst, wie eine Kraft sich durch deinen Kopf bohrt und du erhältst 37 Schaden. Wie bitte? Psychic Moment. Damage, falls das was ausmacht. Ich sacke wie ein lebloser Kartoffelsack zusammen. Ja. Ah ja. Ihr seht, wie diese Vampirin ihn anschaut und er ohnmächtig wird. Sie ihn auf Seite wirft und aufsteht und euch allen einen Schritt entgegenkommt. Ich meine, wenigstens leuchtest du auch, wenn du bewusstlos bist. Hübsch, ja. Nee, der Spell ist abgeklungen. Bockert. Ich seh gar nichts mehr. Bockert, du musst jetzt einen Death-Saving-Throw machen. Ja. Klicke ich da drauf? Mhm. Auf eine W20, also, oder gibt es einen Death-Failer? Okay, das ist jetzt das erste Mal, was mache ich? Einfach einmal würfeln. Ein D20 einfach. Ja. Über 10 ist ein Success, unter 10 ist eine Failure, ein 20 ist ein Critical Success, dann kriegst du direkt 2 Successes, du musst 3 schaffen, eine 1 ist kritischer Fehlschlag und du kriegst direkt 2 Failures. Nee, bei einer 20 bist du direkt wieder lebendig. Bist du direkt bei einem Lebenspunkt, genau. Also, wenn das lief bisher so gut, was soll jetzt schon passieren? Nicht, oder? Da ist die 20, komm schon, da ist sie. Da haben wir eine 12. Okay, das reicht. Erstmal hast du eine 12, du kannst dir also einen Success anmarkieren. Und das kleine Mädchen ist dran und sie macht nichts, außer weiter zurückzugehen und sich zu verstecken. Liasi ist dran. Liasi? Ja, danach Nebris. Gut. Liasi schaut Nebris an. Hör auf, dich jetzt anzustellen und reiß dich zusammen. Ich sehe nichts. Aber man hört schon an meiner Stimme, dass ich selber auch erschüttert bin. Aber versuche mich irgendwie noch zusammenzureißen. Und ich schaue wieder zurück zu diesem Vampir, wo gerade der arme kleine Bogart auf dem Boden zusammengeklappt ist. Ich hebe meine Hand und ich versuche, Glocken aus dem Nichts herbeizuzaubern, die in der Nähe von dem Vampir anfangen zu scheppern, und caste Toll of the Dead. Das ist ein Wisdom Saving Throw Move. Du musst über 14 kommen. Die würfelt echt schlechte Wisdom Saving Throws. Eine 4, also eine 1 hat sie gewürfelt. Ja, das ist okay. Ich hätte nämlich dir eigentlich noch sagen müssen, dass du auch ein Disadvantage auf Wisdom Saving Throws wegen Hex haben würdest. Nicht geschafft. Aber das hat es dann. Gut, dann kriegst du einen Toll of the Dead. Und zwar mit 2d8. Das sind 14. Hm. Genieße es. Der Vampir hört dieses Scheppern und schreit, aah! Spuckt Blut und fällt ohnmächtig auf den Boden. Ja, ich sprinte zum Halbling und caste Cure Wounds auf ihn. Warum helft ihr eurem Freund nicht? Weil ihr schneller hingeschreitet seid. Ich sehe immer noch nichts. Ist der Vampir noch da? Ja. Ist der Vampir noch da? Also. 11 HP zurückgebe. Yeah. Ich würde, weil ich den Vampir nicht sehe und auch nicht sehe, dass Bock down gegangen ist, wieder nach Bock rufen und versuche ihn anzufeuern. Bock, ich weiß, du bist noch nie in einem Kampf wirklich zu Boden gegangen. Du schaffst es auch dieses Mal. Ich glaube an dich. Und ich würde nochmal versuchen, Bardic Inspiration zu casten. Ins Nichts. Oh, gut. Sind wir aus der Initiative raus? Ja. Die neben Isir, wir helfen unserem Freund. Ihr seid sehr übereifrig und das kommt nicht auf die Liste. Ihr schulden euch noch was. Ich hätte mich schon darum gekümmert. Ja, so ist das also. Nun gut, wie Bock, schön. Du bist übrigens auch wieder lebendig und hast 11 HP. Ja, ich habe wieder 11 HP geheilt. Als du eine... Du spürst eine Wärme in deinem Körper, die dann sehr kalt wird.
fast so wie ein Todeshauch, als aus meiner Hand heraus ein dunkles Flimmern geht und in deinen Körper pulsiert, so boom, und dich wieder nach vorne holt. Ach, wo, was, wo ist sie, wo, ist sie, Leute, geht, wo, ha? Ich war kurz weg, ist alles okay? Bei dir alles okay. Warum ist so dunkel, wo ist Nep, wo ist Lia, wo ist Finn? Moment, ich caste wieder Light auf dich, als du fragst, warum ist so dunkel. Es wird so langsam wieder hell. Nep steht gerade mit den Rücken zu den anderen da und ruft die Wand an und steht so in der Boxposition, als müsste er sich gleich gegen irgendwas wehren, aber das ist nicht. Da ich ja auch Dark Vision habe und jetzt nicht unbedingt Licht gebraucht habe, renne ich aber trotzdem zu Bock hin und knie mich auch neben ihn. Geht es dir gut? Ich sah nur, wie du zusammengeklappt bist. Wie geht's dir? Ich weiß nicht, ich hab hier, die Bisse sind noch da. Also, du siehst noch hier so den Abdruck, ja. Ja, dieses verfluchte Frauenzimmer hat mich hier gebissen. Oh, sieht schlimm aus? Ist genau nein, da. Nein, es steht dir. Es sieht schon echt furchtbar aus. Also ich würde das auf jeden Fall in der Stadt mal überprüfen lassen. Ein schöner Häuptling entstellt nichts. Wir können vielleicht noch eine kleine Linie drunter malen, dann ist es ein kleines Gesicht und dann sieht es gut aus. Habe ich schon mal Geschichten von so Vampiren und Kämpfen mit Vampiren gehört, dass ich wüsste, dass das auch gefährlich sein kann, wenn man von einem gebissen wird? Nein, du hast davon nichts gehört. Und ich? Weiß mein Charakter das? Also du weißt, der Vampir ist tot und alles, was da gewirkt hätte, ist jetzt durch. Ist dann vorbei so. Ja. Ich würde mich direkt zum kleinen Mädchen machen, weil die ist ja immer noch eingeschüchtert irgendwo. Haben wir denn gesehen, wohin sie gelaufen ist? War noch nicht, bevor Burkhard umgefallen ist. Ich glaube, sie ist einfach nur in eine Ecke gerannt, oder? Stecken oder so. Deswegen, also wenn dann... Wir sehen ja jetzt wahrscheinlich auch, weil das Licht wieder angeht, zum ersten Mal die Höhle so richtig, außerhalb von dem Vampir und den Ketten und so. Das heißt, wenn ich das Mädchen nicht direkt sehe, würde ich mich halt einmal umschauen, ob ich das kleine Mädel irgendwo sitzen sehe. Du schaust dich um und du siehst, dass sie sich in die Ecke reingekauert hat und jetzt vorsichtig versucht aufzustehen und näher kommt. Was ist mit Mama passiert? Das war nicht deine Mama. Das war... Doch, das war Mama. Nein, das war nicht deine Mama. Sieht der Vampir jetzt anders aus? Ich schaue mir auch mal den Vampir an. Also am Anfang war es so eine Elfenfrau und jetzt ist es nur noch ein Vampir mit langen schwarzen Haaren. Und, okay. Das war nicht deine Mama. Das war ein böses Monster, was sich verkleidet hat. Aber jetzt ist alles gut. Deine Mama ist nicht hier, aber wir werden sie finden. Alles wird gut. Ich weiß nicht, wo lang. Was ist hier? Ja, wenn wir weiter hier bleiben, noch mehr solcher Dinge. Wollen wir zurück und den richtigen Pfad nehmen? War das so etwas, was deine Mama mitgenommen hat? Hast du gesehen, was deine Mama mitgenommen hat? Was meinst du mit Mama mitgenommen? Welches Monster ist? Nicht bleiben. Ein großes Monster, habe ich doch gesagt. Ein großes. Also nicht so. War sehr groß. War Mama schon immer so? Nein, das wüsste ich. Ein Mann, nein. Ich durchsuche mal die Vampirin, die da liegt. Mach einen Investigation, was ist es? Ja, Investigation. Doch, Investigation ist es schon. Mit Nachteilen. Dann wird es wohl die 5, weil besser. Ach stimmt, du bist ja exhausted. Ah, es wäre, guck mal, es wäre eine Natural 20 gewesen. Wow. Ja, ich gucke nur so mal drüber. Kopfweh und die Kleine. Du greifst rein und du findest nicht viel. Also, er trägt nur Kleidung, aber trägt nichts Wertvolles oder Ähnliches bei sich. Genau. Sie ist jetzt eindeutig vampirig, monströs verzerrt. Okay. Gut. Gibt es von hier aus Wege weiter in die Tiefe? Nein, es ist einfach nur diese. Es ist wie eine Sackgasse, in die ihr gerade reingelaufen seid. Okay. Wir müssten wieder zurück und dann den Pfad nehmen, den wir ursprünglich hätten nehmen sollen. Aber wo ist dieses Monster, was ihre Mutter gestohlen hat?
Nein, Mama. Nicht hier. Nicht wieder zurückgehen, bitte. Ja, genau. Wir sollten einen anderen Weg suchen. Vielleicht ist einer der Wände ein bisschen dünner. Dann können wir vielleicht... Kann Bock da einfach gegenlaufen und... Nein. Vielleicht kann ich das erstmal nicht. Und ich probiere meine Wunde auch noch ein bisschen zu desinfizieren, dass ich nicht da irgendwie Todesfaulung bekomme. Das, wie geht es dir? Den Umständen entsprechend. Wie kleine Nadeln, die krallen an deine Schläfe, und ich heile dich auch nochmal, damit es dir nur ein bisschen besser geht, mit einem Cure Wounds auf Stufe 2. Komm, da muss eine 2 rein. Ja, ein Cure Wounds Stufe 2. Und du bekommst nochmal 15 Trefferpunkte. 15. Nice. Geil, danke. Ich drück dein Handgelenk fest. Ich habe Nepp gehört, als ich weg war. Irgendwie hat er zu mir. Vielleicht bin ich wegen ihm wieder da. Wahrscheinlich sogar. Patsch, patsch. Ja. Nepp kann manche Wunder, wenn er nicht mit Wänden redet. Ich stehe gerade vor der Wand, guck wieder runter an meinen Nepp und sag, okay, so langsam müsstet ihr mir echt sagen, wo wir hin müssen. Wir sind hier unten ein bisschen... Was? Ja. Manchmal ist er ein bisschen zu selbstverliebt für seine... Ich meine, er ist gut gebaut, das muss man sagen. Aber redet er mit seinen Brusthaaren? Jedes Mal. Und die hat mich komisch gesagt, weil ich Karten gezogen habe. Also, apropos Karten, das ist ja ein Doppelstandard. Du bist ja ein Deck der vielen Dinge, möchte man fast sagen. Hast du zufällig noch eine andere Karte in deinem Ärmel, die uns vielleicht zeigt, wo ein großes Monster unter dieser Erde... Also kannst du etwas spüren mit deinen Leuchteäuglein, das uns irgendwie sagt, wo... eventuell das große, fiese Monster hier erwartet, das diese kleinen... Spüre ich das, Anni? Oder weiß ich das irgendwie? Also, keine Ahnung. Du spürst die Anwesenheit von einem starken Fiend. Bock. Einem Fiend. Ei. Achso, nee, ich nicht. Fiends sind Teufel, ne? Yes. Nur als Frage, hat das irgendwelche Auswirkungen, dass ich so Nahtoderfahrung hatte? Also ist das irgendwie, habe ich jetzt schlechte Würfe? Nö, gar nicht. Also nicht, aber also du bist bestimmt ein bisschen mitgenommen davon, dass du so rausgenommen wurdest direkt. Ja, gut. Du hast jetzt panische Angst vor Vampiren. Ja, klar. Ist dieser Fiend meiner Einschätzung nach zu viel für diese Gruppe? Er ist sehr stark, ja. Ich spüre nichts, nein. Ehrlichkeit ist mir wichtig. Wie Sie. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich weiß leider, wie gesagt, auch nicht genau. Ich nehme diese Passage auch nicht täglich. Es war ein Versuch. Und was jetzt? Dann müssen wir auf gut Glück den Weg finden. Das heißt, wir sind wirklich in einem, praktisch in einer Rondellhöhle, wo gar keine Auswege mehr sind. Und das Einzige, was wir tun können, ist tatsächlich zurückgehen, ja? Nein, nicht zurückgehen. Das war doch so eine Gabelung, oder nicht? Und am Anfang, die Gabelung war da, wo ihr hättet rausgekommen, aber das Mädchen hat gesagt, das Monster ist da reingelaufen. Genau, das heißt, wir müssen also basically einfach dem... Okay, wir müssen nicht ganz weit zurück, wir müssen nur in die Stadt. Nein, nicht in die Stadt. Wir müssen Mama finden, sie ist hier. Ja. Wir sind in den Weg gegangen, den du uns gezeigt hast, und hier ist... Und sie schaut dich an. Kane, mach ein Wisdom Saving Throw. 18. Ja? Bleib hier. Du hast ein starkes Bedürfnis, hier zu bleiben. Kannst dich aber gerade noch zusammenreißen. Merke ich, dass das Bedürfnis nicht von mir auskäme, weil das Bedürfnis wäre von mir ausgekommen. Ich habe ja vor, die Mutter zu suchen. Also merke ich, dass sie mich gerade charmen will? Sonst hätte sie das nicht machen müssen. Ich bleib hier. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du merkst es nicht. Aber ich kann mich... Also, ich wehre mich gegen den Willen, hier zu bleiben. Also, sie sagte, dass du hier bleiben möchtest. Und du merkst, dass du... Also, es wäre ein Charm-Spell, der wirkt. Aber der wirkt nicht. Wenn dein Charakter sich aber so entscheidet, dann kann dein Charakter bleiben. Wenn ich... Also, genau. Also, ihr seht Kay hin und her gerissen und schaut sich die Kleine an. Geht jetzt auf ein Knie runter und blickt ihr in die Augen, ins Gesicht, auf die kleinen Hörnchen. Und wirkt Detect Good or Evil. Oh oh. Das musst du was rollen? Ganz ein Zauber. Nee,
Spürt das einfach. You know of an aberration, celestial, elemental, feint or undead in 30 Fuß. Die spüre ich jetzt. Und du spürst ein Fiend in 30 Fuß Umgebung. Hi. Achso. Wärst du gern. Ich spüre mich dabei immer selbst. Das ist total verwirrend. Sieht man das, dass du das castest, oder ist mehr so ein passives Ding? Wenn du auf sowas achtest, als ebenfalls Caster und als Cleric, glaube ich, ne, dann siehst du tatsächlich, dass die eisblauen Augen für einen ganz kurzen Moment weiß werden. Und das war's. Es ist tatsächlich nur ein weiß werden und vielleicht bewegen sich die Krallen wieder übereinander zu einem Kreuz. Das ist eher eine kleine Geste und dann starre ich das Mädchen an. In 30 Umkreis ein Fiend. In 30 Umkreis spürst du ein Fiend, ja. Ja, ich stehe auf, gehe ein wenig rückwärts und versuche zu sehen, es ist die Kleine hat Fiendblut in sich, die Kleine ist irgendwie Fiend. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir ihr helfen. Ich auch. Wir können auf gar keinen Fall ein kleines Mädchen hier zurücklassen. Schau zu Lee. Ich auch. Ich schaue überrascht zu Lee und nicke dann. Ja, was Lee sagt. Wir müssen irgendwo in dieser Höhle. Du bist dir sicher, Kleine, dass das Monster sie hierher geschleppt hat? Sie ist auf jeden Fall hier. Und ich denke, sie wird auf jeden Fall die Wahrheit sagen, denn... Wie heißt... Dein Name hast du nicht verraten, richtig? Wie habt ihr sie genannt bislang? Prinzessin. Okay, spüre ich, dass die Aura des Fiends von der Kleinen ausgeht oder spüre ich nur so eine generelle Misspräsenz? Okay. Kommt schon von der Kleinen aus. Okay. Ich würde in der Zeit die Vampir-Überreste, also die, ne, die Vampirin, die da hängt, untersuchen. Und mal ganz kurz checken, weil ein bisschen Medizin kenne ich mich aus, ob die eventuell noch am Leben ist oder ob sich das mit der erledigt hat. Nur um sicher zu gehen. Die Vampirin ist tot. Okay. Hey, Prinzessin. Sie macht einen Schritt zurück. Kann ich deine Hand halten? Nein. Ich ready Frost Blast. Was machst du? In meiner Hand. Ich ready Frost, Frost Blast. Sieht man davon was? Ja, also es ist literally ein Spell, der gerade in meiner Hand ist. Was machst du da? Mir ist nur ein bisschen Was machst warm. Du da? Ich sehe. Sehen wir, dass sie wütend wird oder ist sie einfach gerade aufgewühlt? Was machst du? Ich sehe. Solange das sie Kind einen Schritt zurück angreift, ist das Kind keine Gefahr. Aber du hast es doch auch gespürt, oder nicht? Ja, und ich sehe auch kleine Hörner. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass hier eventuell Fiendisch Blatt unterwegs ist. Das eine ist eine Teufel. Sache, aber die Stärke der Aura? Also. Und ich gucke zwischen euch beiden herum und ihr seht in meinem Gesicht, wechseln die Emotionen ein bisschen? Ich kann verstehen. Okay, dass die Kleine sehr viel bedeutet für dich. Ich habe auch Rot gesehen, viel Rot. Du verstehst nichts. Sprichst du auf Infernal? Nein. Dann antworte ich dir auf Infernal zurück. Ich verstehe alles. Ich verstehe gar nichts. Und es wäre echt super, wenn ihr als großer Freund ich von Ehrlichkeit uns erzählen würdet, was hier passiert. Ich nehme den Frostblast und löse den auf. Es liegt nicht an mir, euch Geschichten zuzutragen von euren Kameraden. Immerhin seid ihr der Bade. Und bin mir sicher, wenn eure Freunde bereit sind, mit euch zu reden, werden sie das tun. Aber seid ihr schon mal einem Teufel begegnet? Und ich rede nicht von einem Tiefling. Ich rede von einem vollen und Teufel, kein Halbblut. Wo du das gerade aussprichst. Nun gut. Einmal Initiative würfeln! Oh Mann! Ich wollte es doch nur deeskalieren. Mann. Ja, hast du super gemacht. Okay, komm wieder. So, was ist passiert? Oh, wir sind alle tot. Natural 20! Ey, ich habe den Tod gezogen, ja? Also, ganz kurz. Bock, was hast du? Natural 20. Ja. Plus irgendwas? 23 insgesamt, ja. Liasi? Ist gerade kurz AFK, apparently. Nebris? Ich habe eine 15.
Isir? 5. Kane? Du bist sehr schnell. 2. Ich muss noch meinen Inferno-Dialekt weglegen und dann so warte kurz. So, okay, du darfst einmal Initiative würfeln. Ich habe auch eine 20 gewürfelt. Das kleine Mädchen ist, wollte uns das ganz besonders mitteilen, nachdem wir sie Teufel genannt haben. Das wundert mich. Ich habe nur allgemein gefragt. Ich habe nicht gesagt, sie ist ein Teufel. Ich will sagen. Ja. Ich habe nicht mit dem Finger gezeigt. Warum wundert mich das nicht? Ja. Okay. Willst du noch einmal Initiative für Rocky? Habe ich gerade. Brock, was ist dein Dexterity-Wert? Mein Dex, der ganze ist 16. 16, okay. Okay. Das kleine Mädchen, sie geht einen Schritt zurück und verwandelt sich. Und die Haut von dem Mädchen, sie schmilzt hinunter und aus der kleinen Statur steigt eine Figur auf und ihr seht einen Tiger. Und es ist ein ganz gewöhnlicher Tiger mit feiner Kleidung, aber eine Ungewöhnlichkeit hat das, denn seine rechten und linken Pfoten sind vertauscht. Oh no. Und den ersten, sie macht einen Schritt auf Isir zu und greift an. Mhm. Trifft eine 21? Tatsächlich ja. Nett, dass du fragst. Und ja, trifft auch. Was war der zweite Roll? Der zweite Roll war eine Net 20. Ja, der trifft tatsächlich. What? Heute haben wir so viele Crits. Oh mein Gott. Und sie holt aus und schlägt mit ihren Krallen zweimal zu. Und du erhältst einmal 7 Schaden, 8 Schaden und nochmal 10 Schaden. 25, ne? Ja. Okay. Dann, während du das machst, kriegst du 13 Points of Fire Damage back von meinem Fire Shield. Ich weiß nicht, ob die Resent gegen Fire ist, aber als sie mich schlägt, fängt ihre Kralle Flammen beim anderen Schlag auch und sie brennt ein bisschen an. Nee, nicht immun gegen Feuer. 13 sagst du. Nice, ja. Sie schlägt zu, sie verbrennt sich, aber macht einen Schritt zurück. Es wäre alles so gut gelaufen, hättet ihr einfach eure Klappe gehalten und mir gefolgt. Oh, meine Mama. Wer war diese Kleine? Und sie schaut dich an. Kane. Als nächstes ist Bocker dran. Wie weit ist Nepp von mir entfernt? Ich stehe, glaube ich, alle zusammen. Mehr oder weniger. Okay, also intuitiv, ich glaube auch immer noch, weil seine Stimme nachhallt aus meinem Nahtod, stelle ich mich vor ihm, quasi schützend. Und ich würde jetzt erstmal noch nicht angreifen, sondern ich rufe erstmal dem Wesen. Es gab gerade sehr viele überraschende Momente. Und ich würde jetzt nicht als allererstes sofort zuhauen, weil auch das letzte Mal, als ich was gemacht habe, habe ich direkt Vampirzähne im Nacken bekommen. Ich würde die ehemalige kleine Mädchenfigur, jetzt schöne Tiger, wie heißt das? Ja, den Tiger da. Shaza. Ja, danke. Ein Rakshasa. Mit einer Litanei der Flüche belegen wollen und einfach verbal quasi auf das einzimmern. Du verfluchtes Miststück! Hast uns an der Nase rumgeführt! Hast das alles geplant! Und wegen dir habe ich jetzt hier einen scheiß Smiley auf irgendwie meinem Hals. Und das wäre meine Aktion. Also ich würde nicht angreifen, sondern rufen. Und beleidigen. Also vielleicht kann ich taunten. Wer weiß. Sie schaut dich an und ist so, du. Liasi, du bist dran. Danach Nippes. Vielleicht hätte ich nicht alles für den Vampir rausballern sollen, aber hey, was soll's. Ich hebe schon wieder meine Hand und mit einem Schrei kommt wieder diese Magie aus meinen Fingern. Und ein Zeichen erscheint über diesem Tiger. Und er ist wieder gehext. Machst dann nur du extra Schaden oder alle anderen auch?
Nur ich. Mhm. Und er hat Wisdom Saving Throws Disadvantage, den ich jetzt auch direkt nutze für wieder einen Toll of the Dead. Also versuche ich wieder, riesige Glocken um ihn herbeizuzaubern. Und er muss einen Wisdom Saving Throw von 14 schaffen. Hat der Disadvantage natürlich darauf. Ich habe nur 2 gewürfelt. Das schafft er nicht. Gut, dann oh, das ist aber jetzt nicht besonders stark. Eine 6. 6 Schaden, okay. Nebris, du bist dran. Danach Isir. Ich stehe ja direkt hinter Bock, richtig? Mhm. Weil du mich so ein bisschen schützt. Während er sie beleidigt, würde ich hinter ihm stehen und ihm so ein bisschen so wie im Boxer kurz vor dem Kampf die Schulter noch massieren und sagen, ja, gib's ihr, sie hat's verdient. Und würde Enhance Ability casten und ihm das Durchhaltevermögen eines Bären geben. Damit bekommt er 2d6 Temporary Hitpoints, also so übergangsmäßig, ne? Sorge ich nochmal dafür, dass er ein bisschen mehr Power bekommt. Du bekommst 6 temporäre Lebenspunkte dazu. Und ich heiz dich nochmal so ein bisschen an, aber halt natürlich Abstand, weil ich bin kein Kämpfer. Bock, du machst das! Du bist bärenstark! Easy. Zeig's dir! Ja. Kurze Frage. Diese Rasse, gegen die wir gerade kämpfen, das ist ein Teufel. Also der ist eigentlich in der Hölle, ist right? Ein Fiend, ja. Also der hat hier nichts zu suchen. So. Ja, dann kasse ich Banishment auf den. Und du musst ein Charisma 17 Saving Throw schaffen. Charisma 17. Schafft er nicht. Ich spreche zu ihm auf Infernal. Wenn du wieder da wo du hergekommen bist. Und löse ihn auf der Stelle auf und verbanne ihn wieder zurück in die Hölle. Und ihr seht, wie diese riesige Tigerdame mit den verdrehten Händen ihn anschaut und schreit, nein, nein! Und sich auflöst und verschwindet. Okay, Bock, das war jetzt weniger beeindruckend, als ich gedacht hätte. Ich hoffe, das zu massieren. Wobei, ich mache vielleicht weiter einfach. Ich setz mich hin. Du hast ja vorher schon angeschlagen. An meinem Quarterstaff abstützend. Ich fand Bocks Schimpfterrade sehr beeindruckend. Kannst du mir das beibringen? Ich hab's ja auch probiert mit Flüchen, aber nicht das auch? Jetzt macht das nicht bei mir. Nein, können wir ganz kurz einmal durchatmen. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe dieses Wesen zurück in seine planare Ebene verbannt. Aber das, oh Gott. Ich gewinne mich daran einfach nicht. Es erfordert immer sehr viel arkane Kraft. Also, hätte das nicht gewirkt, dann wäre es um einiges schwieriger gewesen. Ich habe nur so eine kleine Frage für zwischendurch. Ihr sagt doch, dass wir nicht lügen sollen. Wollt ihr uns dann vielleicht jetzt mal langsam erzählen, wer ihr wirklich seid, wenn ihr solche Sachen vollbringt? Ihr habt bislang noch nicht nachgefragt. Also, habe ich eigentlich nicht gelogen. Ja schon. Ja, bisher haben wir einen eremitischen Elfen, der Karten liest und anscheinend exorzistisch. Beleidigt, mehrfach. Wir haben euch gefragt, warum ihr denn alleine in einer kleinen Hütte mitten im Schlangenpass lebt und so richtig wissen wir das immer noch nicht. Lass uns kurz hier rasten, ein Lagerfeuer aufschlagen, das Areal sollte sicher sein und dann erzähle ich euch, was ihr wissen wollt. Das heißt, die Anderen warten, by the way, noch im Gang, ne? Nö, ja, ist halt egal, wenn die warten, die können, bis sie... Er hat gesagt, er wartet so lange, bis du zurückkommst. Ja, also, bis sie verfault sind. Die Tigerin ist weg, ja? Die habt ihr, was auch immer ihr getan habt, sie ist... Also, wenn ein Teufel auf der planaren Ebene, wo wir uns gerade befinden, tötet, schickt das seinen Körper nur zurück in die Hölle. Das heißt, selbst wenn wir ihn bekämpft hätten, hätte das nichts gebracht. Also habe ich meine Kräfte darauf konzentriert, ihn wieder dorthin zu bringen, wo er herkommt. Das funktioniert mit Teufeln, mit Fays, mit Elementaren. Allem, was nicht in die planare Ebene gehört. Ihr als Tiefling seid Halbblut. Ihr seid hier aufgewachsen, ihr seid groß geworden. Bei euch hat das gar keine Wirkung. Kai setzt sich jetzt direkt gegenüber. Okay, ich bin bereit. Was Lee gesagt hat, wer seid ihr? Studierter Eremit aus den Bergen? Seid ihr Planarreisender? Seid ihr Kalim? Ich schaue in die Truppe. Das
Kenne ich Kalim? Habe ich von ihm gehört? Ja, wenn ihr keine von unseren Vorstellungen. Wobei, mich würde es nicht wundern. Nein, du hast keine Ahnung, wer Kalim ist. Okay. Wir holen die anderen, sorgen dafür, dass sie nicht sterben. Legt euch doch einfach in ein anderes Zelt. Ich verstehe das Problem dabei nicht. Denen geht's gut. Macht euch keine Sorgen. Die brauchen das. Die waren sowieso genervt von uns. Und ich denke, es ist gut, wenn wir alle erstmal ein bisschen runterkommen. Okay, trotzdem sollten wir ein Feuerchen machen. Bock hat, wenn ich ewig leuchten, nicht wahr? Genau, fangt dir das Lager an aufzubauen und ich gehe kurz zurück. Ist ja nicht weit, 5 Minuten. Also dann. Nap, geh mit. Ich sehe nichts, wenn ich ohne Bock rumlaufe. Moment, ich kann. Kein Problem. Ich caste Light auf dich und Bockart fängt an. Also hört auf zu leuchten. Und Nap fängt an zu leuchten. Das ist deutlich besser. Jetzt kann ich mitgehen. Dann und während wir laufen, wieder. Könnt ihr mir vielleicht, da ihr Geschichten so mögt, die Geschichte erzählen, wie ihr das alles gelernt habt. Das wäre echt sehr angenehm. Aber natürlich, mein Freund. Ich lege meine Hand auf deine Schulter. Ja. Okay, und meine Augen fangen wieder an zu strahlen. Mhm. Und habt ihr Asthma oder irgendwas? Du trägst so viel Trauer in dir. Wird es die anderen von deiner Geschichte? Von dem Lied? Ich mag Geschichten sehr. Dass du suchst. Und ich würde es noch mehr mögen, wenn ihr mir erst etwas von euch erzählt und dann mir zuhört. Aber Geschichten einfach von einer anderen Person zu stehlen, sie darum vorher zu bitten oder um Erlaubnis zu fragen, ist etwas, was ich nicht sehr wertschätze. Genau deswegen rede ich mit euch in Zweisamkeit und nicht vor den anderen darüber, um zu wissen, ob das ein Thema ist, das ich offen ansprechen darf oder Nein. eben nicht. Gut, dann hast du das Thema hier erledigt. Gut, erzählt mir vielleicht erstmal was von euch, bevor ich irgendwas von mir... Gerne, aber der Einfachheit halber. Vielleicht, wenn alle beisammen sind, dann muss ich die Geschichte nicht doppelt erzählen. Ihr lauft ein Stück den Gang wieder hoch und ihr kommt wieder dahin, wo die leuchtenden Pilze langsam anfangen. Und ein Stück weiter erreicht ihr die Gruppe, die wartet und ihr seht, wie so gerade ihre Fackel ausgeht und sie sind so, oh Gott sei Dank, seid ihr wieder zurück. Es gibt eine Bedingung, bevor ihr mit zurückkommt. Wie mit zurück? Wir gehen weiter. Wo ist der Rest? Wir rasten. Hier drin? Oh Gott. Nein, dort drüben. Du, und ich zeige auf den Adligen, schläfst heute Nacht alleine. Hörst auf ein Schauspiel zu betreiben, denn wir haben hier genug Darsteller, okay? Und du weißt, wovon ich spreche. Mein bester Freund, mein werter Herr. Und ich verbeuge mich wieder so höflich, aber doch ignorant, weißt du? Nun gut. Ich würde es eben bevorzugen, alleine zu schlafen, um zumindest ein wenig Schlaf zu bekommen, jetzt wo die weißhaarige Frau wieder da ist. Sie wird mich wieder bespringen, ich sage es euch. Lassen wir es drauf ankommen, würde ich sagen, und kehren zurück. Die anderen drei sind auch so, na gut, komm, wir folgen denen. Wir haben ja keine andere Wahl. Und ihr lauft wieder zurück und kommt mittlerweile an, wo Borkard, Liasi, Finira und Kane ein Lager aufgeschlagen haben, einige Zelte ausgepackt haben, ein Lagerfeuer angezündet haben. Und was haben wir mit der Vampirleiche gemacht? Die liegt da an der Seite. Ist eine Leiche oder ist die verascht irgendwie? Also ist die noch als Leichnam zu sehen oder zerfällt die? Eigentlich fast zerfallen Vampire, wenn die sterben, oder? Ja, okay. Dann ist sie irgendwie mal eine Zeit geguckt und dann ist da nichts mehr. Okay. Und sieht mittlerweile so gemütlich aus, wie es wird im Underdark. Also, setzt euch. Lasst uns reden. Hey sitzt da, wo die Vampirin zerfallen ist sozusagen und stochert mit irgendwas aus seinem Rucksack in dem Rest rum. Also hat sich jetzt nicht ans Feuer gesetzt. Was wollt ihr wissen? Fragt. Gerne drauf los. Und ich spiele ein bisschen nachdenklich an meiner Kette. Wer oder was seid ihr? Ich bin, wer bin ich? Er hat Gedächtnis, Schwund, oh Gott. Habt ihr was zu essen dabei? Bitte Pilze. Ja, wir haben vorhin ein paar Pilze gesammelt. Nehmt euch doch gerne einen, bedient euch. Und der streckt so die Hand aus. Ich nicke Burkhard einmal zu. Ich gebe ihm Pilze, die ich gesammelt habe. Und er schaut sich an und so, kann man das essen? Können kann man alles essen. Warum nicht? Und der... Der Geschmack kommt beim Essen. Beißt so rein, es ist so eine gummiartige Textur, die sich kaum
kauen lässt, aber er schmeckt ganz gut und isst diesen Pilz auf. Okay. Ja, respektiere ich. Gut, das hinterfrage ich nicht. Also, ich dachte, die wären giftig. Ich habe gesagt, vieles hier ist giftig. Ich habe auch einen starken Magen. Schmecken die gut? Frage ich ihn. Ja. Ich würde auch einen essen. Dann mach einen Constitution Saving Throw. Ja, das war klar. Es gab schlechte Suppe am Vortag und bisher noch gar nichts. Das war hausgemacht nach Familientradition. Hausgemachtes warmes Wasser, lecker. Constitution Checks. Also, genau. Danke. Saving. Oh Gott. 9. Schade. Ja, du beißt auch rein und es ist auch diese gummiartige Textur, die sich so schwierig abbeißen lässt und du kriegst unfassbare Bauchschmerzen und hast das Gefühl, dich übergeben zu müssen, Durchfall zu kriegen, so alles so ein bisschen gleichzeitig. Und? Aber es schmeckt nicht schlecht. Schmeckt gut, ist scheiße. Oh, er hat nicht gelogen, sie schmecken. Ach, oh, scheiße. Sollen wir ihm irgendwie... Ach, der kennt das. Der hat das öfters und ihr müsstet ihn einmal sehen nach einer Tavernentour. Okay, ihr seid wirklich krass. Ihr habt recht. Das wird wieder heiter nachher. Oh, wir haben... Okay. gut, die Frage war, wer ich sei. Lass mich euch kurz mit einer kleinen Geschichte oder Gegenfrage antworten. Ich habe einen alten Freund, den ich lange nicht mehr gesehen habe, den ihr höchstwahrscheinlich kennen werdet. Jeder kennt ihn irgendwoher oder irgendwie. Aber ihr seid Kleriker? Ich zeige auf den Tiefling und die Elfendame. Oh. Weil ich weiß, einer von euch ist vielleicht Kleriker? Fragezeichen. Er ist nicht bei der Gruppe dabei. Achso, du sitzt außerwärts? Und stoche mit einem Armbrustbolzen in der Esche rum. Also ich habe die nicht ans Feuer gesetzt, ja. Achso. Und du bist Kleriker? Nein. Okay, interessant. Aber ihr kennt die Geschichte der Gottheiten? Kennen wir die Geschichte der Gottheiten, Anni? Nö. Also wenn ich euch die nicht erzählt habe, dann kennt ihr die nicht. Ich schaue mein Amulett an. Nö. Gut, es gibt mehrere primäre Gottheiten. In unserer Existenz auf unserer Ebene, aber die, um die sich meine Geschichte drehen soll, sind der Gott der Unterwelt und die Göttin der Liebe. Der Gott der Unterwelt, Kanuya, war dabei, als unsere Existenz kreiert worden ist. Und die Göttin der Liebe, Nayla, steht für... Hieß sie nicht so? Ja, ist schon die Göttin des Lebens und nicht die der Liebe, aber ja. Lebens, weiter. Okay. Sorry. Wird von vielen verehrt, weil sie für vieles Gutes steht. Für vieles Schönes, für vieles Tugendhaftes. Doch gleichzeitig repräsentiert sie auch leider einige Taten wie Hass und Missgunst. Bro. Nothing? I think you're mixing some things up, but ich schreib dir kurz. But that's what you know. Okay, wait. In der Zwischenzeit kann ich ja nachfragen, gibt's auch einen Gott gegen Magenschmerzen, zu dem ich beten könnte jetzt? Es gibt den Gott der Medizin. Ja. Meanwhile sitzt Nep da, guckt in seinen Büchern über Gottgeschichten, die alle irgendwas anderes sagen, als das, was uns der Hey. Ich gehe so zu Bock und sage, möchtest du, dass ich vielleicht deinen Bauch hier massiere? Oh. Ja. Das hat meine Mutter auch immer bei mir gemacht. Oh. Ja, Bock legt sich so auf den Bock hat Rücken. Bock hat Bock, genau. Ja, und Lea, sie nimmt so deinen Kopf und legt sie auf ihren Schoß und guckt so ganz verstohlen, ob der Blondschopf vielleicht ein bisschen böse guckt und massiert so deinen Bauch. Besser. Okay, wie geht's dir eigentlich generell, Bock? So nach dem Kampf und allem. Ich weiß nicht. Es war wild. Ich glaube, ich war in meinem Leben, lag ich noch nie
zweimal an einem Tag auf den Rücken, außer es sei im Bett gewesen. Aber ich wurde noch nie so besiegt von jemandem. Und dann von so einer schönen Frau. Das war es fast schon wert. Das war es fast schon wert. Ich habe ja nicht gesehen, als sie sich verwandelt hat. Ich habe ja nur noch die schöne Gestalt der Frau mitbekommen, die mich gebissen hat. Genau dabei belassen wir es, Bock. Vielleicht nehme ich es mal in der zukünftigen Geschichte auf oder so. Ne? Mm. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis, auch wenn ich sagen muss, es reicht mir, dass es einmal passiert ist. Ich würde euch ungern nochmal am Boden sehen. Zumindest so. Ja, ich liege gerade am Boden. Ja, genau. Genießt die Massage. Mm. Okay, es scheint, als habe ich ein paar Dinge durcheinander gebracht. Verzeiht mir bitte, aber das passiert nun mal, wenn man ein bisschen älter ist. Ihr habt gesagt, Elfen leben lange, richtig? Mhm. Zumindest euer Freund dort hinten, der warum auch immer nicht bei uns am Lager sitzt. Ach, er hat das manchmal, dass er in Erinnerung schwelgt. Ist er gemutet, oder? Okay. Okay, sorry. Ja. Ja, erzählt weiter. Wir sind alle und, ganz... Ich nehme mein Stirnband ab. Mhm. Und ihr erspäht ein drittes Auge. Okay. Also nach dem Geisterauge überrascht wie nichts mehr. Elfen leben lange. Halbgötter leben ewig. Oder zumindest nahezu ewig. Wahrscheinlich viel zu lange zumindest. Ihr wisst gar nicht, wie gut das tut. Wie alt bin ich? Was für ein Jahr haben wir? Ach, spielt auch nicht zur Sache. Bestimmt älter, als ihr denkt. Ich bin seit, ich würde sagen, fast am Beginn der Zeit der Existenz dabei, leider. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber ich kann nicht weiterziehen. Von hier jetzt gerade, oder? In die nächste Ebene. Ihr wollt sterben. Oh ja, oh bitte, bitte. Vergesst es, ich habe alles versucht. Ich habe Fireball auf mich selbst gewirkt. Ich bin von einer Klippe gesprungen. Ich habe mich in einen See gestürzt. Ich habe gegen Monster gekämpft. Und es ist jedes Mal dieses Ding. Es holt mich zurück. Dabei will ich nur meinen Freund sehen. Ich will nur Kanuya wieder treffen. Welches Ding? Er hat irgendwas gezeigt? Die Halskette, die er um seinen Hals trägt. Ja. Könnt ihr die nicht einfach ablegen und dann euch... Oh, warum hab ich in den tausenden Jahren nicht daran gedacht, die Halskette abzulegen? Oh, sie sind so ein unglaublich kluger Satyr. Oh Mann. Faun, er ist ein Faun. Faun. Ich danke dir vielmals, Liasi. Ich formuliere meine Frage. Für dich immer, Nebris, für dich immer. Ich formuliere meine Frage. Warum lege ich die Kette nicht einfach ab? Warum habt ihr es denn nicht geschafft, sie abzulegen bisher? Okay. Zauberer wirken Zauber, die von anderen Zauberern aufgelöst werden können, wenn sie stark genug sind. Okay, richtig, soweit. Ja. Wer löst den Zauber eines Gottes auf? Wer ist stark genug, um diesen Curse zu liften? Wahrscheinlich ein Gott, würde ich als kluger Faun, der ich bin, als Antwort geben. Und willst du mir den Weg weisen zur nächstbesten Gottheit, wo ich sie sprechen kann? Einmal. Ich muss sagen, ich mochte euch lieber, als ihr noch so unterwegs wart, von wegen, ich mag Magie und bitte seid alle ehrlich. Und diese schnippische, abgehobene Art, die ihr uns jetzt gegenüberbringt, das... Verzeiht, es ist nur, wenn man so lange lebt und jeden um sich herum sterben sieht, hat das Leben selbst irgendwann keinen Wert mehr. Ich glaube, das hängt davon ab, wie ihr es definiert und wie ihr mit den ganzen Sachen umgeht. Aber ich möchte euch natürlich nicht absprechen, dass ihr schlimme Dinge erlebt habt. Was es trotzdem nicht rechtfertigt, gegenüber anderen Kreaturen so zu sein. Ja, redet weiter. Lass mich nochmal die Geschichte neu aufräumen. Kanuya, der jetzige Gott der Unterwelt, mein damaliger Freund, zu dem ich zurückkehren möchte, hat damals sein Leben gegeben, um Nayla zurückzuholen. Nayla ist die Göttin des Lebens. Und wurde damit zum Beschützer der Unterwelt, praktisch. Er wurde zum Guardian. Deswegen ich ihn seit einigen Äonen... Egal, ihr wisst, was ich sagen will. Nayla wurde aus Angst und Hass hingerichtet. Aus minderwertigen Gründen, aus tiefen inneren Bedürfnissen, die nichts mit Göttlichkeit zu tun haben. Und... dann gibt es da noch die Göttin der Liebe, die ja ach so toll ist und die von so vielen Leuten angebetet wird. Versteht mich nicht falsch, sie repräsentiert definitiv auch gute Sachen. Das will ich hier gar nicht abstreiten. Jedoch repräsentiert sie ebenso Hass und die Missgunst. Mit Göttern ist das immer so eine, ich will schon fast sagen, heikle Angelegenheit.
Man weiß nie, wie sie Worte definieren, umdrehen oder formulieren. Oder wie sie auf Sachen reagieren, die für einen Sterblichen vielleicht sinnvoll sind. Denn Götter haben meistens kein Gefühl von Zeit. Warum auch? Sie sind ja, ne, Götter. Ergibt Sinn. Haben kein Gefühl von hier und jetzt und fortan. Und das dritte Auge an der Stirn schließt sich so einmal und öffnet sich wieder. Bin irgendwie was dazwischen, zwischen sterblich und nicht. Weswegen ich euch auch darum gebeten habe, dass ihr mich nicht anlügt, wenn wir miteinander reden. Mhm. Weil ich das einfach nicht so toll finde. Weil, nun ja. Aber ja, so viel zu mir. Wollt ihr noch irgendwas wissen? Diese Halbgott-Sache, wie genau wird man Halbgott? Das ist eher so ein Ding, dass eure Energie nicht ausreicht, um vollwertiger Gott zu sein. Ist einer von euren Elternteilen Gott gewesen? Weil, also, wir haben hier eine Menge Halb. Ich bin halb Widder, halb Mensch. Da drüben haben wir halb Dämonen, halb Mensch, halb Schlange, halb Mensch, halb Ling. Es ist eine Menge halbe. Ich kann es dir beim besten Willen nicht beantworten. Ja. Also war es ein Ausrutscher. Ich habe auch zwei Fragen. Also zum einen, wenn du nicht sterben kannst, dann kannst du ja auch nicht verhungern, sicherlich. Warum kochst du dann trotzdem so Scheißsuppe? Zum einen. Und zum anderen, wie wäre es, wenn man dir den Kopf... Du hast gemeint, du möchtest gerne sterben. Das ist dein größter Wunsch. Wenn man dir den Kopf abschlüge, hätte die Kette keinen Halt mehr. Und wenn es an der Kette liegt... Wie du meinst. Also, ich will es nicht anbieten, ich will es auch nicht mal in den Raum stellen, aber kam dir jemals der Gedanke, dich eventuell zu enthaupten, um die Kette loszuwerden, oder geht das auch nicht? Also zur ersten Frage, Hunger ist ein anhaltendes Gefühl und Verhungern ist ein ziemlich unschönes Gefühl und selbst wenn ich dadurch nicht sterbe, bin ich in einem konstanten Zustand des Verhungerns, was ich eher vermeiden will. Und nach mehreren tausend Jahren hat Essen kein Geschmack mehr, also esse ich einfach nur, um satt zu sein. Ja, okay. Und zum anderen, zum Thema Kopf abschlagen, Gliedmaßen abtrennen, Spalten, enthaupten, ne? Ich kenne die ganze Sache. Es gibt auch unter Sterblichen sehr starke Revive-Spells, die Gliedmaßen wieder aneinanderfügen, die verlorene Gliedmaßen wieder reparieren oder ersetzen oder gänzlich neu formieren. Und das ist ein Spell, den Kleriker eurer Welt, unserer Welt, tut mir leid, unserer Welt nutzen können. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein Level eskalieren und überlegen, wie denn wohl so ein Spell von Göttern aussehen würde, also übrigens die Frage, glaube ich, oder? Setzt sich automatisch wieder zusammen, ja. Halt. Und das Ding hier, ja, also ich habe bislang noch niemanden gefunden, der es mir abnehmen kann. Ich meine, seid mein Gast gerne, aber... Ich würde es einfach mal probieren. Du ziehst dran? Und versuche ihm die Kette abzunehmen. Darf ich das beschreiben oder willst du? Gerne. Du ziehst dran und es bewegt dich einfach nichts. Du spürst, wie bei dem Excalibur basically, weißt du? Und es wird komplett steif, sodass du nicht mal mich ranziehst, sondern die Kette einfach die ganze Zeit in so einem angespannten Zustand ist, aber sich sonst nichts kein... passiert. Genau. Okay. Weil soll ich sie mal versuchen, über den Kopf zu ziehen? Ja, ich glaube, ich ziehe sie über den Kopf und die Schlange wird kleiner, sodass sie nicht mehr über meinen Kopf passt. Oh, Mensch. Hey, ein Versuch war's wert. Ihr kennt die Geschichte. Manchmal braucht es nur den Auserwählten, der kommt und dann hätte er sein können. Ich habe nur eine Frage. Bist du in Earshot, Kane? Also hörst du das Gespräch die ganze Zeit? Ja, ne? Wie groß ist die Höhle? Nicht groß. Könntest du schon hören, würde ich sagen. Dann habe ich es gehört und zum Beispiel, also er ist mehr bei sich, aber wenn Nepris ihn als Halbdämon sagt, hört man vielleicht ein kurzes Teufel. Ich habe nur eine Frage an euch jetzt, wenn ich dürfte. Dieses kleine Mädchen, was zum Teufel wurde, hat vorhin zu eurem Freund gesprochen und ihn direkt gefragt, was hat sie dir bedeutet? Und das, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich dachte, das sei ein wichtiges Detail, weil warum hatte dieses Kind diese spezifische Gestalt? Und warum ist Kane so drauf angesprungen? Ach, er springt immer mal wieder auf irgendetwas an. Er ist ein sehr sensibler und emotionaler Mensch. Dämon, Teufel. Teufel. Ja, genau, das ist er. Seht ihn an, das ist er.
Und was hast du dazu zu sagen? Wenn wir schon bei offen und ehrlich sind. Ich meine, ihr habt jetzt... Halbgötter. Vielleicht so lange, wie sie... Kellen dreht sich um, der Schweif weht einmal durch diese restliche Asche durch. So lange, wie sie auf dieser Erde auch wandeln, wahrscheinlich mittlerweile den Halt zu dem, was uns zu Wesen macht, vielleicht ein bisschen verlieren. Aber ein Teil, und das wird euch jetzt nicht gefallen, Isir, ein Teil von uns ist auch Lüge und Unwahrheit. Denn dieser Teil ist vielleicht der Teil, der einige von uns in dieser Existenz hält. Vielleicht solltet ihr es mal damit versuchen, vielleicht entflieht ihr damit der Existenz. Dementsprechend lasst uns unsere Geschichten zum Schutze derer, die uns wichtig sind. Bitte. Lasst sie uns. Natürlich. Ich wollte euch nicht zu nahe treten. Das seid ihr nicht. Und jetzt setzt sich Kane zu euch und greift irgendwas, was gerade überm Feuer schmuggelt, aus der Wegration. Nun gut, dann sollen wir uns ausruhen. Ich kenne eine Göttin. Oh. Ich schaue ihn direkt an. Ich habe mit Patua gesprochen. Ein ewiges Jahr her. Aber sie ist nicht Teil eurer Dreifaltigkeit, die ihr genannt habt. Dementsprechend hat sie vielleicht auch ein offenes Ohr und einen Weg für euch, euch zu helfen. Erzählt mir gerne mehr. Ja, das sei die Geschichte, die ich euch schulde, nachdem wir in der Stadt angekommen sind. Dann ist das ein Handel. Es ist ein Handel. Und ich rede auf Infernal, nehme ich deine Hand und sage, Freund. Freund. Rachtar. Ich habe einen anderen Dialekt. Es sind mittlere Höllenebenen, ja? Ich bin auch Fremdsprachler, so, das ist dann halt Mann, so, Mann. Ja. Aber diese Südhöllen unten, ja, nee, doch so mal anders. Ja, ich bin ein sehr neugieriger Typ. Mhm. Wir können die Kette offensichtlich nicht abnehmen. Woher habt ihr die überhaupt? Warum tragt ihr sie? Ist sie so gerne loswerden? Also ich verstehe, dass ihr sie nicht loswerden könnt, aber wie ist das damals überhaupt passiert? Die hat sich ja nicht von alleine um euren Hals gelegt. Also, vor Kanuya zum Guardian der Unterwelt wurde, oder zum Gott der Unterwelt eher gesagt, waren wir, wie bereits erwähnt, miteinander befreundet. Und die Kette war ein direktes Geschenk von ihm. Nur, als er sein Leben ließ und auch seine Wacht über mich verlass, wurde ein Fluch auf diese Kette gelegt. Und ich bin wirklich, wie gesagt, wenn 5 Trabanten wie ihr von diesen Geschichten nichts gehört habt, stellt euch mal vor, wie schwierig es für mich ist, weitere Informationen herauszufinden. Ja. Es ist... Und ihr seid Weltenwanderer, Geschichtenerzähler, Schauspieler. Da fällt mir ein, wie wär's, wenn wir zur Feier unseres Überlebens... Ich gucke so auf die Asche, die hinten liegt. Könnt ihr was vorspielen? Ich habe lange kein Stück mehr gesehen. Ich halte meinen Bauch. Ich massiere Bocks Bauch weiter. Oh. Ich weiß nicht, ob das der beste Moment... Die Bühne ist außerdem... Also ich würde jetzt ungern, falls einer stolpern sollte, die Schuld bei der doch wirklich sehr schlechten Höhlenbodenbühne suchen wollen. Aber lasst uns doch in Olivarien eventuell die Schauspielschuld begleichen. Nicht, dass wir eine Bühne bräuchten, um aufzutreten. Die ganze Welt ist Bühne, nicht wahr? Und wir sind nur die Spieler. Wir treten auf, gehen ab. Drum vielleicht ein Nachtgebet. Von einem Monster, das wir nicht getroffen haben. Der Manticore. Es streckt sich, weil gerade erwacht in all seiner löwenhaften Pracht. Der Manticore die Glieder aus und tritt aus seinem Bau heraus. Dann beginnt er sich zu kratzen und schaut auf seine Vordertatzen. Wär ich ein Löwe, nur im Ganzen, ich würde auf allen Festen tanzen und niemals wohl den Takt verlieren als König unter allen Tieren. Im Gedanken noch beim Tanz fällt sein Blick auf seinem Schwanz. Der Schweif gleicht einer Stachelkeule und trieft doch noch vor Gift und Fäule. Wär ich ein waschechter Skorpion, dann fänd ich meinen Nutzen schon. Ich wäre klein und unscheinbar und tödlich mit dem Stachel gar. Müde streckt er seine Schwingen, so als wollte es ihm grad gelingen, sich als Drache vorzustellen, durch das Himmelszelt zu schnellen. Doch
Doch ach, ich weiß, ich bin kein Drachen, kein Feuer entkommt meinen Rachen und auch erzittert nicht die Welt, wenn ich auf Gänse aufgestellt. Zuletzt sein Blick in einem See spiegelt den Hauch einer Idee, er könnte Mensch sein mit dem Gesicht, doch weiß er auch, er ist es nicht. Am Ende bin ich leider nur eine verzerrte Kreatur, nicht Mensch, Skorpion, nicht Löwe, Drachen, ein Zerrbild. Nur von einer schwachen Frage danach, was ich bin und wo gehöre ich hin. Nicht halb, nicht ganz eine Chimäre, obwohl ich gern was anderes wäre. Doch so nehme ich es hin, bin das Monster, das ich bin. Und wunderschön. So sind wir doch alle, was wir sind. Mit diesem Gedicht nicken sich alle in der Runde zu. Ihr löscht das Feuer und geht in eure Zelte. Ihr habt eine kurze, aber recht erholsame Nacht. Und auch du, Kane, bist nun nicht mehr erschöpft. Nach einigen Stunden erwacht ihr und seid nun auf dem besten Weg, die Höhle alsbald zu verlassen. Bevor wir aufbrechen, muss ich noch zwei Dinge sagen. Ich begleite euch noch raus aus Mandadak und führe euch an die Stadtesgrenzen. Aber ich dachte selber, werde ich nicht sehen. Werde euch dort verlassen. Warum? Vielleicht gibt es dort jemanden, der sich mit eurer Halskette oder mit Halbgöttern auskennt. Es ist nur, ich habe so lange gesucht, so viele Menschen gefragt, so viele Wesen. Ich bin sehr leicht enttäuscht zu werden. Landet ihr schon vor einem König? Nichts für ungut, aber Titel haben für mich keinen besonderen Wert. Wieso? Freund, wir werden bald vor einem stehen. Und wir werden, wenn ihr erlaubt, ihn fragen, ob er eine Lösung für einen verirrten Halbgott kennt. Das würde mir sehr viel bedeuten. Aber nichtsdestotrotz, bitte respektiert, dass ich die Stadt meiden mag. Und die andere Sache ist, ich weiß nicht, ob ihr es bereits mitbekommen habt, aber durch mein drittes Auge habe ich eine besondere Sicht auf die Dinge, könnte man schon fast sagen. Ich kann einen Teil der Seelen, Vergangenheit und der Zukunft der Leute betrachten, mit denen ich in Kontakt bin. Nicht komplett, dafür reicht meine Kraft nicht. Aber falls ihr das möchtet, könnte ich jemandem von euch seine Zukunft zumindest ein wenig deuten. Ja. Ja, ich habe euch alle außer Mauki berührt bisher, ne? Also das. Mhm. Ja. Ja. Vollkommen fein. Aber dies ist nur ein Angebot, was ihr wahrnehmen könnt, aber nicht müsst natürlich. Nur falls ihr Bock selber... Hatte sich gemeldet. Als erstes sehr hoch gemeldet. Ja, ja, ja. Achso, ich dachte, das sei so ein aggressives, so du brichst einen Stift durch. Nee, es war so ein... Ja, so, okay. Ich stehe quasi vor dir, sofort. Okay. Gut, dann setz dich zu mir und um die Deutung vielleicht ein bisschen besser zu gestalten, schon wieder das Tarotkartendeck raus. Wir anderen halten Abstand, ne? Ja. Misch es durch. Aus Respekt. Ja, ich gehe mit, Nefli und mit Nepris. Wir packen das Zelt zusammen und wir machen sonst Reise klar, sozusagen. Die erste Karte. Du legst die Karte auf. Ja. Einsiedler. Trägst Einsamkeit in dir, stimmt's? Ich gucke ihn so von unten so an so und einfach nur so ein Nicken. So ein Hm. Aber ich will nicht Ja sagen, sondern nur so ein Hm. Ja. Hm. Zieh die nächste Karte. Oh, die Welt. Das ist gut. In deiner Zukunft werden sich sehr viele Wege öffnen. Und zieh die dritte Karte. Wofür steht die dritte? Das ist die Zukunft, oder? Nein, die Welt war die zweite, jetzt siehst du die dritte. Ah, okay. Oh Gott. Gut. Die Liebenden. Viele Leute deuten die Liebenden als etwas Gutes, aber falls du eben gestern zugehört hast, steht Liebe auch für Schmerz. In deiner Zukunft wirst du Wege bestreiten können, die durch Kummer, Leid, Schmerz und Elend führen. Aber Freundschaft und auch die Liebe wirst du diese Wege bestreiten können und die Einsiedlerkarte in Zukunft, denke ich, nicht mehr ziehen. Denn... Aber kannst du mir auch sagen, wie? Ich bin leider nur ein Halbgott. Ich kann nur vage sehen, was passiert in deiner Zukunft. Steht das da nicht drin? Wie? Ich das erreiche? Das Gute an der Sache ist,
um es aus der Perspektive zu sehen, du bist bereits auf dem besten Weg, also mach was auch immer du aktuell machst und du wirst es schon finden. Und ich glaube, ich gucke zurück zur Gruppe, du wirst deine Einsamkeit bald ablegen können. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, nicht wahr? Ja. Borg. Borghardt war der Name, richtig? Oh, ja, Borg? anscheinend weißt du es eh. Ja. Ja, es wurde eben gerufen. Das aus dem Magen. Ja, ich hab's eventuell gesagt. Ja, das ja. Wir sind gut im Geheimnis zu behalten. Ist super. Jeder hat einen anderen Namen. Hey, Borg! Was ist mit Leon Knapp? Weiß nicht, ist bei Kai. Eine Sache, die ich am meisten daran vermisse, sterblich zu sein, ist die Bedeutung der Bindung, die man aufbaut. Drum hüte deine, die du zurzeit hast, gut. Warum tust du das nicht bei uns? Wenn du schon so weise Worte anderen geben kannst, warum kannst du sie dir nicht selber geben? Weil ihr, wie meine Mutter, meine Freunde, meine Familie, meine Bekannten, alle sterben werdet. Und ich werde euch überdauern, ganz egal wie alt ihr sein werdet. Und irgendwann ist dieser Schmerz zu viel. Deswegen will ich lieber weiterhin für mich selber bleiben. Ich hoffe, das versteht ihr. Ich glaube, das Lager. Auch wenn er klein ist, ihn einfach so. Burkhard geht ihm bestimmt nur bis zum Bauch oder so. Wir sitzen gerade beim Kartenlesen. Also okay, wenn wir da sitzen, dann mache ich einfach meinen rechten Arm, mache ich nur so, wenn ich darf, auf deine Schulter und mache nur so ein zustimmendes. Drück einmal fest die Schulter. So. Aber. Ich bin mir sicher, dass sich, wenn die Karten es erlauben, unsere Wege nochmal kreuzen werden. Wer weiß, vielleicht nicht in einem Mond, vielleicht nicht in 10, aber vielleicht irgendwann. Eine Bitte noch. Mich interessiert, wie alt bist du? Ich habe aufgehört zu zählen. Ich weiß es nicht. Du bist auf jeden Fall über 1000 Jahre alt, ja? Mich würde interessieren, wie jemand zuschlägt, der so alt ist. Ich kämpfe wahnsinnig gerne. Kannst du mir einfach eine schallern? Gerne. wird man stärker mit dem Alter? Ich mache einen Attack Roll. Und ich rolle 13, trifft das. Ich habe halt minus 1 Strength. Das ist gut. Eine 13, worauf mache ich? Auf deine Armor Class, ob das trifft. Oh nee, überhaupt nicht. Okay, ich punch dir so wirklich ins Gesicht. Aber ich sage halt einfach nur so, I guess so. Aber ich könnte die gesamte Hülle mit einem Feuerball hochjagen, wenn du willst. Ich habe gesehen, wie mächtig du in der Magie bist, aber mich hat die Körperkraft interessiert. Das Einzige, was ich auch kann. Oh, da seid ihr mir weit überlegen, glaube ich. Also ich glaube, in einem fairen 1 gegen 1 ohne Magie, das wird nicht gut enden für mich. Ich danke dir. Sowohl geistig als auch körperlich gehe ich sehr glücklich aus dem Gespräch. Begebt ihr euch jetzt aus der Höhle raus? Oder aus dem Wollen die anderen vielleicht auch noch? Nee. Ich denke, wir sind alle sehr glücklich. Das ist toll, Leute, macht das auch. Das ist wirklich, wirklich super. Hey, scheiß auf die Zukunft. Sehr schön. Soll ich euch sagen, was er mir gesagt hat? Okay. Ja, wenn du es teilen möchtest, dann sind wir natürlich ganz Ohr. Kann ich mich zu Liasi rüberlehnen und dir was ins Ohr flüstern? Also würdest du, ich komme so auf dich zu. Ja. Schaltest du zurück oder was machst du? Naja, du kommst mir sehr nah. Das ist so ein bisschen unangenehm. Hey, was ich mache Haare und bist nicht reich. Kann ich dieser Mann dort drüben. Und fühlst das so, dass nur du das hörst, ne? Ist der, mit dem ihr was gemacht habt. Ja. Er ist nicht der vorgibt zu sein. Was meint ihr? Es liegt bei wie so vielen nicht an mir, euch Geschichten zuzutragen. Drum fraget ihn gerne selbst. Aber ich wollte euch nur warnen. Und ihr denkt, er wird mir einfach so... Auf keinen Fall. Aber... Ne. Aber so könnt ihr zumindest schon mal auf der Hut sein. Danke. Ich helfe, das Lager mit einzuräumen dann. Ihr packt alle eure Sachen und begebt euch wieder den dunklen Pfad hinauf, bis ihr wieder mehr von den leuchtenden Pilzen seht. Ihr seid an der Abzweigung, wo ihr das kleine Mädchen getroffen hattet, und nehmt jetzt den anderen Weg.
Nach einem kleinen Fußmarsch von 2 Stündchen kommt ihr irgendwann an einen Aufgang. Und das Sonnenlicht, es scheint hinein und es sind nur noch wenige Schritte, bis ihr herauskommt. Ist da dann direkt die Stadt am Ausgang? Die Stadt wäre noch so eine halbe Stunde entfernt. Zu Fuß. Kannst du von oben hier schon sehen? Noch nicht ganz. Ihr blickt euch um und seid froh, wieder unter freiem Himmel zu sein. Euer Begleiter Isir verabschiedet sich von euch. Gebt auf euch Acht. Wir mögen die Sterne unsere Wege nochmal kreuzen lassen. Ich gebe dir einen gefalteten Brief. Geschichte, die ich euch versprochen habe. Alles, was ich über die Herrin des Wegkreuzes zu berichten kann und was sie mir persönlich berichtet hat. Auf das euch weiterhilft. Und unser Pferd könnt ihr behalten. Das steht noch bei eurer Hütte. Ach, stimmt. Ja. Ja. Falls ihr es tatsächlich zum König schafft, lasst meinen Brief zukommen. Ja. Werden wir. Im Schlangenpass 3. Ich habe auch gerade überlegt. Also, welche Adresse ist das? Der arme Postbote. Ich drehe mich um und ihr seht diesen unscheinbaren Hochelfen sein Stirnband wieder aufziehen. Mit dem Quarterstaff langsam in die dunklen Geflieder des Underdarks. Und wisst nicht, ob ihr ihn nochmal treffen werdet oder nicht. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss, Burak. Danke fürs dabei. Danke. Tschüss. Viel Spaß euch noch. Danke dir. Oh Mann. Ich wollte noch was sagen zum Abschied. Naja. Bleib ruhig. Du kannst ja hinterher rennen. Nach. Stimmt. Ich drehe nochmal um. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich wieder was sehe. Seit 2 Tagen. So, es reicht. Ich bin raus. Ciao, ciao. Hau rein, Burrito. Ciao, Junge. So siehst du aus. Schade. Ich hätte wirklich gerne Tschüss gesagt. Naja. Wobei, ich kann das eigentlich weglassen. Ihr geht ein Stück zu Fuß und erblickt am Horizont die Stadtmauern von Olivarien. Auf den Straßen seht ihr einige Reisende, die auch sich dorthin begeben. Und nach einem 15-minütigen Fußmarsch kommt ihr an den Stadttoren an. Ihr steht an und es sind auch noch einige Leute vor euch. Ihr seht, dass vorne Papiere und Einreisescheine kontrolliert werden. Jetzt, wo wir draußen sind, fällt mir ja auch wieder dann mal die Kleidung der 3 anderen Mitläufer da auf, die ja immer noch bei uns sind. Burkhard begibt sich neben sie und probiert ein Gespräch anzufangen, sofern dies möglich ist. Und die beiden kramen so in den Taschen und so, ja? Sag mal, ich wollte ja nur fragen, ja... Hör mal, ihr habt gesagt, ihr kommt aus, woher gleich? Kitzlingen, Adleringen, was war das nochmal? Sperlingen, mein Gott, ja. Ah, ja. Ja. Ist ein kleines Sperling. Dörfchen, ist ein kleines, ja, ein Städtchen, sagen wir mal, ein Städtchen. Ja, nur so als Frage, also wirklich bitte nicht falsch verstehen, nicht wahr? Aber sag mal, sind da alle so Feiglinge wie ihr? Weil wir waren da gerade in der Höhle und ich weiß nur, dass wir zu viert uns um die Sache mit dem Mädchen gekümmert haben. Und ich will jetzt, also, wie gesagt, nicht falsch verstehen, nicht wahr? Aber wenn das dein Kind gewesen wäre, hättest du auch nichts getan? Ist das so? Nun, wir sind vielleicht keine vielleicht sind wir Feiglinge, aber wir sind zumindest keine Idioten, die jedem kleinen Mädchen in einer dunklen Höhle hinterherrennen und ihr versuchen zu helfen. Ihr musstet kämpfen gegen, was war das, ein Vampir und irgendwas? Ich bin froh, dass wir nicht mit dabei waren. Wie geht's eigentlich deinem Hals, Ja, danke der Nachfrage. Hier. Eventuell verstehe ich, dass du ganz froh bist, dass du nicht dabei warst. Das ist ganz gut. Du willst ja auch sicherlich zurück nach Adlering, Sperlingen, nicht wahr? Pinguin-Ding. und da wartet sicherlich Frau oder Kind auf dich, ne? Wie bei jedem großgewachsenen Mann, nicht wahr? Ja, genau. Ja, nee, nicht ganz. Wir haben hier noch einen Auftrag zu tun. Ja. Weswegen seid ihr hier? Was ist überhaupt los? Was für ein Auftrag? Nun, aus dem gleichen Grund, weswegen ihr hier seid, wenn ich mich recht entsinne, wegen dem Wettbewerb. Ach, ihr tretet für euer kleinen Rotfinkendorf dort auf, ja? Nein. Also, wenn du dir die Karte anschaust, ist Sperlingen komplett im Westen. Heißt,
Wenn unser Kandidat weit genug kommt, dann treten wir wahrscheinlich gegen den Gewinner aus Olivarien an. Und da müssen wir mal reinschauen, was das für jemand ist, um uns vorzubereiten. Hm. Nun, unser Chef ist da sehr vorsichtig und will auf alles vorbereitet sein. Ah, euer Chef ist gar nicht hier. Also er ist gar nicht Teil eurer Truppe oder wer ist euer Chef? Ah, unser Chef, ein Adliger, Herr Beck. Hm. Aber das sollte Ihnen eigentlich nicht sagen. Nee, in der Tat, das sagt mir gar nichts. Beck. Nee, hat man hier in diesen Landen definitiv noch nicht gehört. Nun, das ist interessant. Adliger, ja? Adliger. Ah. Adliger, ja. Natürlich. Ja, ist er bestimmt reingeboren, ja, nehme ich an. Ja, ja. Gut, schön, dass sich auch ein Adliger so sehr für Schauspiel interessieren kann. Dann nehme ich an, treten wir vielleicht gegeneinander an. Was habt ihr denn geplant? Wir treten hier nicht auf der Bühne auf. Geht euch ja nichts an. Ich dachte, man kann ein bisschen Informationen schon mal austauschen. Aber ja. Es soll ein fairer Kampf sein. Stimme ich zu. Anders als der Kampf in der Höhle, wo wir, obwohl wir 9 hätten sein können, nur zu 4 waren. Aber das ist auch jetzt egal, nicht wahr? Ich wünsche viel Erfolg. Und übrigens, schönes Abzeichen da, was ihr habt. Nicht wahr? Sieht toll aus, eure Kleidung. Irre. Echt ein irrer Stil. Toll. Ja, dass die Uniform, die wir tragen müssen, naja, was soll's. Hm. Ist umsonst, ne? Ja, dann. Was, wo kommt ihr her? Ach, ich komme aus so einem kleinen, größeren Stadt. Bachhausen bin ich geboren. Das habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Na gut. Ist auch, wie gesagt, eine kleine, größere Stadt, versteckt im Nebel, auf dem Berg, in der Wüste. Das kennt kaum einer. Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Wir sind dran und der nimmt die Papiere. Ah, und einmal die Papiere bitte und zeigt alles vor. Und winkt alle durch und bei euch kommt dann eine Dame, die es kontrolliert. Einmal die Papiere und bitte den Einreisescheine. Oh, ich rufe dann meine Truppe, so, weil ich stand ja gerade hinter denen und ich weiß jetzt nicht, wo die anderen, wo Nepp, Dia, Fan. Wir sind dran, wir können, jetzt sind wir. Hier, alles, da haben wir vorbereitet. Ja, bitte, schön. So, ja, einmal die Ausweise bitte. Klar, bitteschön. Sie nimmt das und kontrolliert und gibt es dir zurück, Nebris, und ein bisschen Bock hat und ist so. Ich nehme die Perücke ab. Ja, verstehe, okay. Na, und schaut Liasi an und ist so. Ja. Und Finira und ist so. Und Kane gibt sie Ding ab und ist so. Habt ihr den Passierschein? Ja, so. Ja, von 38 oder? Nein. Vom Gewinn haben wir nicht irgendwas bekommen von Schwarzrosental. Müsstet ihr? Ja, haben wir in unser. Ich hole das Büchlein raus, unser Tavernenbüchlein. Es wurde so ein Stempel da gemacht. Den gefalteten Schein sozusagen. Wir sind die Gewinner aus dem Schwarzrosental. Oh, ja, dann herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrem Auftritt. Ich drücke Ihnen die Daumen und klappt alles zu und gebt euch das in die Hand. Und werden Sie uns zuschauen, Madame? Ich muss arbeiten, aber vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in Olivarien. Und danke. Ihr betretet durch eine riesige Mauer, die die Stadt umzingelt, die Stadt. Und sie ist sehr schön. Die Häuser sind alle sehr hoch gebaut. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus schön und praktisch gebaut. Weiße Häuser mit so hellblauen Dächern, alles ist mit Lehm relativ glatt verputzt und hat sehr viele hohe, schöne Fenster. Die Stadt ist so ein bisschen wie auf so einem Berg gebaut, in dem das schönste Zentrum in der Mitte und ganz oben ist und es nach außen hin eher etwas ländlicher wird. Wie sehen die größte Stadt, Leute? In der wir seit langer Zeit waren, nicht wahr? Ja. Wie sehen die Leute aus, die da rumlaufen? Also sind die, ich sag mal, gut gekleidet? Wirken die eher ärmlich, kränklich irgendwie? Die wirken eigentlich alle ziemlich gut gekleidet. Also ihr seht Leute eher mit eher Alltagskleidung, ihr seht Leute eher mit etwas adligerer Kleidung, etwas feiner, etwas schicker, aber es ist gut durchgemischt und hier sieht niemand aus, als ob er irgendwie hungern würde oder Probleme hat.
Kalims Truppe. Das schreit doch danach, dass wir mal wieder zweigleisig fahren, einen Wettbewerb gewinnen und gleichzeitig, ich meine, schaut euch an, dieses Buffet. Wir wollen uns ja nicht darauf ausruhen, dass wir irgendwann 10.000 haben, sondern wir wollen ja nicht aus der Übung kommen, nicht wahr? Aber was ist, wenn wir erwischt werden? Dann werden wir vielleicht ausgeschlossen. Wurden wir schon mal erwischt? Nein, aber... Also eigentlich... Nap. Also, wurden wir am Ende immer. Aber ist das nicht Teil der Vorstellung? Ist das nicht unser Dakor, unsere Zugabe? Das ist der Vorhang, der fällt. Ah, und dann sind wir weg. Ja. Natürlich nicht, bevor wir aufgetreten sind. Und solange der Vorhang nicht zu früh fällt, ist das. Richtig, genau. Ich sag's nur, ich meine, schaut euch um. Das sind doch mal einladende Häuserchen. Und außerdem wissen wir ja, dass sogar noch jemand hier ein sehr einladendes Häuserchen besitzt. Da würde es sich doch gerade so rechtfertigend anfühlen, einen Besuch abzustatten. Ja, wo ist der sogar, glaube ich, noch 3 Tage Zeit, oder? Ihr habt noch so 3 Tage Zeit, bis der Auftritt stattfindet. Also ihr könnt die Stadt noch ein bisschen unsicher machen. Haben wir denn gesehen, wo Goldlöckchen hingegangen ist? Der ist schon vor euch durchgegangen, aber es hat ein bisschen gedauert mit den Papieren und ihr seht ihn jetzt in der Stadt gerade nicht. Also da steht auch. Du hast seinen Namen und wir werden rausfinden, wo er zur Not ist. Außerdem ist er dein größter Verehrer und wird bestimmt. Ich habe da vielleicht etwas schlechte Neuigkeiten. Ach. Vielleicht sind wir ein bisschen. Ja, okay. Ich bin darauf reingefallen. Unser Elfenfreund von gerade eben hat mir gesagt, dass dieser Mann nicht das ist, was er mir erzählt hat. Nun, wir doch auch nicht. Ja. Ja, aber damit fällt alles hin, was ich für diese Gruppe getan habe. Nein, Lee, nein. Damit schließt sich nur eine Tür und eine andere schwingt auf. Dass er nicht das ist, was er zu sein scheint, heißt ja nicht, dass er nichts ist. Wir werden ihn uns anschauen. Wir werden schauen, wie wir unseren Nutzen aus ihm ziehen könnten. Warum war Wenn er nur er ein Aufschneider ist, dann werden wir ihn aufschneiden. Dann werden wir sehen, ob wir ihn vielleicht unter gewissen Druck setzen können und so weiter. Mach dir keine Gedanken. Alles, was du tust, ist für die Truppe. Und erstmal ankommen. Ja, erstmal ankommen. Und eine neue Kutsche besorgen. Für später. Und ein Schlafplatz. Und ja, wo wir uns auch die Aber dieses ausloten. Mal wird Burkhard für den Rabatt sorgen. Ich habe schon genug gearbeitet. Da Burkhard nicht weiß, wie du dafür gearbeitet hast, denke ich, ja. Okay, machen wir es diesmal so rum. Alles klar, gut, Deal. Ich kann dir gerne so helfen, wie ich ihr geholfen habe. Eine Frau in Uniform kommt auf euch zu und ist so, hallo, herzlich willkommen in Olivarien, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Habt ihr ein Gasthaus zunächst für uns? Wir sind eine reisende Truppe, ich halte das Büchlein auf, die Gewinner aus dem Schwarzrosental. Ah, ja, und ja. In 3 Tagen auf der Bühne. Nun, wie ist denn Ihr Budget für die Übernachtung? Wir haben hochkarätige Gasthäuser und auch eher simple Tavernen, in denen man übernachten kann. Lasst uns hochkarätig essen und simpel nächtigen. Damit kann ich arbeiten. Ich finde, ich gehe davon aus, dass der König wieder für uns bezahlt, falls wir diesen Wettkampf gewinnen, richtig? Also ich das würde das einfach mal... Preisgeld hier in Olivarien, ja? Die so ein Frage. Bisschen in den Raum stellen. Oh, ich kenne mich mit dem Wettbewerb nicht aus, aber ich habe hier ein paar Informationen für Sie und sie gibt euch so ein Flugblätter, auf denen ihr seht, dass in 3 Tagen um 18 Uhr die Vorstellungen anfangen. Auf dem großen Festplatz ist das Ganze aufgebaut und sie schreibt euch noch so auf so ein Blatt Papier einmal auf. Also hier ist eine Taverne, die ist recht günstig. Das ist der grüne runde Kelch. Da könnt ihr einmal vorbeischauen. Außerdem gibt es noch das Goldtaler. Das ist ein etwas gehobeneres Etablissement, wie es für nun reisende Künstler, wie sie bestimmt sehr angenehm ist. Dort kann man auch sehr gut essen. Das würde ich euch empfehlen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur ein Lächeln. Ein Lächeln, das habe ich immer übrig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Oh, mein Name. mein Name ist Megat. Megat. Megat, bitte. Sehr freut Megat. Also wenn wir eine Frage Megat, haben... Megat, toller Name. Ich muss eigentlich schon lange weg sein. Mach ich mir selbst an die nicht aufhalten. Megat, vielen Dank. Wenn wir Fragen haben, könnten wir euch aufsuchen. Kein Problem. Ich, wenn ihr jemanden seht mit dieser Uniform, die ich trage, wir gehören zum Stadtverschönerungskomitee und sind natürlich dafür da, um all unsere Gäste herzlich zu begrüßen und sie auch in unsere Stadtregeln einzuweisen. Ich bitte Sie, keinen Müll herumliegen zu lassen, keine Schlägereien oder sonstiges pöbelhaftes Verhalten an den Tag zu legen. Wir legen sehr großen Wert darauf, auf ein harmonisches und glückliches Zusammenleben. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Aufenthalt in Da hätte ich nur noch eine Frage. Natürlich, ja, da hätte ich nur noch Herr. Eine Frage. Ja. Da wir in 3 Tagen hier auftreten, ist uns natürlich auch an unserem eigenen körperlichen Wohl sehr gelegen. Also gibt es irgendwelche Gegenden, die ihr eher empfehlen könntet, wo man hinzugehen hat, um weniger, ich sag mal, gemeines Volk zu erwarten, sondern mehr, wo man sich sicher fühlen kann, wo eventuell nun die betuchteren Leute sich vielleicht eher aufhalten. Ich kann Ihnen garantieren, ein Passierschein für Olivarien wird nur sehr selten ausgestellt und alle Menschen, die hier leben, haben sich strikt an unsere Regeln zu halten. Jeder Regelmissbrauch wird mit einem deutlichen Verweis geahndet. In dieser Stadt drücken wir kein Auge zu. Sie können sich ganz wohl und sicher fühlen bei uns. Regelmissbrauch? Welche Regeln gelten denn hier? Nun, ganz simple, ich würde fast schon sagen, triviale Regeln. Oh. Keine Schlägereien, keinen Müll auf den Boden werfen, Wie keine bitte? Beleidigungen. Was? Ja. Und die Leute sind hier glücklich, oder? Oh, wir sind hier alle sehr glücklich. Und wir sind eine sehr harmonische und glückliche Truppe. Absolut. Ich lieb's. Und ich lege so meinen Arm um diesen kleinen Halbling. Nicht wahr, Burkhard? Und wir werden so viel Spaß haben. Eine Silbermünze tanzen und gebe es Megat. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Oh, vielen Dank, aber ich darf kein Trinkgeld annehmen. Herrje, ihr seid so gut. Natürlich, wir werden vorzüglich bezahlt von unserem Bürgermeister, um diese Stadt zum schönsten Ort in ganz Sondesa zu machen. Bitte, bitte zögern Sie nicht, um Hilfe zu beten. Wenn Sie Leute mit dieser Uniform sehen, dann können Sie sie ansprechen. Sie werden Ihnen helfen. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Aufenthalt. Und sie dreht sich um und sieht noch so an, Leute, die so rumstehen. Guten Tag und herzlich willkommen. Auf zum Goldtaler und ein Badehaus brauche ich auch, dringend. Ich fluche leise vor mich hin. Oh, bock, 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 nein, 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 oh, nein, nein, nein. Regeln sind da, um Regeln zu brechen. Hallo, du weißt doch, wer wir sind. Ja, natürlich, aber niemanden verhauen? Das ist natürlich. Am besten den Bürgermeister. Nur die Ruhe, gib dir Zeit. Bock, sieh's mal so. In einer Stadt, in der man das alles nicht tun darf, was meinst du, wie sehr es floriert hinter den ganzen Vorhängen? Wie viele Leute explizit auf der Suche sein werden nach so ganz seltenen Geschehnissen wie einem guten Faustkampf oder ähnlichem. Wisst ihr, was wir auf die Bühne bringen? All das, was verboten ist. All das, nachdem sie hier gieren und das sie nicht kennen, weil sie es nicht dürfen, das bekommen sie zu sehen. Ja. Und was soll ich dann machen? Meine Sachen wurden nicht verboten. Ich glaube, anzügliche Tänze sind hier auch verboten, die Asi. Sehr gut, dann finde ich dafür auch natürlich eine Verwendung. Zum Goldtaler. Ihr lauft durch die Straßen und euch fällt auf jeden Fall auf, wie unfassbar sauber diese Stadt ist. Alle Menschen gehen sehr, sehr glücklich durch die Straßen. Es ist alles sehr ruhig. Es gibt keine Schlägereien, kein Aufmupfen. Es scheint perfekt, wie als würde jemand jeden Tag hier durchsaugen. So schön ist das hier. Ihr kommt an einem schönen Gebäude an. Es ist etwas größer und breiter als die anderen. Und es hat ein wundervolles, geschwungenes Schild. Der Goldtaler. 2 Pforten und vorne steht, stehen 2 Personen, die euch zunicken und sagen, herein, und öffnen so die Tür für euch und halten euch die Tür auf. Danke, danke. Was ist los? Herein. Man wird es hereingeholt. Hm. Ja, wir gehen mit unserem ganzen Rucksack und alles. Gehen wir erstmal rein.
Ihr geht rein und ihr seht ein wunderschönes Foyer mit einigen schönen Couchen, schwungvoll geschmiedeten Kerzenhaltern, wundervolle große Gemälde an den Wänden und einer Rezeption, an der mehrere Schalter sind. Aktuell ist nur einer belegt und ein feiner Elf mit einem schwarzen Anzug und einer goldenen Krawatte steht dort. Er hat so braune, kurze Haare und eine kleine Brille auf. Guten also Tag, die Herrschaften. Kurz. Hereinspaziert. Ich wünsche Ihnen herzlich willkommen im Goldtaler. Was darf ich für Sie tun? Was? Hier essen, woanders schlafen? Fragst ja. du uns? Ja, krass. Ja, ja. Ja. Ich drehe mich noch kurz um. Nur, dass wir auf einem ein auszügliches Mahl, ein gutes Bad und dann günstig, aber gut schlafen. Also ich würde mich wirklich gerne einmal säubern, was Gutes essen und dann finde ich schon irgendeinen Schlafplatz. Ein Zimmer und ein Mahl, natürlich, natürlich. Wir wollen erstmal die Speisen testen. Wir sind, Bock hier geht die Liebe durch den Magen und das bedeutet, wenn das Essen nicht taugt, dann taugt das Zimmer auch nicht. Das müsst ihr ihm nachsehen. Er ist tatsächlich ein sehr großer Feinschmecker. Dementsprechend würden wir eure Küche testen und dann überlegen, ob wir auch hier nächtigen. Natürlich, natürlich. Unser Restaurant befindet sich auf der zweiten Etage. Allerdings muss ich Sie darauf hinweisen, dass wir einen strikten Kleidungscode haben. Bitte nur feine Stiefel, saubere Haut, saubere Kleidung und bitte kein großes Reisegepäck mit reinnehmen. Es ist ein feines Etablissement. Wenn Sie sich allerdings hier ein Zimmer gönnen möchten, dann können wir Ihnen auch Kleidung herauslegen, dass Sie diese tragen können. Was meint ihr? Zumindest für die erste Nacht ein Zimmer im Goldtaler, nachdem wir so viel geschafft haben in den letzten Tagen. Wie viel kostet denn ein Zimmer? Ein Zimmer? Für wie viele Personen denn? Oder ein Zimmer für eine Person. Ein Zimmer für eine Person, das sind 5 Gold pro Nacht. Wollen wir doch lieber... Gibt es denn auch ein Zimmer für mehrere Personen, vielleicht 5? Oh ja, ein Zimmer für 5 Personen haben wir auch. Ich schaue mal eben. Ah ja, es wäre die letzte große Suite, die noch frei ist, die für 5 Personen fähig ist. Das wären 15 Gold pro Nacht, die Herrschaften. Gekauft, sehr wohl, sehr wohl. Und er dreht sich um und öffnet so einen Schrank und nimmt einen Schlüssel raus. Benötigen Sie mehrere Schlüssel für dieses Zimmer oder genügt Ihnen ein Schlüssel? Ach, 2 würden wir auf jeden Fall nehmen. 2 Schlüssel, sehr wohl. Und er nimmt so 2 Schlüssel raus für das Zimmer und ist so, hier, bitteschön. Dürfte ich einmal Ihre Kleidergröße wissen, dann würde ich Ihnen etwas feine Kleidung herauslegen. Einfach hier bitte drauf eintragen. Ich schnappe mir direkt einen der Schlüssel und der andere geht an Kay. Ja, Kleider werden eingetragen. Nun gut, benötigen Sie Hilfe beim Gepäck? Nein, das geht so. Vielen Dank. Und ich nehme unsere Kiste vor allen Dingen, wo ich gerade tatsächlich 1 Platin und 5 Gold rausbezahlt habe. Das heißt, wir haben da oben auch ein Bad? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Allerdings nur ein Bad, da dies nur ein großes Zimmer ist. Ich hoffe, das ist keine zu große Enttäuschung für Sie. Aber ich wünsche Ihnen einen wundervollen Aufenthalt. Bitte hier die Treppe nach oben, der 4. Stock auf der rechten Seite, Zimmer 401. Das gehört. Mein Lieblingsstock. Dankeschön. Dankeschön. Könnte ich von Ihnen noch ganz kurz hier auf diesem Pergament eine kurze Unterschrift bekommen, dass wir bei Ihnen das Zimmer für den heutigen Abend gebucht haben und alles in feinster Ordnung ist? Oh, ja, natürlich. Was? Ich kann Ihnen gerne eine Rechnung ausstellen. Ist das... Oh, das wäre fantastisch. Kein Problem. Und er zückt so einen Block und trägt das alles ein, unterschreibt, setzt einen Stempel drauf. Hier, bitteschön, für Ihre Ausgaben. Vielen Dank. Und Ihr Name war? Mein Name ist Waylon, aber bitte, für Sie, einfach nur Herr Rezeptionist. Weniger förmlich. Wir sind ja mittlerweile so. Na dann, man sieht sich später, Herr Rezeptionist, nicht wahr? Scheiße, Alter. Sehr wohl. Und ihr geht aufs Zimmer? Ja. Ja. Ihr geht nach oben und das ist wirklich wunderschön hier. Also das Treppenhaus ist sehr groß und sehr breit. Überall hängen Gemälde, ein riesiger Kronleuchter, der von der Decke ragt. Ihr kommt auf dem 4. Stock an und findet relativ schnell euer Zimmer. Und ihr öffnet es und es ist eine wunderschöne Suite. Ihr habt ein sehr großes Badezimmer mit einer Badewanne und einer sehr großen Dusche, mehrere Waschbecken und 2 Doppelbetten und ein Einzelbett, was dort steht. Da haben wir das verdient.
Leute, das haben wir uns verdient. Ja, ich lasse mir ein Kissen runter. Und schlag rein. Ja. Ich hätte den Rezeptionist gerade, der hat wortwörtlich gesagt, dass wir nicht schön angezogen sind. Dass wir den Umständen entsprechend nicht gekleidet sind. Ich muss sagen, nach 2 Tagen in der Unterwelt, ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen Vampirasche. Lass sehen, was sie uns rauslegen, Bock. Hm? Ja. Ich hoffe, es ist etwas Betontes. Wie soll ich denn sonst hier rumlaufen in einem Sack oder etwas? Nach einiger Zeit im Zimmer klopft es an der Tür. Ja. Ja, ich gehe hin und öffne die Tür, nicht wahr? Klopf zurück. Eine blonde Menschendame steht dort mit geflochtenem Zopf an der Seite, trägt auch die Hotel-Uniform. Ich sollte Ihnen Kleider vorbeibringen. Ich hoffe, dies ist nach Ihrem Belieben. Und sie schiebt so eine große Kleiderstange rein, wo so mehrere Bügel hängen und es ist so beschriftet mit eurem Namen und eurer Kleidergröße und euren Präferenzen und schiebt es rein. Und wenn ihr das auspackt, dann seht ihr für Kane einen schwarzen Anzug, für Borkhardt einen dunkelgrünen Anzug, für Nebris einen braunen Anzug, für Liasi ein langes rotes Kleid und für Finira ein langes schwarzes Kleid. So kann ich arbeiten. Los geht's. Alles noch in der Wanne. Ist das geschenkt? Also frage ich die Frau, die das reingebracht hat. Das ist eine Leihgabe des Hauses. Es ist ein Service für unsere werten reisenden Gäste. Also sobald sie auschecken, lassen Sie es einfach hier liegen. Wir werden das wieder aufräumen und wieder zurückräumen. Wir haben hier einen kleinen Fundus mit Kleidung für unsere Gäste und nun, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Kleidung, falls sie beschädigt oder irreparabel beschmutzt sein sollte, von Ihnen zu bezahlen ist. Aber nun, solche Feinherrschaften wie Sie sollten da ja vorsichtig mit umgehen können. Ich wünsche einen schönen Aufenthalt in Olivarien. Und sie schließt die Tür. Ja, feine Herrschaften, dann guckt euch doch mal an, was wir hier bekommen haben. Und ich schieb so die Kleiderstange weiter rein in das Zimmer. Und geh mal auch ebenfalls ins Badezimmer. Ist da noch irgendwo Platz, wo ich mich auch reinigen kann, oder? Ich sitze gerade in der Badewanne. Ich auch. Einer meiner Hufe guckt so raus und ich striegel praktisch mein Fell, damit das möglichst sauber und glänzend ist. Ist da noch Platz in der Badewanne? In diesem... Es ist so eine große, runde Badewanne, ja? Oh, geil. Ja, dann natürlich rein da. Wer war das, Lee? Das waren unsere Kleider und ich glaube, dass du einen schwarzen Anzug bekommen hast. Schwarz. Ist mir recht. Und ich wiggel mich da so ein bisschen rein und tu die Arme so über diesen Kessel. Oder diese Holzwanne. Das ist keine Holzwanne, die ist schon aus Marmor. Also ist schon eine Marmorwanne, hallo! Ist schon schick da, ist Beckenrand. Schon sehr schick. Oh yeah. Ja, dann über den Marmorbeckenrand. Wenn ihr genau hinseht, seht ihr, dass auch die Badewanne an den Seiten so Getränkehalter hat. Es zieht sich durch unser Leben durch. Ja, ja. Der Fortschritt sind Hotels und Getränkehalter. Der Wahnsinn. Und ich flippe meine Kleidung in die Ecke. Die anderen haben mich schon nackt gesehen, das ist für mich kein Problem. Ja. Ich sitze mit Nap zusammen in der Badewanne, überhaupt kein Problem. Nap? Ja. Wo ist Bock? Ist Bock noch drüben? Bock hat sich ein Kissen geholt. Weiter auf das Kissen. Ich hoffe nur, dass er dieses Kissen nicht kaputt macht und wir es bezahlen müssen. Ansonsten müssen wir schon wieder ein Kissen mitgehen lassen. Bock steht mit Federn überall jetzt im Badewannen- oder im Badezimmer-Eingangstürbereich. Ah, da bist du ja. Was macht ihr mit 2000 Gold? Jeweils. 10.000 durch 5. Was macht ihr? Ernst gemeinte Frage, Leute. 2.000 Gold. 200 Platin. Einmal für euch zum Umrechnen. Ein Gold sind wie so 100 Euro. Also knapp 2 Millionen. 200.000. Ja. 2 Millionen. Genau das. Ja. Ich habe keine Mathebücher gelesen. Ich möchte eigentlich nicht zu viel darüber reden, aber ich denke, ich werde das Gold nicht behalten, sondern an meine Heimat schicken.
Ich glaube, ich habe es nicht so nötig. Das fahrende Leben gefällt mir ganz gut und ich glaube, alle, die mich mal gekannt haben, brauchen das Geld viel mehr als ich. Ich setze mich in der Wanne um, schaue Nepp an. Du, mein gehörnter Freund. 2000 Gold. Ich habe mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, mit 2000 Gold heuer ich eine Truppe Söldner an, verfolge der Person, die ich ewige Rache geschworen habe, vernichte sie und ihre Familie und besorge mir dann irgendwo ein Stück Land und setze mich zur Ruhe. Nee, ich habe keine Ahnung. Dreh mich um. Bock. 2000 Gold. Wenn du mich so direkt fragst, ich würde mir ein bestimmtes Stück Land kaufen und das einer gewissen Person zeigen, dann. Ja. Ja. Ah, Fanny ist noch drüben. Frag ich nachher. Ja, ich frage euch direkt drüben, weil für andere sind 2000 Gold nicht mal ein Stück Land eine seltene Truppe. Oder ein guter Zweck. Aber vor allem sind 2000 Gold hochgerechnet. Und deshalb frage ich euch jetzt, weil ich mir da unseren gesamten Weg schon Gedanken gemacht habe. Aber 2000 Gold könnten das Ende unserer Gruppe sein. Was würdest du denn damit machen? Du hast jetzt jeden gefragt. Ich will erst mal sagen, warum ich jeden gefragt habe. Ich wollte nur, damit kann man ein Leben leben. Und ein anderes beenden, eins, was gerade läuft. Dementsprechend war die erste Verlockung 10.000 vor dem König ein Klingeln in meinem Ohren. Und dann dachte ich, endet damit die Geschichte von Kalims rhetorisch-statistischen staunenswerten Spektakulum, wenn alle reich sind? Oder warum tun wir das hier? Und ich möchte keine Antwort. Ich möchte nur, dass ihr während unseres Weges in die Hauptstadt darüber nachdenkt. Ich würde mit 2000 Goldmünzen wahrscheinlich eine Zeit lang in den Süden reisen. Die Städte unten entlang, immer lauf, alles was da anhängt. Und würde dort ebenfalls Dinge, ich schaue zu Bock, vergangene Dinge klären, die mir jetzt momentan nicht möglich sind. Aber dann, eines schönen Tages, würde ich wieder an einer Kreuzung stehen und hoffen, dass die Gruppe wieder zusammenkommt. Denn dann bin ich bettelarm mit 5 oder 6 Kupfern in der Tasche, 2 Hörnern an einem Schweif und blauer Haut. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich ein Schicksal hätte wie Izir. Und Liasi schwimmt so ein bisschen auf dich zu und stützt sich so an. Badewanne, kein Pool. Okay, sie lehnt sich nach vorne. Einmal durch die Badewanne. 15 Minuten später. Einige Minuten später kommt Liasi an der anderen Seite der Badewanne an. Das klingt gerade wie 5 Meter. Aber wenn du keinen Flip dabei machst, Schluss jetzt! Ich beuge mich vor und schenke dir so ein umwerfendes Lächeln. Warum kaufst du dann nicht einfach eine Kutsche, die vielleicht diesmal ein paar mehr Getränkehalter hat und ein paar mehr Ausstattungsboni und spendierst der Gruppe ein ganz neues Auftreten? Ja. Vielleicht ist das sehr viel besser als Rache und ich habe keine Söldnertruppen. Oh, auch kein Söldner. Du glaubst doch nicht, dass Nepp einen Söldnertrupp anheuert für ihn. Das war ein Witz. Das war einige. Nein, aber ich habe tatsächlich Dinge, die ich erledigen muss und die mit Geld erledigen werden. Aber ja, nicht alles. Warum nicht? Ein Wagen, eine eigene Bühne zum Auf- und Abbauen. Wir könnten Izir als Rowdy anstellen. Wenn irgendwas runterfällt und er zerquetscht wird, dann steht er einfach wieder auf. Vielleicht könnten wir sogar ein paar Statisten erneuern. Aber nur die Hübschen. In die du dich verlieben kannst, ja. So bei uns geht es gut. Aber ich habe schon eine Antwort auf deine Frage. Weil du hast gefragt, weswegen wir auf dieser Reise uns befinden. Und ich glaube, ich weiß weswegen. Wegen Lachen und Weinen. Weil das das Einzige ist, was wir am Anfang hatten, bevor wir uns getroffen haben. Das Einzige gerade ist, was uns widerspiegelt.
die Maske des Schauspiels, das lachende, das weinende Gesicht. Das Ziel unserer Reise, das Lachen, was wir haben werden, das Weinen, wenn wir uns trennen, es ist das, was uns verbindet. Auch danach noch. Immer wenn ich lache, wenn irgendwann mal diese Truppe vorbei sein würde, immer wenn ich lache, werde ich an unser Wein denken. Und an den Wein. Und an den Wein, ja. Danke, Bock. Das ist in etwa das, was ich hören wollte. Mordecai steigt raus. Ein schwarzer Anzug, ja? So, blau schmückt diese. Na, es wird schon gehen. Es liegen noch Federn überall verteilt von Bocks. Hast kaputt. Du hier Hühner geschlachtet? Bevor irgendwas draußen passiert, wofür ich rausgeworfen werde, oder schlimmstenfalls wir alle, ich komme auch für die Kosten auf und lege so ein Goldstück irgendwo hin. Quatsch mit Soße, das ist doch nur ein Kissen. Und das ist der kleine grüne Dier? Schau auf den Anzug. Ich schnapp mir das nächste Kissen. Toi. Da ist aber ein kleiner Leprechaun dann mit der. Er wird aussehen wie eine kleine Sonnenblume. Jetzt hör auf, dich über ihn lustig zu machen. Du wirst fantastisch aussehen. Gut. Ja. Lasst uns essen. Ich kleide mich ein. Mhm. Und, Während ihr euch am Einkleiden seid und besprechen seid, klopft es erneut an der Tür. Ja. Ein Mann diesmal, auch ein menschlicher Mann, diesmal in Uniform der Stadtwache, die ihr eben auch schon getroffen habt. Und er ist an der Tür und öffnet die: Guten Tag, ihr seid die werten Gäste für das Spektakel in 3 Tagen. Ich wurde geschickt, euch abzuholen für eine kleine Rundtour in der Stadt. Ich zeige euch alle wichtigen Ecken und erkläre euch, wann ihr wo zu sein habt, damit ihr es auch nicht verpasst. Bitte folgt mir. Ist der gut aussehend? Der Nepp, ist gut aussehend. Nepp sitzt gerade im Hintergrund und hat so sein eines Bein so ganz hochgehoben und kratzt mit seinem Horn so an seinem Bein und hört damit auf in dem Moment, wo der Dude reinkommt und uns mitnehmen möchte und zieht sich näher. Müssen wir alle folgen? Oh ja, das solltet ihr. Ja, wäre besser. Fan, du bleibst hier auf Zimmer und gehst da aufpassen. Finira bleibt da. Danke dir. Und sollten wir alle mitgehen? Nein, Fan bleibt hier. Sehr gut. Gut. Ihr folgt dem Mann und geht über die Treppe wieder hinaus aus dem Foyer auf die Straße. Und er führt euch entlang. Das ist die Stadt Olivarien. Nun, damals gegründet wegen ihres reichen Vorkommens an Silber und an Metallerz. Dadurch konnten... Nein, das ist nur die Stadt, der Stadtname tatsächlich. Aber vielleicht sind ihnen die vielen Olivenbäume in der Stadt aufgefallen. Und du siehst überall sehr schöne, wohlriechende Olivenbäume. Und ihr geht durch die Stadt und nach ein paar Minuten. Dies ist der große Marktplatz. Falls ihr irgendwelche Dinge kaufen möchtet, benötigt ihr irgendetwas? Wir haben so Hunger, das glaubt ihr gar nicht. Aber auf uns wartet ein gutes Essen. Dementsprechend halten wir es noch aus. Das freut mich. Nun, hier könnt ihr allerlei Sachen einkaufen, falls ihr dies möchtet. Und Liasi, du blickst dich auf diesem Marktplatz um und du entdeckst einen großen Stand, an dem man Kutschen kaufen kann. Mit Kohlköpfen? Und ein Mann mit schwarzen, lockigen Haaren und bunter Gewandung steht dort, der dir sehr bekannt vorkommt und verkauft dort seine wunderbaren Kutschen. Der Entgegner. Ihr geht weiter über den Marktplatz. Bitte war das frickin' mir. Mo? Das war, war das frickin' Mo? Das war Mo. Wie kommt, weil du sehr nah dran warst bei ihm. Aber wie kommt der hierher? Hat der uns überholt? Nee, der kommt doch von unten. Der ich glaube, es kommt gibt einfach mehrere Mos. Das ist wie Schwester Joy. Ja, nee, genau. Es gibt nur einen Mo. Diesen dritten Arm würde ich überall wieder... Überall. Der kommt von Surovata. Das ist ja... Außerdem hat er die erste Offroad-Kutsche erfunden, die auch ohne Probleme durch Gebirge durchkommt. Frickin' Mo ist back. Yo. I can't. Yo, er führt euch weiter.
Weiter geht's. Hier kommen wir zu unserem Festplatz. Wie ihr seht, ist schon das Fest vollends aufgebaut. Und hier gibt es einige Stände, aber ich bin mir sicher, sie werden im Goldtaler vorzüglich speisen können. Und er zeigt einmal so umher. Und ihr seht tatsächlich eine sehr, sehr große aufgebaute Bühne mit sehr, sehr viel mehr Sitzplätzen als noch in der letzten Stadt. Drumherum einige Stände, die Essen, Snacks, Getränke verkaufen. Es ist sehr schön dekoriert mit einigen Girlanden und Lichtern. Einige Fahnen sind aufgebaut. Die freuen sich, dass hier das Fest stattfinden wird. Und was habt ihr für eine Passive Perception? Passive Perception 14. Wer hat über 12? Kane und Nebris. Okay. Das steht links, wenn ihr. Oder euer Ja, da war ich bei Senses. Ja. Achso, ja, ich habe 13. Ich habe bei Passive Wisdom geguckt. Gut. Alle über 12, alle mit 12 und drüber, sehen aus dem Augenwinkel, wie in einer der Gassen jemand festgenommen wird. Von eben diesen in uniformierten Stadtwachen und abgeführt wird. Hier gibt es keine Probleme. Hier ist alles, wie es sein muss. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Aufenthalt in Olivaren und ich würde Sie natürlich wieder zum Goldtaler eskortieren. Bitte folgen Sie mir. Der leitet euch wieder zurück zum Goldtaler und wenn Sie irgendetwas benötigen, Mitarbeiter der Stadt sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten. Falls Sie jemanden brauchen, der Sie durch die Stadt eskortiert und der Ihnen hilft, wir sind für Sie da. Wie heißen Sie? Sie heißt genau so wie mein die, Name, oder das war ein Dude, ne? Stadtwache 2. Mein Name ist Sir Wilson. Hier wird gesurrt. Sir Wilson, hat jede Truppe, die ankam und teilnimmt, diese Führung bekommen? Oh, natürlich. Wie viele kamen denn schon an? Aktuell sind bereits 3 Schaustellergruppen und auch Einzelkünstler eingetroffen in verschiedenen. Ich denke aber, sie sind die einzigen, die im Goldtaler untergekommen sind. Ich habe zudem mitbekommen, dass es in ihrer Stadt äußerst friedlich und wunderschön zugeht. Die friedlichste also die Stadt sind ja, der Welt. Ja, Straßen sind ja auch frei von Müll. Aber ich meine, es muss doch irgendwann mal irgendetwas geschehen. Wo kommen dann solche Leute hin? Habt ihr überhaupt sowas wie ein Gefängnis? Oh nein. Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik. Hier gibt es kein Fauxpas, was wir durchgehen lassen. Wer sich nicht an die Regeln hält, der wird von der Stadt verwiesen. Es ist für uns äußerst ungewöhnlich, so viele Gäste zu begrüßen, aber wir sind natürlich sehr aufgeregt, all die Schausteller für den König zu beherbergen. Und deswegen habt ihr auch speziellen Schutz und Begleitung, um euch hier zurechtzufinden, natürlich. Und nur als kurze Frage, kann man mit diesem Passierschein, mit dem wir hier reingekommen sind, und ich zeige den kurz vor, kann ich damit auch wieder raus und wieder rein, wie ich möchte? Selbstverständlich. Allerdings sehen Sie hier auf Ihrem Passierschein und der Zeit unten drunter ein Ablaufdatum. Also nachdem die Vorstellung stattgefunden hat, haben Sie 2 Tage, um die Stadt zu verlassen. Ja, ich danke Ihnen. Das ist einfach nur, um auch mal ein bisschen Frischluft im Wald, ne? Ja. Gar kein Problem, keine Ursache. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt und guten Appetit. Und er macht einen Knicks und geht raus und ihr seid wieder im Foyer des Goldtalers. Der Rezeptionist weist euch den Weg ins Restaurant, was durch eine große Tür auf der rechten Seite betreten werden kann. Und da geht ihr hoffentlich nächste Woche rein. Oh, kann ich vorher Mordi in die Seite hauen und meinen Plan oder nächste Woche meinen Plan? Nächste Woche den Plan? Okay. Ich glaube, nächste Woche den Plan. Ist ja. Okay. Ja, ich habe ihn aufgeschrieben. Genau. Sehr gut, sehr gut. Puh, kein Müll auf der Straße und es stinkt bis zum Himmel. Das ist. Ja. Habt ihr auch Bassing Say Vibes? Ja. Überall dieses typische das Daily, alles ist supidupi. Hallo und herzlich willkommen in Olivarien. Bei uns ist alles super. Alles super. There's no war in Basing. Ja. Hier ist alles super. Hier ist alles toll.
Ich bin Megat Nummer 2. Was ist mit der alten Megat passiert? Ist es nicht. Oh, ich habe diese Vibes direkt am Anfang bekommen. Ey. Ich lieb's jetzt schon. Schreckliche Stadt. Ich bin so gespannt, was da noch alles passieren wird. Vor allen Dingen, wir können Bock auf gar keinen Fall ruhig halten. Das wird nicht funktionieren. Ja, hoffentlich. Oh, das klappt. Hat in der Höhle auch geklappt irgendwie. Ich wurde ruhig gestellt, ja. Freunde, ich muss leider direkt schon verschwinden, weil meine Gäste jetzt gerade gekommen sind. Deswegen kein Ding. Bin ich jetzt danke, weg. Dass du so aber es war so, 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 so schön. Schau mal. Bye. Du bist wundervoll. Bye. Hab eine tolle Woche. Bleib gesund. Ich freue mich auf dich beim Halloween. Oh. Wir haben kein Halloween. Wir haben kein Halloween. Mauki ist nicht da. So. Ich gehe jetzt. Mich vergraben lassen. Tschüss. Tschüss, Mauk. Tschüss, Maukerella. Wie fandet ihr die heutige Folge, Leute? Geil. Genial. Also wieder, ich will, dass es weitergeht. Ich bin sehr, sehr gefangen in der Story. Ich mag die Entwicklung der Charaktere, auch wo du es eventuell hinlenkst oder was du uns da für Möglichkeiten gibst, die Charaktere weiter auch storytechnisch zu bringen. Das ist, ich bin drin. Ich bin so, ich will weitermachen jetzt. Ich mag die Pause nicht. Same. Ich auch nicht. Ja. Sehr schöner Twist mit Burrito. Das ja. War auch der cool. Halbgott-Twist. Großartig. Ich mache mir tatsächlich extreme Sorgen um Bock, weil ein Vampir bist, ist immer eine ganz schwierige Sache normalerweise. Ja, das wäre so meine... Das wäre so meine Frage, weil Bock ist eigentlich ein recht intelligenter Bursche. Der müsste ja selber mit, also wissen, der hat auch also viel gelesen. Was passiert, müsste selber ja, wissen. Aber ja. Also dieser Vampir hat, da passiert nichts, das kann ich dir so sagen. Also es kann ja auch sein, dass es einfach so aussieht. Das war einfach so nur der Encounter, den ich mir dachte fürs Underdark, weil es da dunkel ist und ein Vampir cool ist. Das heißt, die größte Angst, die ich haben müsste, wäre, dass sie sich entzündet, die Wunde oder so. Ja, genau, ja. Einfach so wie so eine Fleischwunde behandeln. Ja, auch das, der Tiger, dem ihr begegnet seid, das ist ein, boah, wie heißen die, ich vergesse den Namen. Rakshasa. Rakshasa, ja, genau. Ich wusste es in der Sekunde, wo du es beschrieben hast. Ja, also, bleib okay. Zwei waren die, ja. Ich liebe es einfach, mal Spieler zu sein, weil das so cool ist, einfach auch so zu tun, als würde man Sachen nicht kennen und dann einfach drauf reagieren. Es ist so geil. Ich liebe es wirklich. Also der Rakshasa, der war ein bisschen Homebrew, weil ich wollte natürlich nicht, dass ihr jetzt Wisdom Saving Throws machen müsst, wenn ihr das Mädchen seht, weil das wäre halt so ein bisschen in Meta schwierig gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ja, passt. Der hat nämlich ganz viele Detect Thoughts gemacht und hat eure Gedanken gelesen und hat dann halt Sachen projiziert und auch das mit dem Vampir kommuniziert, um euch da rauszukriegen. Deswegen wusste der auch von der eingestürzten Passage und so weiter und so weiter. Erzähl erst, Frank. Sorry. Nee, du bitte zuerst. Weil ich will einfach sagen, bei dem kleinen Mädchen, ich habe da gesessen und mir gedacht, das ist safe eine Falle. Aber als du dann gesagt hast, da oben sind Kratzspuren, als sie wusste, der Pass ist eingestürzt, und sie war auch unterwegs und sie wollten auch dahin, dachte ich so, okay, du hast mich abgeholt. Ja. Das ist safe für ein kleines Mädchen. Ebenso. Ja, und ebenso. Dass sie dann halt die Sachen einfach aus unseren Gedanken gelesen hat, ist so unfassbar gut. Weil das war wirklich, wir wussten alles ist eine Falle. Es muss eine Falle sein bei einem Mädchen in der Underdark. Dann dachten wir, es ist doch keine Falle. Okay, wow, es könnte es ergeben. Und dann war es doch eine Falle. Es hat so geil gehittet. Ja, das war wirklich richtig. Aber hattest du eingeplant, dass jemand eventuell wie Bock sterben könnte? Ja, schon. Verdammte Axt. Weil ich hatte... ein Crit mit der Initiative und ich komme ran, das Erste, was passiert, ich sterbe. Dank der Initiative. Stimmt. Bewusstlos. Bewusstlos, ja, stimmt. Das war halt dann das Pech, dass du halt als Erstes, was heißt, wegen der Initiative bist du gestorben, du bist halt, du warst halt einfach dran, ne? Und, ja, ich war dran. Dadurch, dass es halt einen Überraschungsangriff war, hatte sie die erste Initiative und dann warst du dran. Heißt, wäre Kane hingegangen, hätte versucht, sie zu befreien, hätte sie ihn gegriffen und gebissen. Mhm. Aber nur als Frage, weil ich bei Dungeons and Dragons zum ersten Mal mitmache, hat das irgendwelche Auswirkungen, dass ich dem Tod quasi kurz gegenüberstand? Rollenspielerisch, du kannst das natürlich nur rollenspielerisch, aber es kann jetzt nicht irgendwie eine Gottheit, aber die Gottheit sagt nicht, oh, ich hätte dich fast gehabt und deswegen probiere ich dich jetzt immer tatsächlich wieder. Tatsächlich gibt es die nächste Stufe, also solange du in diesen Todesrettungswürfen bist, kann dich jemand heilen, wie Burritos gemacht hat. Ich kann mit einem Cantrip sozusagen defibrillieren und dich wiederholen und wenigstens stabilisieren. Und jeder kann mit Medizinwurf versuchen, dich zu stabilisieren. Ist alles noch gut. Wenn die drei weg sind, dann könnte man sozusagen einen Übergang machen, denn da bist du eigentlich tot. Aber selbst dann könnte man mit gewissen Zaubern dich wieder revivifyen und wiederholen nach einer Minute. Aber
dann hast du wirklich diese Todeserfahrung. So bist du wirklich erstmal bewusstlos und blutest halt langsam aus. Ja. Ne? Okay. Du bist praktisch bewusstlos. Genau, bist basically bewusstlos geschlagen oder bewusstlos vor Schmerz oder auch in dem Fall einfach so krass gesaugt, einfach so wehgetan, du bist jetzt erstmal raus, ne? Aber da kann man dir dann helfen und heilen. Du bist noch nicht tot, du bist erstmal in der... Danke für die Erklärung, super. Aber es kann was mit Bock machen natürlich, ne? Also kannst du emotional, ich habe jetzt Nepp bedeutet mir jetzt sehr, sehr viel mehr, weil ich habe dich halt gehört. Das, was du mir noch zugerufen hast, die Bardic Inspiration, die hat mich erreicht, aber nur den Geist. Das freut mich sehr, tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen useless gefühlt kurz, weil ich wirklich nichts gesehen habe, aber ich fand es auch todesgeil, das einfach auszudenken. Ja. Weil wenn du nichts siehst, was willst du machen? Ne? Ich habe halt wirklich Bardic Inspiration, um euch zu helfen. Ich hätte als nächstes natürlich versucht, noch einen anderen Spell zu machen, der nur auf Sound basiert, um ein bisschen zu helfen. Aber ich bin kein Kämpfer, das ist einfach so. Ja, ich habe euch auch vorher gesagt, baut eure Charaktere nicht so, dass sie krass kämpfen können, weil das werden wir nicht viel machen. Aber ich wollte den Kampf einbauen. Und es ist super cool. Ich hoffe, das war von der Schwierigkeit gut. Deswegen habe ich auch Burak reingepackt, der einen stärkeren Charakter hatte, dass ich mir dachte, wir haben gar nicht gekämpft. Das ist so ein bisschen die einzige, nicht Kritik, aber ich habe tatsächlich, also Burak reingehauen, als ich heute gelesen habe, Level 15, habe ich so ein bisschen Luft eingezogen. Denn das Level Cap von den Spielenden zu einem, der dazukommt, auch als SC und nicht als NSC da ist und 10 Level höher, da habe ich erstmal gedacht, oha. Und da hast du gesagt, du willst kämpfen. Und da habe ich schon wir werden nicht so viel kämpfen, weil Burak, ich weiß nicht, ob du mit Banishment gerechnet hast. Nö, damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay, das war der Encounter, ja? Oder die Auflösung darin, Halbgon sowas, fand ich wiederum super und dementsprechend passend. Aber ich hoffe tatsächlich, dass die Gäste auf unserem Cap sind, wenn da irgendwas ist, weil sonst stechen die uns halt in allem aus. Also, wir haben ganz lange überlegt, wie wir das machen. Deswegen haben wir ihn multiklassen lassen, dass er in beiden, ich glaube einmal Level 7, einmal Level 8 ist oder 7, so. 8, ja. Genau. Aber war auf jeden Fall okay. Also ich finde es ehrlich gesagt für uns aber gar nicht schlecht, weil wir hatten jetzt gar keine Berührung mit dem Teufel. Ich habe ja auch nur geflucht und keiner hat richtig gegen ihn gekämpft. Wir wissen als Truppe quasi gar nicht, wie stark ist denn jetzt ein Teufel. Wir haben nur gesehen, er geht mit Banishment weg und so, okay, cool. Und das hat ein Halbgott machen müssen. Also wir wissen nur in etwa, wie stark ist vielleicht so ein Fiend. Aber wir haben ja nicht selber gegen ihn angetreten. Ich war auch sehr happy, dass wir das nicht mussten. Ja, also hättet ihr auch, glaube ich, nicht gut geschafft. Ich fand halt Rakshasas cool, deswegen wollte ich sie mit einbringen. Weil es halt irgendwie coolen Story passt. Genau. Und sind noch mehr pisst. Ja, also hättet ihr den wirklich getötet, dann wäre er einfach, er wäre nicht gestorben, er wäre einfach in die Hölle zurückgegangen und wäre dann da wieder zusammengesetzt worden und würde sich aber erinnern, was passiert ist und euch basically heimsuchen. Deswegen war das, glaube ich, der schönste Ausweg, dass einfach easier das dann gelöst hat. Ja, der kann sich jetzt darum kümmern, wenn er wieder kommt. Zum Beispiel, ne? Ja, sehr schön. Daraus, aber dadurch hat sich, also meine Hoffnung war, dass sich das Underdark trotzdem für euch bedrohlich anfühlt und ihr einfach dann auch froh seid, einen Begleiter gehabt zu haben, der euch da geholfen hat und nicht so, wir sind Schauspieler, aber wir können auch kämpfen, kein Problem. Sondern es gibt Orte, wo wir einfach nicht durchkommen. Ja. Da war Burg eher in seiner, sobald das Mädchen da war, ging es darum, kleines Kind und Mutter, da ist bei Burg, ja, alles klar. Egal, alles andere. Ich auch. Also Kai auf jeden Fall als Figur. Als Spieler habe ich das mit den in Gedanken natürlich dann irgendwann rausbekommen, weil ich sehr gezielt erwischt wurde mit den Gedanken. Aber für Kai, deshalb habe ich mich auch gegen Burak gestellt. Ich habe nichts mitbekommen. Als Spieler, als auch als Sport. Ich war, das war gut überraschend. Das war wirklich richtig cool. Und vor allem, du hast ja auch gut gespielt. Also das war auch nochmal, ne? Deine Stimme und wie du das kleine Mädchen gespielt hast und dann geswitcht hast, war auch schon... Oh, das habe ich geliebt. Das war strong. Ja. Oh, das habe ich geliebt. Aber eine Frage nur. Wer hat dann die Höhle gebaut oder gegraben? Weil du hast ja gesagt, du siehst oben... Das ist ihr blickt nach oben Underdark. Das sind keine Höhlen, die irgendwer gebaut hat. Das ist im Prinzip einfach eine Welt, die unterhalb der Oberfläche existiert. Das sind Tunnelsysteme, die durch Wasser und Lava irgendwie passiert sind. Und dann haben sich dort halt Zivilisationen immer niedergelassen. Und ich dachte, weil das Mädchen meinte, eine große Kreatur hat die Mutter entführt und wir gucken nach oben und sehen. Es hat dann gepasst. Dann war es einfach passend, dass die Höhle irgendwie so aussah, als wenn sie gebaut worden wäre. Ja, und da sind auch bestimmt große Kreaturen durchgegangen, die da Kratzspuren hinterlassen haben. So, die dachte sich einfach, was sage ich jetzt, dass die mir am meisten, am ehesten glauben, ne? Und wenn ich sage, ein großes Monster, dann halten die auch schon nach einem großen Monster. Ne? Ja, ich hab's geglaubt. Weil ich dachte, dass dahinter ein großes Monster wäre, was mit der Frau zusammenarbeitet, die vor ihm angekettet ist. Oh, also das hätte auch sein können.
dass dahinter im Schatten noch so eine Kreatur ist, ja, die das ja quasi nur als Köder hat. So ein Anglerfisch mit einer Frau. Ja, ja. Das wäre auch cool gewesen. Ja. Oh, man. Und viel besser so. So. Viel besser so bei dir. Das ist so cool. Ich fand es auch sehr, sehr, sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. So, für alle Zuschauer, nächste Woche geht's weiter am Dienstag wieder. Dienstag. Juhu, Dienstag 18 Uhr. Wir sind wieder zurück in unserer gewohnten Zeit. Da freuen wir uns drauf. Es geht weiter in Olivarien, in der schönsten, saubersten, ordentlichsten Stadt der Welt. Hier gibt es keine Probleme. Und ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Aufenthalt.